So, eine neue Folge "Jung naiv". Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Adam Toos. Adam, was machst du? Wer bist du? Ich bin äh, Prof an der Columbia University in New York. Bist du amerikanischer Professor? Ähm, ja, ich, ich unterrichte in Amerika. Ich bin Brite, aber ich bin oder Engländer und ich bin in Deutschland aufgewachsen. Aber ich unterrichte in Amerika ja. schon seit 2009. Warum in Amerika? Äh, die Unis sind rundherum besser, vor allem als, als Lehrer dort. Ich meine, man wird besser bezahlt, die Bedingungen sind besser, die, ähm, die Möglichkeiten, die Lehrmöglichkeiten sind besser, die Arbeit mit Doktoranden streckt sich über mehrere Jahre, es ist insgesamt einfach ein Klima, in dem man eine Intellectual Community verwirklichen kann, die an den allerbesten deutschen Lehrstühlen zeitweilig möglich ist, also wenn man äh, viel Forschungsgelder irgendwie eintreibt, aber... Mhm. Das ist in Amerika mit weniger Mühe zu, ähm, zu erreichen. Und ähm, ja, das ist insgesamt einfach eine, eine Atmosphäre, in der man eher gestützt wird als Lehrkraft und weniger, tendenziell weniger ausgebeutet wird. Aber, was ist mit, der, mit den britischen Unis? Wenn du bist, Brit, warum ist äh Ja, nee, ich meine, ich war, ich war in Cambridge ziemlich glücklich. Ich, ich habe lange Zeit in Cambridge unterrichtet, äh, Mitte der 90er bis 2009. Mhm. Ich meine, ich war 13 Jahre lang dort. Nach einer Weile sucht man sich nach, auch nach anderen Möglichkeiten um. Und dann gibt es eben nur Oxford, und das ist nie mein Ding gewesen. Und die anderen Möglichkeiten sind im Grunde in den Staaten. Und meine Tochter da war damals in einem Alter, wo wir dachten, wir könnten sie versetzen. Und dann kam ein Angebot von Yale, und das war dann. Nicht eins, das man ohne weiteres abschlagen konnte. Also bin zuerst nach Yale und dann anschließend nach Columbia. Hat Columbia dich abgeworben? Ja. ja. Das ist wie, also auf, auf, auf Senior-Ebene ist es wirklich so ein Schachspiel oder so ein bisschen niedrige Liga im Fußball oder so. Also man, man sucht sich die Leute aus. Ich war in Higher Opportunity, ja. Sie wollten, sie, sie haben mich abgeworben. Ja. Im Fußball werden Transfererlöse erzielt. Ja. Mhm. Hat denn, hat denn äh, Columbia quasi eine Transfersumme? Nicht an äh, Daniel, aber es ist durchaus eine Situation, die, ja, die eine günstige ist für den, den jeweiligen und den, den Glücklichen in diesem Moment. Das System ist auf der mittleren Ebene brutal, weil man diese Hürde überwinden muss zu Tenure, also zur festen Anstellung. Mhm. Und das geschieht wie auch in Deutschland in einem recht späten Moment, sodass die Leute im mittleren Alter sind mit Familienverpflichtungen. Also das ist richtig nervenzerreibend. Ich hatte das große Glück, quer einzusteigen aus dem englischen System, wo die Einstiegskosten gering sind. Mhm. Und dann gewisserweise auf eine feste Professur. Das war nach meinem Buch Ökonomie der Zerstörung. Und ähm, ja, auf der Basis bin ich dann nach nachher gewechselt. Und ja, Columbia. Ich meine, man brauchte jemanden, der ist eine interessante Entwicklung von meiner Persönlichkeit absehend, weil, weil auf einmal merken die amerikanischen Unis, dass sie Leute brauchen, die Geschichte des Kapitalismus unterrichten können. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Du bist ja quasi dahin gekommen, als gerade Finanzkrise war. Also ich nach bin Yale. nach Yale, genau. ja, aber damals auf noch nicht wirklich, also als Wirtschaftshistoriker, ja, aber als jemand, der wirklich Geschichte des Dritten Reiches machte. Mhm. Hat mich dann aber gewandelt zu einem Zeithistoriker gewissermaßen mhm. und, und das, dann, das war für, für Columbia dann sehr attraktiv, weil sich die, das ist ein im, im Culture Wars innerhalb der amerikanischen, des amerikanischen Geisteswissenschaften, ein durchaus interessanter Moment, weil Wirtschaftsgeschichte ja sehr lange verpönt wird, zu viele Sachen, aber man ignorierte die Wirtschaftsgeschichte jahrzehntelang. 60er, 70er Jahre war es unter dem Zeichen der Sozial- oder Gesellschaftsgeschichte noch angesagt, aber ab 80er Jahr dann nicht mehr so sehr. Und ähm, auf einmal merkte man mit der Krise 2008, dass selbst in der amerikanischen Geschichte, also wirklich wo, das ist der, der, der zentrale Kampfplatz in den Culture Wars, in den Geisteswissenschaften in Amerika, American History, nicht, also das Übrige, das interessiert ja weniger. Aber selbst dort brauchte man, und das ist dann diese sogenannte New History of Capitalism, und ähm, ja, das, das hat auch die, die gesamte Atmosphäre an der Uni sehr ver ver verändert, weil dann auf einmal Leute mit ökonomischen Interessen sehr gefragt waren. Und die Studenten sind, ich meine nicht nur zynisch, sondern die, es gibt ein Rieseninteresse auch unter den Studenten. Merkt man ja auch unter ihren Zuschauern ähm, und äh, im breiteren ähm, Podcast und äh, öffentliche Diskussionen auch in Deutschland mittlerweile. Kannst du das vielleicht kurz für Laien erklären? Was ist der Unterschied zwischen quasi Columbia University in, in terms of Culture Wars und Aha. Yale? Und dann, weil du Oxford, ah, ja. Oxford meinst, ja. ja, gerade so. Ach, Oxford ja. bloß. Ja, war nicht mein Ding. Nee, ich ja. Mein, ähm, ja, diese Unis haben eine noch viel stärker ausgeprägtere Binnenkultur und Identität als die meisten deutschen Unis. Es, es, es gab wohl. Ich denke vielleicht bis in die 60er Jahre hinein, eine ähnliche Kultur auch in Deutschland, wo zum Beispiel die Uni Heidelberg oder Freiburg wirklich eine sehr, sehr starke oder Göttingen, eine ja. wirklich klassische Identität hatten, mit großen Forschernamen verbunden. Und es gibt natürlich immer noch wichtige Lehrstühle, man denkt an Bielefeld zum Beispiel in, in der Sozialgeschichte, der Gesellschaftsgeschichte. Ja. Aber, ähm, das sind die Ausnahmen. Das sind wirklich die Ausnahmen. Während, während die amerikanischen Unis und einige britische Unis, das sind Brandnames, aber man könnte sie auch mit Sportvereinen vergleichen. Und gerade in Amerika sind sie ja auch zum Teil Sportvereine. Also die die große Masse der staatlichen Unis differenziert sich ja, indem sie große Fußballteams haben oder große Basketballteams Stimmt. haben. Oder Stanford wäre, glaube ich, im Olympia-Ranking unter den Nationen auf Platz sechs oder sieben gekommen. So stark sind ihre Athletik, ihr Schwimmverein. Das heißt also, die Unis und die Unis profitieren natürlich davon, dass sie von den alten Studenten dann die Spenden auch dann einsammeln und zwar in Milliardenhöhe. Also wenn Yale irgendwie in Finanznot gerät, wie zum Beispiel nach 2008, dann setzen sie ein Ziel von zwei, drei Milliarden Dollar und die kommen dann innerhalb von zwei Jahren rein, ohne weiteres. Einzelne Donors, Bloomberg zum Beispiel mit Hopkins gibt ohne weiteres 500, 500 Millionen Dollar an die Uni zum Teil auch über eine Milliarde. Und ähm, das schafft natürlich dann auch Möglichkeiten, die es in Europa in dieser Form nicht gibt. Ähm, und dazu, darüber hinaus kontrollieren die Unis den Zugang auch von Undergraduates, ungraduierten Studenten ungeheuer eng, sodass da eine sehr selbstbewusste Elitenbildung stattfindet. Mhm. Zu vergleichen mit dem, was in Cambridge und Oxford stattfindet, aber eben auch an den Ecoles in Frankreich. Also das sind die oder die entsprechenden Unis in China oder Japan. Es ist sehr interessant, wenn Sie mit Chinesen reden, Sie haben ein, ein fast analoges Verständnis des Amer der amerikanischen Gesellschaft wie moderne China. Also was Peking University oder Tsinghua für Sie bedeutet. Sie wissen, das entspricht genau dem Ivy League in Amerika. Und die Stakes und die Ambitionen sind die gleichen. Und nicht umsonst schickt ja unter anderem ja auch Xi selbst seine Tochter nach Harvard. Also die... Huh. Die, 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 diese äh, sehr selbstbewusst elitär organisierten Gesellschaften erkennen sich dann auch gegenseitig an. Die Franzosen haben nicht ohne weiteres zum Beispiel einen so engen Zugang zu den Eliteschulen für VWL in Amerika. Denn wenn man aus den Grand Ecole in Frankreich kommt, hat man oh, zweifellos die Grundabbildung, die nötig ist, dann auch in MIT erfolgreich zu sein. Also die Matheausbildung in Frankreich ist ja auch wirklich auf. Unter, unter in diesen elitären Schulen wirklich auf absolutem Weltenniveau vergleichbar mit Südkorea und, und Japan und, und, und die besten Unis in China. Und ähm, das ergibt dann diese, also das heißt, das heißt ja das goldene Dreieck, also das wäre dann tendenziell Ostküste und, und England, aber es gibt darüber hinaus... Eben auch diese sehr enge Verbindung. Piketty war ist ja ein Beispiel davon, oder Saez zum Beispiel. Das sind Franzosen, die in Frankreich bereits Karriere gemacht haben, aber deren Humankapital, kulturelles Kapital ohne weiteres übertragen werden konnte nach, na, nach Amerika. Oder sie sehen sich die Karriere von jemand wie mir, oder ich meine, also unsere. Unsere, das, das kulturelle Kapital lässt sich umsetzen in diesen Kreisläufen, aber nicht überall gleich. Und wenn, wenn du fragst, warum von Cambridge nach Yale, weil meine Währung dort gut war, meine Chips waren gut. Also das, was in Cambridge wert war, war auch in Yale etwas wert. Und man muss sich ja nur die Uni dort ansehen. Das ist ja architektonisch. Das ist ja, das ist ja Cambridge oder Oxford direkt nachgebildet. Die haben ja sich dort in den zwischen den 1890er Jahren und 1920-30 ein, eine amerikanische Version von Cambridge und Oxford gebaut. Mhm. Nicht, nicht, dass Oxford und Cambridge das nicht selbst auch gemacht hätten. Ich meine, die meisten Gebäude in diesen sogar sogenannten alten Unis sind ja auch nicht älter als das. Es ist ja nicht so, dass im Grunde die große Substanz aus dem 18. Jahrhundert kommt oder aus dem Mittelalter. Ah, ja. Aber die große Expansion transatlantisch im Bürgertum, die die Erweiterung der Unis nötig machte und die Privatschulen auch. Die natürlich die Lieferkette bilden für diese Unis, die elitären Privatschulen. Ähm, das wurde gewisserweise im transatlantischen Gleichlauf so Gründerzeit und ab Gründerzeit ähm, ausgebaut. Intellektuell haben die amerikanischen Unis mehr gemeinsam mit den Deutschen, also das Seminarsystem, für die dann auch die Klassenzimmer in Yale gebaut sind, das haben sie sich in Göttingen und in Berlin aus, äh, aus, äh, angesehen und äh, na, da, da haben sie sich das abgeschaut. Also die Amerikaner. Die ersten Amerikaner mit PhD, unter, auch die, unter anderem auch die ersten schwarzen Amerikaner mit PhD, haben die ja auch hier gemacht, hm. in Deutschland, in Berlin, in Heidelberg. Ähm, weil das deutsche Unisystem damals wirklich das innovativste war in der Welt, also wirklich das Modell für eine forschunggetriebene Uni, während die englischen Unis und die amerikanischen Unis ja im Grunde theologische Ausbildungsstätten waren, wo auch ein bisschen Philosophie und Mathe unterrichtet wurde erst im Laufe des späten 19. Jahrhunderts kommen die Labors dazu, die in Deutschland schon eine Weile dort standen und die großen Humboldtschen Reformen, also das was man hier in Berlin ab Anfang des 19. Jahrhunderts gemacht hat oder das was es in Paris in der gleichen Zeit gab, gab es in dieser Form weder in England noch in Amerika bis Ende des 19. Jahrhunderts. Welche welche Elite bildest du jetzt aus an der Columbia University? Das ist interessant. Es variiert von Schule zu Schule. Also die Leute in Yale und Harvard, die rechnen sich also wirklich buchstäblich aus, auf welchen Congressional Seat komme ich und wie und wann und mit Nein. wem. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Also es ist wirklich ein dermaßen selbstbewusstes Auftreten und nicht nur. Nicht nur Amerikaner, sondern was weiß ich, Inder aus den BJP-Kreisen oder so, die sind ja auch alle dort mhm. und unterhalten sich untereinander und bilden sich diese Netzwerke und die erscheinen dann in Delhi als Gruppe, die jetzt zusammen in Jail war. Nicht anders als jetzt Sciences Po oder so in Europa, Collège d'Europe de, de und dann geht es weiter in die Nein. Kommission. Aber ähm, Columbia ist im Vergleich dazu ein bisschen urbaner, ein bisschen diverser, äh, strotzt nicht ganz so sehr von Selbstbewusstsein. <laughs> Um, aber es ist eine funktionale Elite. Ich meine, diese Leute kommen in die, in die großen Kanzleien, also zuerst in Law School, dann Kanzleien, sie kommen in die Consultancy, sie gehen in, in, um, in die großen Banken. Mein, mein bester Schüler und Assistent ist jetzt, hat jetzt ist bei Hongjun Shin, dem großen Ökonomen beim BES, also dem, äh, in Basel dort. Also das ist ein globales Netzwerk und man bedient sich gerne. Aus dieser Gruppe. Ähm, also sind deine Studis Rich Kids? Ähm, meine, überdurchschnittlich, natürlich. Es ist sehr ungewöhnlich in diesen Unis. Also, dass du bildest man äh, Kinder von elitären ja, Eltern aus ja. als Elite? Ich meine, äh, Elite wäre sehr stark gesagt in vielen Fällen. Ja, die wollen Elite auf jeden sie Fall. Wollen, ich meine, sie gehören de facto dazu, dem Punkt. Ich meine, die Zulassung ist ja dermaßen kompetitiv, dass du de facto innerhalb deines Jahrgangs zu den oberen, sagen wir es mal so, ein oder zwei Prozent gehörst von, aus einem Land von 330 Millionen Menschen. Also das ist nicht China in, ja. der, in der Auswahl, aber es ist ziemlich intensiv. Ja. Und ähm, ja, und diese Menschen kommen auch mit, einem, mit Selbstbewusstsein, auch gewisserweise mit einem Verantwortungsgefühl. Also wenn sie nichts tun, wissen sie, dass sie, wie die Chinesen das sagen, dass sie sich flachgelegt haben. Ich meine, du musst dich wirklich anstrengen, um da gewisserweise nicht irgendwie da hineinzukommen in das System. Also du musst wirklich dich zurückziehen von deiner Identität. Also das habe ich in England in, 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 tatsächlich erlebt, dass Leute, die zum Beispiel aus Wales kamen und dort noch eine starke Identität hatten, wenn sie nach Hause gegangen sind, was für sie nicht London meinte, sondern Swansea oder so, verschwiegen haben, dass sie in Cambridge studiert haben. Oh. Und das gehört ja auch nicht zum guten Ton zu sagen, dass man in Eton war, sondern einer Schule außerhalb von Windsor. Oder ich war Stanford-Leute sagen nee ich war in Stanford ich war in, ich ging in Kalifornien zur Schule heißt es dann aber ich meine die aber das sind dann diese Spielereien mit dieser mit dieser mit diesem elitären Status im entscheidenden Moment ist dann klar im Lebenslauf stets Stanford Summer Cloud Claude Internship bei Apple oder was weiß ich ja. und dann spielt das Kapital die Rolle um, aber es ist klar, ja, die, die einzigen Unis, die diese Funktion nicht erfüllen, also die Reproduktion der Elite, das ist ja sehr gut untersucht in Amerika durch Raj Chetty. Ungleiche Gesellschaften produzieren zum Teil ja auch sehr, eine sehr intensive Beschäftigung mit der Ungleichheit, während eine, Deutsch, eine Deutsch, Gesellschaft wie Deutschland, die sich… Egalitär wähnt oder klassenlos, tendenziell verneint, dass es diese Strukturen gibt. Und die Forschungslage ist entsprechend miserabel mhm. zur Ungleichheit und zur Mobilität mhm. in Deutschland. Raj Chetty kann für gesamte Kohorten für jede einzelne Person gewisserweise den Lebenslauf. Also, wie, was, 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 ist, was ist die Einkommensschichtung der Eltern und wo landen diese Leute zehn Jahre nach dem Studium? Das kann man. Das kann man festmachen an den Bewerbungen der Studenten an den amerikanischen Unis, wo das Gehalt der Eltern angegeben wird, sodass du das durchrechnen kannst. Hm. Und die einzigen Unis, die wirklich Mobilität befördern, sind die, sind die, das sind die Helden des Systems, das sind die großen urbanen öffentlichen Schulen. Also City, of Univers City University of New York, CUNY zum Beispiel oder State University of New York, S. SUNY und dann die Community Colleges das ist eher so ein Zwischenfachschule und Fachhochschule und da siehst du diese wirklich unglaublichen Karrieren wo, wo Jugendliche aus Familien in der unteren in den unteren 20 Prozent also wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit dann in den oberen 20 Prozent landen ich meine das ist ja nicht Elite obere 20 Prozent ist im Grunde Mittelschicht ja. Aber das sind, das sind Wege, die die allerwenigsten Menschen in Amerika oder sonst wo in der Welt äh, hinter sich legen. Ja. Also solche, 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 solche Aufstiegsstories. Aber hast du Studenten, die quasi aus ärmeren Verhältnissen kommen, aus prekären Verhältnissen, die sich quasi hochgekämpft haben? Äh, prekär sehr wenig. Ich meine, mit äh, Stipendien geht es ja irgendwie? Ja, also über, über Stipendien recht viele. Ich meine, das ist ja eines der. Eines der Vorzüge, kann man sagen, dieser wirklich abartig reichen Unis, ist, dass die, also das weiß ich, ein Jahr Columbia kostet vielleicht 50.000 Dollar im Jahr. Das sind, glaube ich, die Normalgebühren. So rundherum und dann kommen noch Wohnheim und alles dazu. Ich denke, man muss mit 60.000 bis 70.000 rechnen. Aber wenn man aus der unteren Hälfte der Einkommensverteilung kommt, dann bezahlt man das nicht, bezahlt man gar nichts. Also die Uni verteilt um aufgrund seiner, auf der einen Seite der Einkünfte, der Kinder, die, der Minderheit der Kinder, die die volle Rate bezahlen, mhm. und auf der anderen Seite aus diesem Vermögen, das die Uni angehäuft hat, das sich auf Milliarden beläuft. Also es ist wirklich ein absolut ein geschlossener Kreislauf. Wenn man Teil dieses Systems ist, ist man ja auch Teil des Wall Street Systems, denn das Vermögen wird das ist ja nicht in der Sparkasse. Das, also das das Vermögen wird, das ist ja elitäres Vermögen. Also innerhalb des Wall Street Systems gibt es keinen besseren Vermögensverwaltungsjob als für Yale zu arbeiten. Also, wenn Sie ein Asset Manager sind und irgendein exotisches Portfolio lancieren wollen, dann wollen Sie Subskussionen haben von Yale, die dir als die Allersmartesten. Ich meine, Sie haben ja eine endlose Perspektive, Yale. Yale wird es noch in 400 Jahren geben. Das heißt also, die, wenn man es wenn angeben will, wirklich eine für langfristig orientierte, geduldiges Kapital, diese ganze ESG-Schiene fahren will, dann ist es super, Yale mit dabei zu haben. Und das heißt, dass Yale im Private Equity, wo die wirklich großen Gewinne reingefahren werden, an der allerobersten Spitze ist. Viele Leute haben versucht, die Ergebnisse des Yale-Portfolios. Äh, zu reproduzieren aus öffentlich zur verfügung stehenden anlagen. es geht nicht. es geht nur mit insiderkontakten. also du kommst nicht auf die rendite die die systematisch erreicht haben ohne insiderkontakte zu haben. Sodass also es ist nicht nur die sache dass unsere studenten aus dieser gruppe kommen und dann von diesem geld profitieren und dadurch selbst in die elite hineinrinnen sondern das gesamte system ist unmittelbar vernabelt mit nicht nur Wall Street insgesamt, sondern mit, der, mit dem harten Kern, also den Hedge Funds und Private Equity. Und Stanford noch extremer, in dem Sinne, dass die ja die Innovationsquelle von Silicon Valley sind. Das mhm. heißt, Google kommt ja aus Stanford. Das heißt also, die Uni selbst sitzt, gewissermaßen <laughs> ist die Wiege dieser Dynamik. Ich meine, das ist also wirklich eine vollkommen andere Vorstellung der Uni als eine gewöhnliche, Europä gewöhnliche europäische Uni, die jetzt die gewisserweise die Maschinerie einer Massenausbildung äh, bedient. Wenn jetzt mal quasi so die einen Schritt zurück gehst auf ja. einer abstrakten Ebene. Wenn Du hast das ja als Reproduktion der Elite beschrieben. Das ja. ist ja auch nicht nur Amerika, sondern in Amerika ist es extrem, Absolute in extrem. Großbritannien. Durchsichtig und potenziell durch Kapital. Ja. Was ist das? Also was bedeutet das für eine Demokratie? Du beschäftigst dich auch mit Demokratie und mhm. äh, Geschichte des Kapitalismus. Ist mhm. das eine gesunde äh, Struktur, eine, eine gesunde Art? Menschen auszubilden, eine Bevölkerung auszubilden, weil wir wir, ja. wir bilden uns ja ein, dass alle Menschen sind gleich. Und ja. äh, Bildung, Christian Lindner hat ja letztens auch noch mal gesagt, hier in der Bundespressekonferenz ja. zu mir, als ich über Armut geredet habe, hat er gesagt: Ja, für ihn gibt es nur einen einzigen Weg, Adam. Mhm. Einen einzigen Weg, mhm. aus der Armut rauszukommen. Mhm. Nicht Umverteilung. Das ist Bildung. Ja, Bildung, ja. Yeah. Warum haben Sie BAföG jetzt gestrichen? Wäre die Rückfrage. Ja, das äh, konnte ich nicht mehr fragen. Yeah. Aber äh, wenn diese Neoliberalen denken, okay, Bildung yeah. ist der einzige Weg, yeah. warum reproduziert sich dann die Elite ständig? Ja, weil die Bildungschancen ja, ja nicht, nicht unabhängig sind von der zugrunde liegenden Ungleichheitsstruktur, mhm. sondern alles, was wir wissen, selbst in Deutschland ist es ja auch wahr. Das ist ja an Menschen mit migrantischem Hintergrund in Deutschland besonders klar und nicht sogar nicht im Unisystem, wo sie sowieso eher selten auftauchen, sondern selbst in der Grundschule ist das ja mehr als sichtbar in Deutschland. In den PISA-Ergebnissen also Deutschland schlägt, schlägt ähm, schließt ja da so mittelmäßig ab, unter anderem weil die migrantische Bevölkerung mittlerweile einen so großen Anteil der Schulbevölkerung ausmacht und sie sehr sehr schlecht. Integriert werden und ausgebildet werden im deutschen System. Das heißt, die, die zugrunde liegende Ungleichheit wird da praktisch nicht ausgeglichen in Deutschland. Und ähm, das heißt also, die, das Bildungssystem sich als, also man muss sehr bewusst, und sehr systematisch und sehr skeptisch ansetzen, um das Bildungssystem umzufunktionieren um zu, zu einem wirklich transformativen Mittel. Wenn man es den Menschen selbst überlässt, und das unterschätzt man in Deutschland, weil man hier wirklich diesen Wettbewerb nicht kennt, aber wenn Sie in England schauen, in Frankreich, in Amerika, auch in Berlin, lasse ich mir sagen, unter, unter Eltern hier, mhm. äh, aber in China, Südkorea, Japan, die Familien arbeiten auf die Produktion der Ungleichheit hin. Mit massivem Einsatz, mit allen möglichen Mitteln, mit zusätzlicher Ausbildung für die Kinder, mit allen möglichen Extras, dumm und dran, in Amerika selbst mit Bestechung von irgendwelchen Uni-Verwaltern, Uni, ähm, äh, die, 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 die die Zulassung äh, machen. Das heißt also, die Gesellschaft ist ja ein System, die ist ja, nicht, die ist ja nicht passiv. Also Ungleichheit entsteht ja nicht, ist ja nicht nur Struktur, sondern wird ja ständig erneu erzeugt durch. Sagen wir mal, unternehmerisches Handeln der ne? Familien, mhm. die ihre Kinder lancieren. Also in anderen Teilen der Welt werden sie so gesehen. Ich weiß, dass in Deutschland nicht unbedingt üblich ist. Ja, Aber ja. überall, wo ich gelehrt habe, war das immer das Verständnis, dass das Kind in ein gewisser Weise Kultur, Kultur, ein kulturell ein Es ist ein Humankapitalprojekt. Ja, Human ja. ja wir, machen, wir machen hier im Grunde ein Venture Capital mit, mit, dem, mit dem Kind. <laughs> Absolut. Und, und, und die Frage ist nur, was ist die Unique Selling Point und wie entwickelt man das? Aber die Kinder müssen sich ja branden. Also buchstäblich für die Zulassung zum amerikanischen College muss jedes Kind sich branden. Es gibt ja Advisors dafür. Also wirklich, da wird systematisch gearbeitet an der Identität des Kindes, um, um hervorzustechen in, dieser, in, in, dieser, in, dieser, in diesem System. Das heißt. Was hat das mit Demokratie zu tun? Also wenn man realistisch ansetzt, muss man sagen, dass es Demokratien trotz dieser Ungleichheit gegeben hat. Hm. Dass alles das, was wir bisher unter Demokratie verstanden haben, wie reich im Anspruch gewisserweise darüber hinausschießt. Aber wir kennen keine Demokratie der Gleichheit. Gab es noch nicht. Wirklich, nirgends. Ich meine, früher, fällt mir jetzt gerade ein, früher hatten wir den Adel. Ja. Der Adel hatte legale äh, Pri Verabte, Privilegien, Privilegien und so weiter. Aber yeah. im Prinzip, wir sprechen heute zu, nicht mehr vom Adel, aber im Prinzip haben wir in Deutschland, Absol ja, wir, haben yeah. keine, wir haben keine Vermögensteuer. Yeah. Ähm, also wer reich ist, yeah. bleibt im Grunde die reich. Die Vermögensverteilung in Deutschland ist unglaublich extrem. Unglaublich, yeah. die Erbschaftssteuer yeah. ist so yeah. gering, yeah. Yeah. dass quasi äh, der Adel an yeah. seine eigenen. Sehr höflich, sehr unsichtbar, <laughs> aber absolut massiv und absolut präsent. Ja. Und wenn wir jetzt noch die Reproduktion yeah. der. Äh, aber was den Deutschen fehlen. Was diesen deutschen Familien fehlt, sind entsprechende Unis dazu. Während in Amerika mhm. die, diese Familien sich Unis geschaffen haben. Warum haben das unsere nicht geschaffen? Kannst du das ich meine, man hatte ja, Ich meine, das ist ja Dahrendorf-Story. Das sind ja diese interessanten Stories über die deutsche Modernisierung. Der deutsche Staat erfüllte früher diese Funktionen. Ja. Wie Cambridge auch und Oxford auch und wie die elite, elitären französischen Schulen das auch taten. Es war ja nicht so, dass der Durchschnittsdeutsche studierte im Kaiserreich mhm. oder in der Weimarer Republik oder in den 50er und 60er Jahren. Es war ja damals auch sehr elitär. Wenn man sich ansieht, wer da war. Natürlich offener in gewisser Weise als das britische oder amerikanische System, weniger klassenbezogen. Das haben Zeitgenossen auch bemerkt, dass das, der Grund, dass, das, dass, dass das der Fall war, dass das deutsche System offener war, auch für ausländische Studenten, unter anderem auch zum Beispiel mein Großvater, der hier studierte mhm. in, in, den, in den 30er Jahren. Das heißt, es war offener, aber die Strukturen der Ungleichheit waren da. Es ist eine, soweit ich weiß, und ich, ich, mir fehlt da ein bisschen der Einblick in die neuere Literatur zur Bundesrepublik, aber was, man, was, wir, was uns fehlt in unserem Narrativ zwischen uns beiden jetzt im Moment, ist gewisserweise die Entwicklung des deutschen Unisystems ab den 60er Jahren. Ja, meine, es gucken jetzt vielleicht ein paar adlige Eltern hier zu, die sagen, ja. Adam, erklär mir, was ich machen muss. Damit ja, dann bist du klar. Man geht in England auf die Schule <laughs> und dann geht man auf eine englische Uni oder eine amerikanische und man setzt. Das maximale Kapital ein. Wenn es möglich ist, sich Geld zu leihen, um es in die Bildung der Kinder zu investieren, sollte man es tun. Ich meine, es ist wie bei, wie bei den Unternehmen. Mhm. Also man spielt mit maximalem Einsatz. Das ist das Gegenteil der Schuldenbremse-Ideologie. Also wenn man für die Kinder gewisserweise eine hellere Zukunft bauen will, dann sollte man möglichst viel Geld leihen und es in ihre Ausbildung hineinstecken. Und wenn es möglich ist, wenn es gewisserweise einen Trichter gibt, in die ich 50.000 Euro hineinkippen kann im Jahr für die Ausbildung meines Kindes und ich habe die Mittel zur Verfügung oder ich bin kreditwürdig genug, sollte man das tun. Das ist, die, das ist die, die, die gegenteilige Vorstellung hier. Nicht einfach warten, bis der Staat den Kindern irgendwas bietet, was so durchgeht, sondern, nee, nee, möglichst in diese exklusivste Schiene hinein und mit möglichst viel Geld, weil das schafft ja die Exklusivität dann. Und ich meine, das tun ja, ich meine, ich habe ja in, ich hab viele Kinder des deutschen Adels in Cambridge und in. Yale und in Klamberg unterrichte ja. Namhafte, namenhafte Familien, die unter anderem zu mir kommen, weil ich deutsche Geschichte der entsprechenden Zeit unterrichte. Und ihre Vorfahren kommen in meinen Vorlesungen vor und dann sitzen sie gerne dabei. <laughs> ja, buchstäblich. Man kommt auf die offensichtlichen Namen. Ja, ich unterrichte deutsche Militärgeschichte. Ja, vielleicht reden wir gleich noch drüber. Aber ja. du hast ja gerade gesagt, wir haben quasi Demokratie trotz dieses Adels. Demokratie ist, ich meine, im starken ja. Sinne, es gibt ja zwei, mindestens zwei Begriffe der Demokratie. Das eine ist gewisserweise ein funktionales System mit, was Klar. weiß ich, Rechtsstaat und Wahlen und no, Pluralität. No, 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 no doubt. Aber ich, ich, ich rede ja davon, also hier bei ja. Jungen ich haben wir gelernt, Kapital ist auch Macht. Ja. Und äh, reiche Menschen ja. und besonders reiche ja. Menschen haben viel mehr Macht in einer ja. Demokratie als ärmere Menschen. Ja. Äh, jetzt hier hier bei junge Naiv. Äh, ja. Wenn wir eine Demokratie haben, Trotz dieses Adels, über den wir gerade gesprochen ja. haben, äh, ist das auch möglich ohne den Adel. Demokratie in diesem Sinne ist eine Gegenmacht. Der, der ursprüngliche Sinn der Demokratie, sagen wir mal im 19. Jahrhundert, ist ja als Gegenmacht gegen diese, gegen diese, gegen diese Privilegien, als Herausforderung. Ja, aber die, Privile die Privilegierten haben diese. Dieses Prinzip der Demokratie hat es auch quasi übernommen. Haben sie im Laufe des 19. Jahrhunderts. Gekapert. Und das ist eines der wirklich entscheidenden Momente in der Geschichte, wann ich meine, die erste Position ist eine Verweigerungsstory und man erschießt die Revolutionäre. Und dann, dann schließt man sich dem Faschismus an oder irgendwelchen anderen autoritären Optionen. Ja. Ist klar, das ist die simple Story. Die smarten Konservativen, wie die Briten zum Beispiel, die britischen Konservativen, merken irgendwann mal im Laufe des späten 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, dass das A ein verlorenes Spiel ist und dass B sie sowieso das demokratische Spiel mit ziemlich guten Gewinnchancen spielen können. Und das ist zum Beispiel auch das Bismarcksche Projekt. Bismarck war ja unter anderem auch für, die, für, für eine, also eine, die Ausweitung des Wahlrechts auf alle Männer. Unter anderem, weil er damit rechnete, dass man dadurch die Bauern gegen die fürchterlich bürgerlichen Liberalen ausspielen kann, weil die Bauern wählen dann für den Gutsherrn oder die, 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 die Gutsleute wählen dann für den Gutsherrn und dann ist ja alles gut. Die, die, die Vorstellung, dass gewisserweise. Pff, das ist, das ist der Punkt, wo diese zwei Demokratiebegriffe sich treffen. Mhm. Also wenn man Demokratie einfach nur als System begreift, dann können natürlich alle spielen. Klar. Und die von rechts und die konservativen und die elitären mit ihren Interessen haben natürlich sehr starke Karten. Mhm. Wenn man Demokratie gewisserweise als Gegenmacht denkt, dann ist das viel problematischer unter, also für Liberale, weil, weil damit natürlich zum Teil auch eine Begrenzung zum Beispiel der Eigentumsrechte mit einhergehen muss. Man muss bereit sein, mehrheitliche Prinzipien durchzusetzen gegen die Interessen von Minderheiten, von privilegierten Minderheiten zum Teil. Man muss sich überlegen, welche individuelle Rechte schützt man gegen die Mehrheit und welche nicht. Und unter anderem verstecken sich hinter der Rhetorik der Menschenrechte im späten 19. Jahrhundert Besitzansprüche. Das, was in diesem Moment geschützt werden muss, das menschliche Recht ist das menschliche Recht besitzt zu haben. Und in Amerika mittlerweile der Rechtsdiskurs ist, das menschliche Recht zu arbeiten gegen den Versuchen von Gewerkschaften zum Beispiel über Kollektivverträge. Das individuelle Recht im Moment eines Arbeitskampfes zu arbeiten in einem Moment des Arbeitskampfes muss die Gewerkschaft ja dieses individuelle Recht möglichst unterbinden man, man muss ja verhindern, dass die Streikbrecher dann in die Fabrik gehen und das wird dann unter dem Begriff der Rechte in den Südstaaten Amerikas wo das IRA zum Beispiel jetzt ausgegeben wird mhm. unter anderem in deutschen Fabriken, die dort situiert sind weil es dort keine Gewerkschaften gibt das heißt das sind right to Work States. Staaten, in denen das Recht zu arbeiten äh, geschützt ist, im Vergleich zu Detroit, wo die ehrwürdige UAW, die, die klassische IG Metall-Äquivalent äh, gewisserweise noch vorherrschend ist. Das heißt also, dieser Rechtsbegriff innerhalb der Demokratie kann ganz, ganz schillernd sein. Mhm. Ermächtigung, aber eben auch ein Schutz von Privilegien, die in Aber jetzt habe ich ja gefragt, ich mein, du hast gerade erklärt, dass der Adel quasi, zumindest in im Westen, sogenannten Westen Europa, Amerika, die Demokratie quasi gekapert hat, beziehungsweise die, die Instrumente der Demokratie gut benutzt, ist es trotzdem möglich, die Demokratie wieder, wieder gegen den Adel einzusetzen. Weil wir haben ja riesengroße Ungleichheitsprobleme. Wir ja. müssen ja irgendwie nicht nur wegen Klimawandel und so weiter. Mhm. Wir müssen da ran. Tendenziell kann man, denke ich, über die Demokratie sagen, dass sie zumindest diese Möglichkeit offen hält. Aber, also, wie, aber wie, wie kriegen wir das? Die hin? Demokratie ist, das ist ja strukturell unterdeterminiert. Also wenn Sie sich die französischen Theoretiker der Demokratie ansehen, vor und so, geht es ja tatsächlich darum, dass gewisserweise im Mittelpunkt, wo die Substanz der Souveränität sein sollte, also da liegt die Macht, da ist ein offener Raum. Und die Demokratie füllt diesen Raum in kontingenter Weise durch Prozedere verschiedener Formen. Und dadurch erreicht man dann gewisserweise eine Entscheidung darüber, was macht und was macht Zentrum ist. Das heißt, auf deine Frage geht das, kann man nur sagen, wenn das nicht mehr geht, können wir sagen, die Demokratie ist vorbei. Solange die Antwort auf deine Frage sein könnte, vielleicht, können wir sagen, die Demokratie ist in gewisser Weise noch offen. Aber wie, wie würde das gehen? Ich meine, es geht um Mehrheitbildung und zu einem. Es geht um die Mobilisierung von, von Mehrheiten. In Amerika geht es darum, überhaupt Wähler zu mobilisieren. Wir wissen, dass zum Beispiel äh, ärmere Menschen und prekär situierte Menschen tendenziell viel weniger wählen gehen. Es geht also um die Einbindung in, in die Politik. Es geht auch um die, eine Auseinandersetzung mit. Die äh, Diskursen von rechts zum Beispiel, die in recht erfolgreicher Weise Menschen in einer solchen Situation Anerkennung versprechen, hm. äh, den gegen zu argumentieren äh, ähm, und auf dieser Basis progressive Mehrheiten zu bauen. Ähm, ich meine, das ist gewisserweise nur die Frage nach der Politik von links, die du stellst. Und die, Antwort, die Antworten sind bekannt und manchmal greifen sie und manchmal greifen sie nicht. Sie haben einen schweren Stand, weil man gegen gut bewaffnete Feinde auch angeht. Und sie im amerikanischen System, zum Beispiel, verändern ja ständig das System um gewisser Weise Veränderungen. Sie sehen ja deine Taktik kommen und antworten darauf. Es ist wirklich ein Machtspiel. Das ist das, was Gramsci das den hegemonialen Kampf nennt. Und da gibt es keinen endgültigen Ausgang jedenfalls nicht bis zu was weiß ich irgendeiner endgültigen Klärung der Machtfrage mhm. und worum es geht ist dieser ständige Kampf auf mehreren verschiedenen Ebenen gleichzeitig Sei es ideologisch, um zum Beispiel einen Begriff wie Schuldenbremse herum, oder äh, tief in irgendwelchen Bürokratien drin sitzen die Sachen, die mich besonders interessieren, was weiß ich, Zentralbankpolitik. Wie kann es möglich sein, dass die Zentralbank bewusst eine höhere Arbeitslosigkeit ansteuert in einer Demokratie? Aber das gehört zum Kern, zur Kernlogik von Zentralbanken. Ich meine, das überhaupt mal offen zu denken, zu, zu legen und für demokratischen Diskurs. Das muss ich jetzt, jetzt kurz erklären. Ja. Ich, ich hole dich gleich wieder zurück. Ja. Aber erklär mal kurz, warum Zentralbanken für höhere Arbeitslosigkeit zuständig sind. Weil sie sich vorstellen, über höhere Arbeitslosigkeit die Inflation einzudämmen. Das heißt, das heißt den Druck im Arbeitsmarkt abzuschwächen, die Hitze etwas herauszunehmen. Da gibt es lauter Euphemismen, die verwendet werden. Dann gibt es noch die natürliche Arbeitslosigkeitrate, die Nero heißt es dann, Non, inflation, non Accelerating Inflation Rated Unemployment. Also die, der Arbeitslosigkeitgrad, zu dem sich die Inflation nicht beschleunigt. Aber das ist doch dann gut für, ich nenne es jetzt mal, den Unternehmer, der natürlich ja, dann einfach die, Pre es ist, die, die Löhne kann. Das ist eine Verteilungspolitik ha. und eine Entmachtungspolitik, die in äh, Preisstabilitätsvorstellungen hineingeschrieben werden. Überhaupt die Vorstellung, dass es nicht hinterfragt werden kann, dass wir insgesamt als Kollektiv ein Interesse an der, ein Interesse an der Preisstabilität haben. Was ja im Grunde eine 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 unter, man unterschreibt damit ja das Status Quo an nominellen Werten. Meine, all das könnte ja zur Debatte gestellt werden. Es gibt gute Gründe, wo man sagen könnte, nee 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 nee, okay, damit ist Schluss. Wir reden ja auch nicht über was weiß ich die Politik der Zahnärzte ständig. Mhm. Irgendwann man muss müssen die Zahne, Zähne repariert werden. Wir müssen da nicht endlich alles politisieren, aber das ist auch Teil dieser Debatte darüber, wo wird Ungleichheit, wo werden Machtgefälle in die Strukturen der Verfassung im weitesten Sinne eingebaut. Und das ist auch Teil dieser, dieser an, ständig laufenden Unterhaltung, Diskussion, Auseinandersetzung darüber, was, was, was verschoben werden kann und was nicht, was zur Debatte steht und was nicht. Jetzt habe ich aber wieder eine grundsätzliche Frage. Der Adel. Oder quasi die Elite sorgt, ja. sorgt für. Lass uns vom Adel wegkommen. Ich meine, wir sind ja, ja. glaube ich, nicht mehr in dieser ja, aber, Welt. Ja, aber ich, ich finde trotzdem, das ist ein schönes ja. Wort, um das besser zu illustrieren, weil ja. die Elite hört schon fast schon. Oh, okay, ähm, ich mein, ja, affirmativ. Ja, genau. ja. ja Elite, als da, wären sie wirklich super. Erstens das und ja. zweitens bilden sich Leute ein. Ich kann auch ja, zur Elite dazu, gehören, indem ja. Ja, ja. ich mich einfach anstrenge, aber das ist halt die absolute Ausnahme. Okay. Ja, ja. Ich, Adel ist dann irgendwie. Ja, ja, äh, ja ich, ich sehe es Aristokratie oder so. Genau, ja, genau. Ja, ja, ja. Sie sorgen für Ungleichheit, sie haben Institutionen, die die Ungleichheit quasi manifestieren. Du, Zentralbank hast du gerade als Beispiel ja. genannt. Aber die achten, achtet der Adel quasi darauf, dass es nicht zu ungleich wird, weil am Ende, Sie müssen ja eigentlich eine ja. Revolution vermeiden, oder? Also es, gibt, es, gibt, ich meine, es gibt tatsächlich einen Moment, ich könnte aus persönlicher Erfahrung erzählen, aber es gibt tatsächlich einen Moment, dokumentiert von Journalisten im Wahlkampf in Amerika 2020, Aha. als beiden ähm, Geld eintrieb von, 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 von äh, reichen New Yorkern in einem Hotel in New York indem er tatsächlich meinte, zu diesem Publikum, das wurde von mehreren Journalisten mitgeschrieben, Steinreiche, wirklich, Milliardäre, Milliardäre, alle im Raum. Okay. Und er meinte zu den Leuten, wir wissen doch alle, dass es so nicht weitergehen kann. Und ihr wisst doch, dass es zu Aufständen kommt, wie wir es jetzt bei Trump erlebt haben, und Gott weiß was. Und dann, Black, spricht, Black bei, 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 ja. dann spricht er tatsächlich das Revolutionswort aus. Und im Zimmer ist Stöhnen. Und dann meinte er, und ihr wisst, es muss ja wirklich nicht hart kommen. Ihr könnt euch das alle leisten, was wir machen müssen. Es geht nicht an die Substanz, ich verspreche es euch. Er sagt das buchstäblich. Wir machen hier eine Rebalancing. Und es ist in unser allem Interesse, dass wir das tun. Und deshalb sollt ihr mir jetzt Geld geben für die Wahl. Ich brauche, was weiß ich, 1,5 Milliarden, um Trump zu gewinnen. Und macht mit. Es, ich sage das buchstäblich, wir können das später in das YouTube, in, die, in ja. den Text hinein, ich erfinde das nicht, das wurde bei Bloomberg berichtet, das ist, und ich meine, seine Handler waren ziemlich empört, glaube ich, weil er dieses Wort Revolution gebraucht hat, aber, und ich meine, Biden ist ja ein alter Mann, wer, wer, Gott weiß, was bei ihm gerade im Gehirn da in diesem Moment los war, aber, dass diese... Befürchtung da ist, das, das kann ich aus, aus zig persönlichen Gesprächen mit, mit, mit Wall Street-Leuten und Family Offices und so aber, aber, aber trotzdem bestätigen. Geht, aber ja. trotzdem geht ja überall, nicht nur in Deutschland, in ja. Amerika, die, die Schere trotzdem immer noch weiter auseinander, obwohl die Reichen. Äh, in Amerika äh muss man sagen, dass das jetzt im Moment nicht der Fall ist. War es jetzt bei der Pandemie zum Beispiel nicht so, dass die Reichen äh, immer noch reicher geworden sind? Also in Deutschland war es so. Tendenziell, ich meine, die Reichen haben natürlich vom enormen Anstieg... Ähm, profitiert. Also die, 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 die Frage ist, ob wir über absolute Zahlen oder über Prozentsätze reden. So der Aus. Und wenn wir über Prozentsätze reden, dann ist es nicht wahr, dass relativ gesehen okay. die Unterschiede größer geworden sind. Aber ich meine, es ist in gewisser Weise zynisch, das zu sagen, denn die unteren 20% in Amerika, die verdienen ja 20.000 Dollar im Jahr. Mhm. Und wenn sie 15% dazu kommen, bekommen und die anderen oben 12%, dann, dann wird die gemessene Ungleichheit geringer. Aber, ja. <laughs> aber, aber was das de facto heißt, ist, dass die Menschen oben ein paar hunderttausend zusätzlich bekommen und die unten ein paar tausend dazu. Das heißt, ähm, die gemessene Ungleichheit schrumpft tatsächlich. Und was wir in den, in den allerletzten Jahren gesehen haben, ist, dass die, die Ungleichheit im Arbeitsmarkt tendenziell in Amerika in, in recht ähm, erstaunlicher Weise sich verengt hat. Nur das ist dann der Vergleich zwischen gewisserweise zwischen verschiedenen Sch äh, äh, Schattierungen nicht des Adels, sondern der, der unteren Schichten. Also die, die der eigentlich entscheidende Faktor ist ja das Vermögen, nicht das Einkommen. Und äh, an diesem das, zu rütteln das, ist das, wird man gerne vermixt. Ja, und es ist absolut Absolut unterschiedlich. Selbst ich meine, der, der, der klassische Fall davon ist natürlich Schweden, wo sie eine sehr, sehr gleiche Einkommensverteilung haben mhm. und unter europäischen Ländern eines der ungleichsten Vermögensverteilungen, die es gibt. Es gibt ja wirklich dort zwei, drei Familien, fast wie in einem zentralamerikanischen Staat, Wallenbergs unter anderem, die einen absolut fast monopolartigen oder oligopolartigen Stellung haben innerhalb der. Äh, Jedenfalls bis, bis vor, vor, vor kurzem innerhalb der, hm. der schwedischen Industrielandschaft. Ja, in, De in Deutschland haben wir auch, also genau, zwei absolut Familien absolut. Ja. besitzen so viel Privatvermögen ja. wie, also mehr, sogar ja. mehr Privatvermögen ja. als die unteren 42 Millionen Deutsch. Ja. Ja. Und ich meine, du hast ja gerade dieses Rebalancing von, ja. von beiden angesprochen und du meinst wahrscheinlich so ein bisschen höhere Steuern. Bisschen für höher Steuern, für für höhere Steuern, bessere Einkommen. Ich meine, was sie, was sie ernsthaft probiert haben, und das muss man ihnen auch zugutehalten, ist, ist in Amerika einen Sozialstaat zu bauen. Ich meine, was total fehlt in Amerika ist irgendein Mutterschutz. Also Mutterschaftsurlaub gibt es ja nicht. Es gibt ja keinen rechtlichen Anspruch dort, für schwangere Frauen Auszeit zu nehmen nach der Geburt ihres Kindes. Keine bezahlte Auszeit. Es ist also nicht nicht mal eine Woche. Es ist vollkommen aberwitzig. Und ähm, das wollten die beiden, das wollte die beiden Administration bauen, denn ich natürlich, das ist auch wiederum ein, ein Feld der Ungleichheit. Das ist ja intersectional. Das ist hier ja nicht nur eine Genderfrage, sondern es sind dann alleinstehende Frauen in schlechten, schlechter Arbeit oder eben ohne Arbeit, die am allermeisten leiden. Ich hatte in meiner Highschool damals eine, yeah. äh, eine Lehrerin, die hat bis zu eine Woche vor ihrem yeah. ihrer Geburt noch gearbeitet. Absolut, normal. Vollkommen bei bei normal. uns gehen drei vier yeah. Monate vorher die. Ja. Und, die Frauen und, in den Urlaub wären die besser, äh, besser gestellten Familien in, in netten Jobs in Wall Street, die, die bekommt dann von der Firma ah. bezahlten Urlaub, aber eben nicht mit rechtlichem Anspruch. Es ist vertraglich festgelegt jeweils. Und ich meine, das wollten die beiden Leute tatsächlich bauen. Aber das scheiterte woran? Und das ist so eine klassische Struktur tatsächlich an der Verfassung Amerikas, nämlich an den, dem Unterschied zwischen dem Senat und dem Unterhaus, weil das Unterhaus ja tatsächlich gewisserweise demokratisch repräsentativ ist, da werden ja auch die Sitze neu verteilt mit der Bevölkerung, mhm. während das Senat jeweils für jeden Bundesstaat zwei Senatoren hat, unabhängig von Größe. Das heißt, New York hat so viele wie Nebraska mhm. oder West Virginia. West Virginias Gesamtbevölkerung ist kleiner als die Bevölkerung von Brooklyn hat aber zwei Senatoren und einer davon ist ein erzkonservativer Joe Manchin und der wollte keinen Mutterschutz und nichts im Build Back Better haben. Also da und er ist absolut Lobbyist der, der, örtlichen, der örtlichen Industrieunternehmen und, und Businesses und Kohleunternehmen in West Virginia, so dass man dort sieht, wie selbst die bescheidenen Anstrengungen der beiden Administration, da einen Ausgleich zu schaffen, einfach konterkariert werden durch eine Verfassung, die wirklich unverändert aus dem 18. Jahrhundert und damals tatsächlich bewusst geschaffen wurde, um dieses Risiko der Demokratie zu bändigen, denn die waren sicher, ja, ich meine, das waren ja Sklavenhalter, das war ja wirklich eine Aust Aristokratie, das war ja eine planter-settler-colonial-Aristokratie, die aus England gekommen war, zum Teil buchstäblich britische Aristokraten, die in dieser neuen Verfassung, die sie gemacht haben, was ja ein Riesenwagnis war im 18. Jahrhundert, haben sie diese diese Sicherheiten eingebaut und die die Arbeiten immer noch. Die Constitution ist so eine Garantie gegen zu viel Demokratie. Ist eine eine es ist eine ist eine ist eine Garantie aus dem 18. Jahrhundert gegen die damalige das damalige Verständnis der Demokratie. Buchstäblich mittlerweile natürlich theologisch aufgeladen als die Erhellung der Menschheit durch mhm. die Weisheit der Founders mhm. und immer noch so zelebriert und in Universitäten also wirklich scholastisch Scholastisch diskutiert. Bei dir auch? Ja, absolut. In jeder Uni in Amerika gibt es, gibt es, eine, gibt es Lehrkurse dazu, in denen gewisserweise die Doktrinen der Verfassung und seinen fundamental, ich meine, nicht vollkommen anders als das deutsche Grundgesetz, nur eben viel tiefer eingeschrieben in das nationale Selbstverständnis und mit, mit, dem, mit dem Selbstverständnis des, also der Planterklasse des 18. Jahrhunderts und nicht die Geschichte von 1848, die das Frankfurter Parlament dann übersetzt in die deutsche Nachkriegszeit. Also eine sehr, sehr andere demokratische Geschichte. Man sollte ja Demokratien nicht unter mit man einem gewisserweise in ein Fass werfen. Das ist ja die Eitelkeit und Absurdität dieser, dieses beiden Projekts jetzt, die Allianz der Demokratien. Und mhm. Das ist ja wirklich ein Verstoß gegen die Intelligenz. Äh, nochmal zurück, du meinst ja, Biden meinte so, okay, wir müssen, um die Revolutionsvermeidung, so ein ja. bisschen Rebalancing, Rebalancing machen. Ja. Äh, das macht ja die Ampel hier in Deutschland ja nicht. Also da wird ja, also in Sachen Vermögen und so weiter, da wird ja nichts angefasst. Das hat Lindner ja. jetzt äh, vor ein paar Tagen auch nochmal wieder in der Bundespresse gesagt, das wird es nicht geben. Und Scholz und so weiter, die machen da gerne mit. Mhm. Aus Machtgründen wahrscheinlich eher. Mhm. Ähm, aber liegt das daran, dass er einfach noch nicht mal ein bisschen mehr von den Reißen, vom deutschen Adel sich holen, weil sie noch nicht, nicht so sehr die Befürchtung haben müssen wie in Amerika, dass die Revolution vor der Tür, Tür stehen könnte? Ich meine, im Grunde. Also muss es erst noch sch schlimmer werden in Deutschland, bevor ihr ein bisschen Rebalancing kommt? <laughs> aber ich meine, das ist ja dann, das kann man sich ja nicht wünschen. Also wenn man Nein. sich in die Situation Amerikas, ich meine, du, das weißt, Rebalancing, du weißt, was ich meine. Die, die, ja. Aber die, man wünscht sich ja nicht die Dynamik. Nein. Als solche, also das Rebalancing, man will ja nicht in diesem Ungleichgewichtsstatus sein, dass das dann verlangt. Das heißt, es könnte sein, dass das ein größeres Thema wäre in Deutschland, wenn der Sozialstaat hier nicht arbeiten, besser, so gut arbeiten würde, wie er es tut. Ich meine, so gut in dem Sinne, technischen Sinne. Also, was meine ich damit? Genie vor und Genie nach Umverteilung. Also, Genie ist der gewöhnliche Maßstab der Ungleichheit. Was wirklich faszinierend ist an Deutschland, ist, dass im letzten Vierteljahrhundert die Genie vor Umverteilung in Deutschland. Massiv angestiegen ist, fast schneller als in jedem anderen Industrieland. Die große Erweiterung des Genies in Großbritannien und Amerika findet ja 70er Jahre und 80er Jahre statt, bis hin noch in den 90ern. In Deutschland findet es nach Agenda 2010 statt, also in dieser Zeit danach. Hm. Das wirklich Erstaunliche ist, dass nach Umverteilung, nach Steuernabgaben und alles drum und dran, die, die, der Genie-Anstieg viel, viel geringer ist in Deutschland. Das heißt also, der Sozialstaat funktioniert immer noch, aber er stampelt halt wie verrückt und die Menschen, die in diesem System drinstecken, fühlen sich nicht, nicht umsonst ungeheuer prekär, weil sie genau wissen, ja. wie stark die Kluft ist zwischen der Situation vor Umverteilung und danach. Und das macht den Unterschied, dass die, die Situation in diesem Sinne in Deutschland, ich meine zum Beispiel, nehmen wir mal die Corona-Krise. Man hatte das Kurzarbeitssystem. Ich meine, ich will jetzt nicht in die Scholz-Propaganda einfallen. Aber trotzdem, dieses Kurzarbeitersystem schafft ja eine enorme Sicherheit für die Menschen. In dem Sinne, dass man seinen Job nicht verloren hat. Und wenn es wieder losgeht, bin ich wieder dabei. Mhm. In Amerika sind 16 bis 17 Millionen Menschen aus ihrer Stellung hinausgefallen. Sie hatten ja eine Arbeitslosigkeit von 15, 16 Prozent. Es gab ja Wochen wo drei, vier Millionen Menschen arbeitslos geworden sind. In einer Woche kam immer Donnerstagsmorgen, 8.30 Uhr, während meiner Therapie. Ich hatte das dann am Telefon, habe das die Therapie remote gemacht und alles wurde unterbrochen durch dieses Beepen, weil wieder dreieinhalb Millionen Menschen arbeitslos geworden waren. Das war wie zur großen Depressionszeit. Ich meine, darauf musste die, beiden, die, die Demokraten, als sie dann reinkamen, 21, mit dieser Mehrheit, also so der Hauch dünn, aber trotzdem eine Mehrheit. Sie müssten beweisen, dass sie regieren können und auf diese unmittelbare soziale Krise reagieren können. Ich meine, in eine solche Gefahrenlage, wo man gewisserweise den Sozialstaat immer wieder stricken muss, wirklich von Parlamentssitzung zu Parlamentssitzung wird das ja gemacht in Amerika, ich meine, das kann man sich beileibe, bei ich meine, selbst unter jedem Accelerationist sonstigen Gesichtspunkt ist das dann lieber. Diese Stillstandssituation, die man in Deutschland hat. Und ich meine, viel, also wirklich, Rawlsian Veil of Ignorance, wenn man nicht weiß, in welcher Gesellschaft man wo landet, muss man schon ziemlich risikofreundlich sein, um sich Amerika auszusuchen. Also man muss da wirklich sagen, okay, ich *Auf Fabonk. Ich meine, wenn ich oben lande, geht es mir natürlich prächtig. Aber in der unteren Hälfte wirst du nicht sein. Und also, das ist dieses. Ich meine, die. Aber das ist doch traurig. Meine, wir sind im 21. Jahrhundert. Wir, wir, wir denken, wir sind. Amerika ist das reichste Land der Welt. Deutschland. Ach, wir sagen das immer. Was heißt das? Ich meine, es hat ein großes. Es hat, ein, es ja, gut, hat eine große Volkswirtschaft. Sagen wir, das mächtigste Land der Welt. Und, und, ja. ist, und, und ist ziemlich Mächtig. reich für einige Menschen. Ja, genau. Ja, aber ich meine, Leben, was, was ist die Lebenserwartung mittlerweile? In West Virginia, wo der schöne Mannchen gewählt hat, ist die Lebenserwartung auf der Höhe von Nordkorea. What? Nordkorea. Die 1,8 äh, stolzen Bürger vom Bundesstaat West Virginia haben eine Lebenserwartung auf der gleichen Höhe von, von, West, von Nordkorea. Schwarze Männer in Amerika haben zurzeit bei Geburt die gleiche Lebenserwartung etwas geringer als schwarze Männer, die in Ruanda geboren worden werden. Kein Scherz. Aber war, war nicht immer so. China hat Amerikas Lebenserwartung gerade überholt. Aber war das westliche Narrativ quasi Kapitalismus, freie Marktwirtschaft und so weiter, waren das nicht immer okay, Unsere Menschen geht es besser, die leben länger, guckt ihr mal in den Osten und die. Das ist einfach nicht wahr im amerikanischen Fall, wenn, weil das Gesundheitssystem dort, äh, die Ungleichheit, eine ganze Reihe von Faktoren spielen da rein, unter anderem die berühmten Deaths of Despair, die Leute bringen sich ja um, nicht direkt durch Suizid, obwohl auch das. Ähm, aber durch, ich meine, die 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 diese Opioid Epidemie, die dort grassiert, ist ja wahnsinnig. Also das greift in praktisch alle Familien in diesen Staaten hinein. Das ist das ist eine, also eine unfassbare Belastung für die Gesellschaft in diesen in Kentucky, Tennessee, also dieser dieser Teil. Und ähm, das, was man in San Francisco oder LA erleben kann an Armut und Dysfunktionalität, das, also das ist für europäische Sch Begriffe sehr sehr schwer zu übersetzen es gibt mittlerweile keinen einzigen Bundesstaat in Amerika man möchte denken dass das hat alles mit New Mexico und Reservaten zu tun ist es nicht es gibt keinen Bundesstaat in Amerika es also sind selbst die reichsten ostküstenbundesstaaten, deren Lebenswartung heranreicht an die reicheren westeuropäischen Staaten innerhalb der EU kein einzigen Bundesstaat also die, und die, am unteren Ende sind wir bei Bulgarien Albanien, und wie gesagt, West Virginia auf dem Niveau von Nordkorea. Aber wo soll das enden? Ich meine, das ist diese Frage nach dem Schluss. Nee, Und nee, nee. nee, nee aber ich das mein, geht so weiter. Das war vermutlich immer so. Das ist ein resilientes System. Das ist Also diese, diese Ungleichheit ist ja nicht nur einfach irgendwie so eine nee, ich, strukturelle Fahrt, sondern die wird immer wieder weiter gebaut denn, von denn, Menschen, die sich dann auch schützen. Dann reformuliere ich das. Also ja. kann das irgendwann enden, dass wir... Äh, ein Ende der amerikanischen Demokratie erleben. Egal wie, wie das ist ja das, ist ja das äh, Thema. Es wenn, also wenn so gibt, ja. gibt, gibt ja, ja. Horkheimer, ja. der sagt, irgendwie, wer, äh, vom, äh, wer vom Faschismus spricht, der vom Kapitalismus ja. nicht träumen. Ja. Das Urland des Kapitalismus. Nee, aber ich meine, die, die wenn, wenn die Demokraten so über ihre Situation reden, und sie tun es ja ganz offen, ja. dass die amerikanische Demokratie in Gefahr ist, das ist, das ist jetzt nicht Wahlfang oder so, sondern es entspricht tatsächlich ihre Durchaus berechtigte Einschätzung der Lage dort. Also die Strategie der Republikaner setzt auf eine Umbildung der amerikanischen Verfassung und des Wahlrechts hin zu einem System, das mehr dem des 19. Jahrhunderts ähnelt. Das ist das Programm. Möglichst ausschließen. Funktioniert zwar. Aber nicht. im 19. Jahrhundert war Sklaverei noch. Ja. Ich meine, sagen wir mal die Zeit zwischen 1870 und 1900. Also, also, post also nicht ohne weiteres ist Reconstruction, also diese Phase, wo die Folge des Bürgerkrieges umkämpft wurde im Süden, so sehr in der Debatte in Amerika. Es geht ja unter anderem darüber. Also diese unvollendete Revolution des 19. Jahrhunderts jetzt endlich. Und ich meine, das ist ein Hope against Hope. Also wirklich. Warum jemand glaubt, dass das möglich ist, ist nicht klar. Aber das gehört eben auch zu dieser fortwährenden Diskussion über die Identität Amerikas. Wir haben ja, meine Generation von Historikern Deutschlands, sprachen ja endlos über den deutschen Sonderweg. Und aus gutem Grund. Es bezog sich ja Erster Weltkrieg, Nationalsozialismus, Spaltung. Aber. Wer nicht meint, also wer nicht, wer, wer nicht vom Sonderweg reden will, der sollte, du meintest Hochheim. also wer nicht vom Sonderweg reden will, der sollte nicht über amerikanische Geschichte reden. Also, das, das Ganze ist also nicht anders zu erklären. Es ist eine Gesellschaft, die mit einer solchen Gewalt- und Diskriminierungs- und Ungleichheitsdynamik aus dem 19. Jahrhundert in das 20. hineinstolpert und dann weiter in das 21. Jahrhundert. Ich meine, ich, ich wollte am Ende eigentlich drüber reden, wenn ja. wir noch Zeit hatten, aber jetzt sind okay. wir einfach gerade dabei. Ich meine, jetzt wenn wir von der militärischen Ebene auch noch reden, wir reden über das American Empire. Das, ja, ist, ja. Der, das ist die Supermacht in dem, ja. auf der Welt, auch immer ja. noch. Das diese ist der, Gesellschaft, ja. Diese Gesellschaft ist der Hegemon ja. äh, auf dem ähm, Planeten. Und man gibt ja immer so einen Spruch, every Empire falls. Aha. Äh, du kannst ja gleich sagen, vielleicht, vielleicht die, die Amerikaner könnten die Ausnahme sein, aber in der Regel, wenn ähm, Weltreiche zusammenbrechen. Dann bricht es aus äh, innenpolitischen Gründen hm. zusammen. Und ist die Angst berechtigt, da können wir ja auch auf China dann irgendwie äh, ja. gucken, ist die Angst berechtigt, dass das dann irgendwie gewaltsam enden könnte? Ich Weil meine, die Amerikaner reden sehr viel selbst darüber. Ich meine, sie reden ja viel über Bürgerkrieg, das ist ja auf beiden Seiten mittlerweile ein Topos, vor allem auf der rechten. Das ist ja dieses Boogaloo-Zeug, das ist ja alles nur so eine Geheimsprache über einen kommenden Bürgerkrieg. Boogaloo? Boogaloo, das hat irgendwie, das ist so ein Wortspiel mit irgendeiner Science-Fiction-Story <laughs> über einen kommenden amerikanischen Bürgerkrieg. Und das ist so ein Code unter diesen Leuten, die alle, wenn sie so reden, und dann gibt es diese Outfits, die sie tragen. Diese, diese Sachen, diese school outfits am 6. Januar yeah. waren ja auch zum Teil, das war ein Messaging, ein komplexes Messaging unter den Leuten. Nicht nur verrückt, sondern huh. das ist so, so ein Code. Und ähm, das ist auf der einen Seite, aber wenn Sie zum Beispiel die Atlantik, also diese hochelitäre Establishment-Zeitschrift, äh, Monatszeitschrift lesen, die reden ständig über den über Bürgerkrieg ähm, als Thema. Ich meine, das sitzt ja auch in der amerikanischen Erfahrung. Der, der, der fürchterlichste Krieg, der in Amerika jemals geführt hat, ist ja ein Bürgerkrieg, nicht seine äußeren Kriege, sondern der, der Krieg mit sich selbst. Ähm, tendenziell, ich meine, aber man kommt dann zu solchen Aussagen. Tendenziell halte ich das für unwahrscheinlich. <laughs> Man sagt das. Die, die Analysten teilen sich über diese Frage <laughs> tatsächlich. Nee, ersthaft. Ich meine, bist du tendenziell eher einer von den Apokalyptikern oder nicht? Ist mittlerweile eine Frage. Ja, ähm, das ist ja für den Rest der Welt dann auch ja, super, äh, super meine, gefährlich, wenn quasi die größte ja, Militärmacht der aber Welt man hat. Das 2020 hat. erlebt. Also wegen den Reiseverboten damals gab es ja keine Europäer, die da waren. Ja. Aber wir haben tatsächlich in einem Zustand des verfassungsrechtlichen Unsicherheit gelebt. Es war nicht klar, dass die Republikaner unter Mitch McConnell den Wahlausgang anerkennen. Das haben sie als Einsatz benutzt in Verhandlungen mit den Demokraten. Die Anerkennung des rechnerischen Ergebnisses. Ich meine, das ist Und wir wissen, dass die Militärführung unter Milley, der jetzt bei Biden auch noch drin sitzt, sich unabhängig machte vom Weißen Haus und no. direkte Verbindung aufgenommen hat zu den Chinesen, zu sagen: Okay, es kann sein, dass hier ein paar Mixed Signals kommen, aber nehmt es nicht ernst, Leute, wir führen jetzt nicht gegen euch Krieg. Nur dass ihr wisst, so wie wir im Klaren sind. Ist immer, bei, bei anderen Staaten sagen wir immer, hinter wem steht das Militär? Ja, ja. Nein, nein, tatsächlich. Und die Antwort ist, und Trump hatte ja auch recht, der Deep, Deep State stand nicht hinter ihm, ja. hinter ihm. Und er hatte sich mit ihnen. Zum ja, Glück. Ja, ja, aber ich meine, das ist das Problem. Also wenn die Liberalen sich aber jetzt darauf verlassen, dass das Militär nicht auf Seiten deines Feindes ist, ich meine, wo sind wir da gelandet? Das ist ja dann nicht die nicht Demokratie als Gegenmacht, sondern Demokratie irgendwie als Pfand, dass wir hoffen, von irgendwelchen liberalen und gut ausgebildeten Militärs schön aufbewahrt wird, bis wir, wir das sagen können, okay, jetzt sind wieder die Vernünftigen dran und jetzt können wir wieder regieren. Das ist kein Coup, aber es ist eine Aushebelung des gewöhnlich liberalen Verständnisses der zivilen Dominanz. In diesem Moment entpuppte sich das gewisserweise und das ist ja nicht... Ich meine, es entpuppte sich als Illusion. Ich meine, Hitler war ja auch Zivilist. Ähm, hm. Die liberale These, dass im Grunde dem Militärs nicht getraut werden darf und dass die Zivilisten deshalb regieren sollten, klingt schön. Und im durchschnittlichen Fall ist das keine schlechte Idee. Aber in solchen Momenten, die Atlantik, diese gleiche Zeitschrift, die ständig über Bürgerkrieg spricht, konnte nicht genug Interviews führen mit diesen Militärs, mit princeton -Doktor, ausbildung ich, ich, ich bilde sie auch aus, unter anderem in Columbia. Und ich, es gab Momente vor zwei Jahren, wo nach Afghanistan, also nach Bidens Rückzug auf Afghanistan, als einer von diesen Studenten zu mir kam und sagte, Herr Professor Toos, unterschätzen Sie nicht, unterschätzen Sie nicht die Stimmung und den Stimmungumschwung unter mir und meinen Kameraden. Ich will es Ihnen, Ihnen nur sagen, dass Sie wissen. Ich mache diese Vorlesung über Militärgeschichte, über deutsche Militärgeschichte, über diese Frage der Militärmacht. Sitzen viele Soldaten und Ex-Soldaten mit drin. Und wir, haben, wir bilden ja, Columbia bildet 300, 350 plus aus im Jahr. Mhm. Und er wollte, er wollte mir sagen, dass dort untergründig, also wirklich aufgrund der, der Erniedrigung, als die, der Rückzug aus Afghanistan empfunden wurde und das Chaos damals. Er wollte mir sagen, dass die, die Stimmung in der Truppe also wirklich dermaßen schlecht ist, dass man nicht, nicht auf die zählen kann. Ich meine, das ist dann auch Teil dieses Spiels. Auf wen kannst du zählen und auf wen nicht? Und ähm, da, ich meine, es geht in die Tiefen. Es geht wirklich in die. Für mich ist die konterfaktische Frage immer, und das war auch explizit bei den Demokraten die Frage: Was ist, wenn Sanders jetzt die Nominierung bekommt? <laughs> Denn Biden ist klar, wo alles dann langläuft. Ja. Sanders, denke ich, dass die Frage offen gewesen wäre, wie, wie sich die Mächte dort koordiniert hätten. Und ich, ich will nicht, ich meine, ich, ich denke, die Frage ist tatsächlich offen und sie wird nie beantwortet werden können, denn die Demokraten wollten es nicht darauf ankommen lassen und haben sich wohlweislich für die konservativst mögliche Kombination aus Biden und Harris entschieden, weil sie eben dieses Wagnis auch untereinander nicht eingehen wollen. Also, das, das heißt wirklich in Demokratie, im in der Kontingenz der Geschichte auch ausleben. Es ist ungeheuer stressig. Was kann der Rest der Welt jetzt einfach nur quasi unbeteiligt zugucken, weil ich, aber, weißt du, ich meine. Nee, die Lehre, ich meine, die Lehre hat Merkel ja auch datiert. Die offensichtliche Lehre ist, Europa sollte, ich meine, das Problem ist jetzt Ukraine, aber Europa sollte nicht auf Amerika zählen. Das sagen ja auch die Amerikaner ständig. Die Amerikaner sagen den Europäern, bitte tut mehr, selbst, für euch. Wir sind überfordert. Wir haben viel am Laufen. China ist uns wichtig. Der Rest ist nicht so sehr wichtig. Putin macht jetzt viel Terzen. Muss, man muss darauf reagieren. Aber Biden hat ja sehr klar gemacht, was seine Prioritäten sind auf dem NATO-Gipfel. Ähm, aber Leute, tut doch was, um euch selbst zu unterstützen. Und natürlich wollen wir, das, dass ja, ihr unsere Waffen kauft. Das ist uns ja, natürlich ja. lieber. Aber bitte, schön. Ja, aber aber, macht doch die, aber was. Die, die wollen jetzt keine, sage ich jetzt mal, europäische militärische Souveränität. Oder? Mal sehen. Wie mal? Ich meine, wenn jemand interessiert <laughs> wäre, das zu probieren, das wäre ein Angebot an Washington, über das Washington bestimmt gerne verhandeln würde. Aber wenn es so weit kommen würde, das wäre ja eine ganz neue Situation. Du, du hast letztens, äh, letztes Jahr in den Blättern für, äh, für deutsche und mhm. internationale Politik geschrieben, hier, größer Albrecht von Lucke, äh, dein letzter Satz. Im Angesicht von Putins Angriff ist die NATO die wesentliche erste Verteidigungslinie. Aber wenn es um die Zukunft geht, ist sie bestenfalls eine Teillösung, sehr wahrscheinlich eine Ablenkung und schlimmstenfalls eine historische Sackgasse. Mhm. Was meinst du mit historischer Sackgasse? In dem Sinne, dass man sich gewisserweise auf die Fortsetzung der Geschichte des 20. Jahrhunderts und des Ersten Kalten Krieges verlässt, obwohl die Prioritäten für Amerika mittlerweile ganz anders gesetzt sind. Und eine Frage ist natürlich, ob NATO sich in Richtung China, in Richtung nicht China, sondern Indopazifik, öffnet, gegenüber diesem Theater dann, also Militärtheater dann auch aktiv wird, hm. was Amerikaner natürlich gerne hätten. Ähm, Europäer ähnlich so. Es äh, hängt ein bisschen davon ab. Ähm, gab ja da, es gab ja da ganz eine Reihe von bizarren Möglichkeiten. Das Baltikum unter anderem will ja Aufmerksamkeit auf sich lenken und, und ist deshalb relativ aktiv geworden. Ich meine, das Baltikum in, in Richtung auf China ähm, aber nee, darauf, darauf wollte ich, ich hinaus, dass, ähm, dass man nicht... Es ist schwer zu übertreiben, inwieweit die amerikanische strategische Ausrichtung in praktisch allen Gebieten der Macht jetzt auf China, wie, wie sehr diese Ausrichtung auf China fokussiert ist. Das ist wirklich das, das Alpha und Omega, da, darum dreht sich alles. Und auch, ich meine, es geht ja dort um die große Geschichte, es geht um die Zukunft, es geht um deine Frage nach... Der Zukunft von Imperien, die werden, die denken auch so in diesen, diesen ja, aber, aber, ausufernden Kategorien. Aber, aber, aber denken die so, dass sie der Hegemon bleiben wollen? Ja, und absolut. die einzige Supermacht. Meine, man könnte ja, ja auch, man könnte auch sagen: nein. hör zu, äh, wir machen so Koexistenz äh, und alles, alles cool. Nein, Sie denken über Hegemonie. Das ist Ihr einziges Modell. Haben Sie auch die, 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 die Hegemonie ist alternativlos. Im Grunde ist die Hegemonie für Sie alternativlos. Aber das ist doch gefährlich. Ja. Absolut, ja. Wenn, ich meine, sie, sie ist gefährlich, wenn die Chinesen sie herausfordern wollen. Ich, ich, es ist gefährlich, ja. wenn die Amerikaner sie nicht behaupten können. Es ist, es ist eine ein Hybris auf ihrer Seite angesichts ihrer, ihrer Zustände zu Hause und insgesamt der welthistorischen Entwicklung. Sie haben ein fundamentales Problem mit der Multipolarität. Abgesehen von der China-Frage, insgesamt von der Multipolarität. Ich meine, sie kommen zum Beispiel mit Brasilien überhaupt nicht mehr klar. der <laughs> ähm, Multipolarität äh, promoten quasi alle anderen. Genau. Für Deutschland ist Multipolarität ja die Lösung. Was heißt, was heißt De-Risking anders als mit China weiter, aber nebenbei auch noch mit Mercosur und sonst möglich klar. vielen anderen? Während das für Amerika die, die Frage die, ist: die, Blockbildung. Die, wie sagt man, Eier in verschiedene Körbe. Ja, genau. Das ist die Idee. Risiko, <laughs> Risiko streuen. Und, und, ähm, und, und ich meine, das ist ja auch das, ich, Europa gehört ja zum multipolar dazu, Europa ist ja Teil der Multipolarität. Ist ja in, innerhalb Europas zunehmend multipolar, muss man ja auch sagen. Polen zum Beispiel als Machtfaktor jetzt. Hm. Ähm, aber für Amerika ist es natürlich eine, eine riesen Herausforderung, multipolare Politik zu betreiben. G20 war gewisserweise das Provisorium, das Bush... <laughs> erstaunlicherweise ich meine zuerst Summers und die, die Clinton Administration Ende der 90er Jahre nach der Asienkrise dachten sie oh Scheiße wir brauchen einen größeren Rahmen mit dem IWF geht das nicht alleine also wir brauchen einen Legitimitätsrahmen für das was das IWF macht sie setzen sich hin hm. ein deutscher Kollege mit Geithner und Summers und sie arbeiten die Liste der Länder durch und haben irgendwelche Kriterien angesetzt und kamen auf 20 wollten auf 20 raus und kamen dann auf diese Liste der Reihe nach haben sie die Länder aufgezählt und irgendwie da reingemacht. Ein paar afrikanische Staaten müssten dabei sein, aber eben im Grunde ist es nur Südafrika. Ich, so, so ist es geht nicht. G20 dann. Damit. Genau, kam das G20 dabei raus. <laughs> und das funktionierte dann auch tatsächlich als Legitimationssystem für 2008, 2009, den Rettungsaktionen damals. Man hat ja da, Das Entscheidende ist, man hat das IWF mit mehr Kapital ausgerüstet, mit mehr Mitteln, sodass das IWF dann gewisserweise globale Rollen erfüllen kann. Amerika schubste, alle anderen folgten und das war dann die Ausübung der Hegemonie auf dieser Basis. Aber das geht natürlich mittlerweile überhaupt nicht mehr. Jetzt ziehen sie sich auf die G7 zurück und dann auf kleinere Gruppierungen, die Quad und Orkus und all diese, all diese neuen Geometrien. Aber ähm, im Grunde geht es ihnen wirklich um diese ja, um Allianzbildung, um Blockbildung, um Abgrenzung gegenüber China. Nicht um Multipolarität als solche. Und da liegt tatsächlich ich habe ja ich habe was weiß ich Janet Yellen zum Beispiel man sieht sich die 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 Tauben also die, also die Menschen ja die Tauben, genau ja. die Treasury Secretary man sieht in der Biden Administration sind sind die sind die Tauben in, in das, in, im Grunde die bezeichnendsten weil weil man bei ihnen die Anstrengung sieht sich irgendwie da rauszureden denn ich meine das sind vernünftige liberale Menschen man kann gut mit ihnen essen gehen sind <laughs> super smart ich wir möchte sagen genau wie wir in gewisser Weise sehr europäisch orientiert machen in Europa ständig Urlaub mhm. Ihre Kinder wollen, wollen in, in Kreuzberg und, was weiß ich, in Berlin leben. Und was sie nicht offen sagen wollen, ist, wir behaupten die, Wel die Weltherrschaft und die Hegemonie für immer. Das wollen sie nicht sagen, denn sie wissen, das klingt unvernünftig. Also kannst du mit ihnen dich unterhalten. Und sie, du fragst sie, okay... Ja, der König muss nie sagen, dass er der König ja, ist. Ja, ne? aber, aber man fragt sie, okay, äh, äh, verstehe ich dich richtig? Du hast Ach. nichts gegen das Wachstum und die breite Entwicklung... Dann von der chinesischen Gesellschaft. Und sie sagen, absolut nicht. Prima, bin total dafür, wie könnte ich dagegen sein? Mhm. Und dann fragst du sie, aber gehe ich richtig in der Annahme, dass, dass du nicht tatenlos zusehen kannst, wie China eine massive Kompetenz in entscheidenden strategischen Sektoren der Wirtschaft entwickelt? Sie meinen, ja, das wäre ja vollkommen unvernünftig. <laughs> Dazu kann ich ja überhaupt nicht stehen. Ich meine, ich wäre verantwortungslos gegenüber dem amerikanischen Volk und unserer geschichtlichen Mission. Und dann fragst du zurück und du sagst: Okay, du bist für chinesischen Wirtschaftswachstum und Entwicklung, aber nur nicht in allen entscheidenden Bereichen. Und dann sagen sie: Ja, genau, genau, das, dafür bin ich. Das ist absolut mein Angebot. Und dann Sullivan hat es dann ausformuliert: einen kleinen Garten mit hohen, hohen Zäunen. Das ist buchstäblich so ein niedliches Bild. A small yard with high walls. Yellen war dort und meinte unverfroren zu den Chinesen, all das, was wir machen jetzt mit diesen, mit diesen Sanktionen gegen Huawei und den Chipbereich, tangiert ja die chinesische wirtschaftliche Entwicklung gar nicht. Wir, wir, wir machen das ja ganz dosiert, das ist ja sehr beschränkt, das, was wir machen. Wir schützen nur unsere hm. Sicherheitsinteressen. Und sie erwartete, dass man das irgendwie ernst nimmt. Obwohl sie Huawei, Huawei war der viertgrößte private. Uh, uh, Investor in Forschung und Entwicklung in der gesamten Welt. Huawei, also wirklich mhm. Kronjuwel der chinesischen Wirtschaft, mhm. die haben das, die haben das wie mit Drohnen bombardiert. Ich meine, <laughs> sie haben diese Firma zerlegt. Sie haben die die Tochter des Firmenführers ins in, ins Knast jagen wollen. Ich meine, sie sie, sie haben sie haben an, an gesamteuropa Europa gegen Huawei mobilisiert. Es, es ist unglaublich und und ich meine, man kann sagen, Huawei stellt eine Sicherheitsbedrohung äh, äh, dar. Kann sein, die britischen Geheimdienste haben endlos gesucht und nichts gefunden. Huawei Software ist einfach voll mit Löchern, können alle ausnutzen, scheint es. Die Amerikaner genauso wie die Chinesen auch. Ist einfach nicht sehr sicher. Hm. Ähm, aber der Punkt ist doch, man kann ja nicht sagen, dass eine solche Maßnahme harmlos ist. Man kann viel dazu sagen. Aber was, die, was, die, was ihnen in gewisser Weise nicht gelingt, ist zu sagen: Ja, wir führen jetzt Wirtschaftskrieg. Ja, tatsächlich, wir machen damit ernst. Das ist jetzt bitter und hart, und es kommt jetzt hart, aber es wird nicht gut für euch. Aber wir setzen jetzt alle unsere Kräfte ein, um euch zu stoppen in all diesen Bereichen. Und das ist unser erklärtes Ziel. Und das Interesse ist, Amerikas Macht zu sichern. Warum? Weil wir die weltführende Demokratie sind und wir erfüllen damit die Mission des Fortschrittes. Die geschichtliche Mission. Die geschichtliche Mission, absolut. Also, so Manifest Destiny. Ja, Manifest Destiny, wenn man nur ein ganz wenig kratzt, sagen sie: Ja, ja, Adam, du weißt doch, aber letztendlich sind wir doch auf der Seite des Guten. Du verstehst, das ist doch. Sie sagen das, ich, denn ich sitze immer fassungslos dabei und versuche irgendwie zu verstehen. Aber sie, sie meinen, aber wir sind uns doch alle einig, dass wir auf der, auf der guten Seite sind. Ich weiß nicht, ob du irgendwann mal Missionare oder so gesehen hast. Also ja. Oder irgendwie erlebt hast in, in anderen Ländern und so weiter. Wo, oder keine Ahnung, so ja. ähm, Zeugen Jehovas oder ja, so, ja. Weiter. so. So hört sich das eigentlich an. Ja. ich meine. Nein, ich meine, das kann man ja nicht. Das ist ja meine, das, das ist Teil davon. Ich meine, das ist ja eine historische Rolle, die sie spielen. Die sind ja nicht verrückt. Sie spielen wirklich nur tatsächlich die Rolle. Sie spielen das. Ich meine, in dem Sinne, dass sie, dass sie sich hineinsteigern. Das sind ja historische Charaktere. Ja. Und also, ich habe buchstäblich zugehört, wie Jake Sullivan besprochen hat mit einer Gruppe von Influencern, ob er sich mehr mit dem jüngeren oder dem älteren George Kennen identifiziert. Ich meine, das in diesem Sinne, dass sie Rollen spielen. Sie kommen ja aus diesen Eliteschulen äh, mhm. und Jake Sullivan ist ja eng mit Yale verbunden und ähm, sie haben dort das gewisserweise das Gedankengut, wie bei Treitschke damals im, im wilhelminischen Deutschland, sie haben das Gedankengut gewisserweise des amerikanischen Staatsmacht gelernt und das leben sie jetzt aus, das ist ja, das ist die Erfüllung ihres Lebens und da, das ist nicht gewisserweise jetzt irgendwie ein, ein Nach oder ein Analog zu Missionaren. Das ist zeitgleich mit dem Miss, Missioni, mit der Mission entstanden. Ich meine, das sind historisch gleiche. Das ist nicht irgendwie jetzt ein Schatten dessen, das ist das. Das ist genau das, was sie sind. Wie ist das, um jetzt den Kreis zu schließen, zu deiner Uni, wird ja. dort auch die Hegemonie der Amerikaner. Unhinterfragt. Es kommt darauf äh, an, mit wem man spricht. Es gibt oder, Kollegen, mit denen man. Meine, du, du, du plädierst auch mal für eine Multiplurale. <laughs> Welt, absolut, weil ja. Und ich gelte als China-Freund so. und muss mich erklären, warum ich nicht glaube, dass die chinesische Gesellschaft auf eine absolut fundamentale Krise unweigerlich zusteuert. Denn das gehört ja zum Bien-Pensant, dass man dass man die Krisentendenzen Chinas erhält und dann gewisserweise an ihnen festhält, um ja. sich zu überzeugen, dass letztendlich das sich zum Guten wendet. Ich will ja nicht ausschließen, es ist klar, dass China mittlerweile mit großen Strukturproblemen zu kämpfen hat, aber es geht ja nicht nur um die Diagnose, es geht tatsächlich um das Narrativ, in dem das angesiedelt ist. Und ich habe viele Kollegen, die, sehr die, die sehr, äh, denen es sehr daran liegt, der Reihe nach gewisserweise diese... Punkte aufzuzählen. Aber ich meine, ich, Anne Brantford ist meine Kollegin und sie hat dieses Buch zum Brussels-Effekt Brussels -Effekt geschrieben. Das heißt, es gibt natürlich auch das Pendant auf EU-Seite, mhm. die sagt, also die Berufung Europas ist gewisserweise Rechtsstaat und Regulierungswesen und Standards zu setzen und darin liegt die historische Macht Europas. Man kann sich ja auch durchaus damit identifizieren. Ich will das ja nicht ich will nicht sagen, die Leute spinnen irgendwie, weil, weil sie in einem solchen Narrativ sich hineinsteigern. Ich, ich glaube nur nicht, dass ihr Narrativ greift. Aber die, die Einsätze in diesen Unis sind recht hoch in diesem Sinne. Deshalb auch dann diese massiven Spannungen um die Culture Wars herum. Ich meine, die Leute bilden sich ja alle ein, dass es wirklich um sehr wichtige Dinge geht dort. Dort wird die Zukunft der amerikanischen Gesellschaft, Rassengleichheit, Gender, was weiß ich, entschieden. Das ist alles, alles ganz, ganz wichtig. Oder eben die Machtstrategien des amerikanischen Staates werden dort ausbuchstabiert. Es gibt ja einen ungeheuren Elitenzirkulation. Deshalb, ich, für mich sehr erstaunlich, ich, ich finde mich in diesen diskursiven Dis äh, Zusammenhängen wieder. Und ähm, da wird viel mit diesen... Mit diesen großen Narrativen auf, 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 auf jeder Seite. Ich meine, der, der Marxismus zum Beispiel ist ja auch an amerikanischen Unis viel prominenter und angesehener. Ich meine, Verso ist ja gewisserweise Schaltstelle dieser, dieser ganzen Diskussion mhm. in, in, in der englisch sprechenden Welt. Und es gibt mehr Unikurse mit Verso-Titeln in Amerika als vermutlich sonst irgendwo in der Welt. Ähm, das heißt also, der die, und ich meine, die Hinterlassenschaft, weiß was ich, von den, von den anglomarxistischen Größen der 80er, und 90er Jahre, Jameson, New Left Review, Perry Anderson oder so, über Medien wie London Review of Books, uh, New Left Review, um, N plus One. Ich meine, der, der, der Ton, uh, wie gesagt, die Einsätze, die Größe der Narrative, in denen verhandelt wird, erinnert so ein bisschen an... Was weiß ich, die, die Historikerdebatte in der Bundesrepublik in den 80er Jahren, äh, wo zwischen Habermas und den in der konservativen Geschichtsschreibung in Deutschland hin und in der Bundesrepublik damals hin und her ging. Ich meine, das sind das ist bisher sehr aufgeladen. Jetzt haben wir ein, ein Problem: dieser <laughs> Riesen... also das wir jetzt so, äh, das Gespräch finde ich irgendwie äh, geil und wieder überraschend, darum. Äh, Hole ich dann mal das andere große Thema rein, was jetzt quasi im Raum steht, ja. was wir aber noch nicht ange angefasst haben, ja. der Klimawandel. Ja, ja. Ähm, weil, wenn wir über Hegemonie sprechen, ja. militärisch, klar, ja, ja. Äh, politisch auch ja. immer noch. Ja. Aber wir, wir erleben ja, ja auch eine ökonomische Hegemonie des Westens, ja. also ja. durch den Kapitalismus und so ja. weiter. Und gleichzeitig, wenn du quasi dir die Wissenschaft, Klimawissenschaft yeah. und so weiter anguckst, ne? eine Hauptursache für den menschengemachten Klimawandel. Ne? Was machen die Menschen? Er ist, ist gar nicht menschlich gemacht, er ist, so. ist entwicklungsmäßig gemacht. So, er ist also. gemacht durch die wirtschaftliche und soziale Entwicklung, die, die vorrangig genau. kapitalistisch bestimmt ist. Genau, also das, das yeah. kurzes Wirtschaftswachstum yeah. hat, äh, fördert yeah. die, ähm, den Klimawandel, yeah. die Umweltzerstörung, yeah. die Arten, yeah. Arten, die Biodiversitätszerstörung yeah. und so weiter und so fort. Äh, halten die auch an diesem, an diesem Hegemon fest, also an diesen, diese Art zu wirtschaften, also wachsen, wachsen, wachsen. Das ist ein Riesenproblem, es ist ein, ein Riesenproblem riesen für die amerikanische Elite, weil. Ähm, und das versuche ich im Moment rauszubekommen. Also ich meine, das ist wirklich das Thema, an dem ich ständig denke und arbeite und Vorlesung gebe und ein Buch schreiben will. Mhm. Wie, wie bringt man diese zwei Diskurse zusammen? Das eine dass ob wir es wollen oder nicht gewisserweise ein Menschheitsdiskurs ist, weil obwohl es die Menschen an sich das nicht verursachen, die Menschen es erleiden. Und zwar zu einem sehr großen Teil natürlich die Menschen, die es nicht gemacht haben. Also das ist wirklich ein, das Klimaproblem potenziert die Entwicklungsgefälle und die Ungleichheitsgefälle absolut massiv, versperrt geradezu die Entwicklungsmöglichkeiten, vor allem für Afrika. Ja. Muss man erwarten in den nächsten 20 bis 30 Jahren, ja. in großen Teilen Afrikas. Und auf der anderen Seite, das ist also, ob wir es wollen oder nicht und ob wir damit umgehen können oder nicht, zumindest ein absolut globales Problem. Und auf der anderen Seite wird in, gerade in diesem Moment das Hegemonieproblem wieder gestellt. Also, wenn man sich zurückerinnert an den Anfang des Klimadiskurses in den 90er Jahren, war ja der Diskurs damals im Grunde unipolar, zum Guten und zum Schlechten, in dem Sinne, dass. Amerika und seine Alliierten infolge des, des, des Kalten Krieges absolut dominant waren. Sowjetunion und seine Partei fällt ja weg und das trägt erheblich zur Verlangsamung des CO2-Ausstoßes bei, weil, weil sie ja fast daran waren, den Westen zu überholen im CO2-Ausstoß und das bricht alles weg mit der mhm. Deindustrialisierung. Zum Schlechten ist, ich meine, das nicht, ist natürlich auch das Problem ihr Problem, in dem Sinne, dass die gesamte Welt auf sie schaut und sagt, vor allem nach dem Berliner Korb, wo Merkel äh, die, den Vorsitz hatte, ihr seid wirklich alleine für dieses Problem zuständig und ihr müsst es deshalb auch managen. Und das hatte eine Klarheit, die wirklich sehr charakteristisch war für die 90er Jahre. Und man versuchte das dann auch gewisserweise mit den Mitteln, ein bisschen wie die Menschenrechtsdiskussion damals, mit universellen Mitteln zu lösen. Das heißt, man macht Kyoto-Vertrag, man schließt alle mit ein, alle Länder der Welt werden geordnet, nur die Reichen müssen was tun und wir sind in Zeiten des Neoliberalismus, also geht das über Carbon-Bepreisung und irgendwelche Marktmittel. Und die Leute, die das wirklich geschluckt haben, zwar beide Pillen, sind die Europäer. Wir sind verantwortlich und wir machen es mit Carbon-Bepreisung. Hm. Die Amerikaner haben sich dieses Deal von vornherein angesehen und gesagt, nee. Kaufen wir nicht. Also, die, bei, bei der Senat hat einfach gesagt: nee, wir unterschreiben nie einen Vertrag, in dem China nicht verpflichtet ist, irgendetwas zu tun. Und mit der kabau und irgendwelchen Steuern, das könnt ihr euch sparen, das machen wir nicht. Das heißt, dass dieses Modell platzte auseinander in diesem Moment. Ja. Und seitdem suchen wir gewisserweise und haben mittlerweile eins gefunden, aber es ist ein antagonistisches, in dem Sinne, dass jetzt das Problem anerkannt wird. Aber das fällt mit dem Hegemonieproblem zusammen und deshalb ist es ja so akut für die amerikanische liberale Elite, dass sie gewisserweise in diesem Bereich bereits der Zug ist abgefahren. In diesem in diesem Bereich kann Amerika nicht mehr hegemonial sein, weil 31 Prozent des Weltausstoßes an CO2 nicht im Westen liegt, sondern bei ihrem Gegenspieler im hegemonialen Kampf bei den Chinesen. 31 Prozent, das sind fast, das sind mehr als zweimal so viel, als was die Amerikaner ausstoßen. Mhm. Und und weiterhin ist klar, dass die Beschränkung dessen, was die Amerikaner zu Hause machen können in diesem Bereich, ungeheuer bindend sind. Das heißt, Carbon-Bepreisung fällt weg, geht nicht. Sehr, also selbst das neoliberale Amerika ist also nicht in der Lage, das naheliegende Instrument, das die Europäer angewendet haben, überhaupt ihn zum Ansatz zu bringen. Kannst du kurz erklären, warum? Wird nie passieren, wird nie durch das, wird nie durch das Oberhaus hindurch. Also, das Kongress sperrt sich einfach. Es gibt keine weil, weil Mehrheit. Es ist, ist eine Steuer CO2 -Preis, Schränkt ja. und, es, und es gibt ja da auch keinen Konsens, dass es Klimawandel überhaupt gibt man ist ja immer noch eine Minder Mehrheit ist ja immer noch davon überzeugt dass das gewisserweise ein weltkomplott ist genau wie die menschenrechte auch die ja auch nicht in diesem sinne dort anerkannt werden genau wie der Hager gerichtshof wird ja auch nicht vom kongress anerkannt völkerrechte menschenrechte und klima gehört alles zu diesem globalen verständnis denen sich das souveräne amerika jetzt in der defensivposition dem wird es sich nicht unterordnen prinzipiell nicht. Es geht ja, also wir kaprizieren um, um uns immer auf Wissenschaft und dass sie irgendwie hinterweltlich. Nein, nein, nee, es geht um Souveränität, also um ernste Dinge, nicht um Wissenschaftsverneinung. <laughs> es geht um Ernste, es geht um, die, um, um, um diese Frage: Ist es gut für uns? Und für die liberalen Operateure de, der Hegemonie, also für die Sullivans, für die Yellens, für die Leute um Biden, um Obama und um Clinton herum, ist das ja die allergrößte Peinlichkeit. Denn die, ihr Anspruch, hegemonial Führung auszuüben, besteht ja darin, in irgendeiner Weise das Amerikanische mit dem Universalen irgendwie zu verknüpfen. Mhm. Und das geht in diesem Thema. Ich meine, A, substanziell nicht, weil sie nur noch 12 des globalen Ausstoßes sind und 31 Prozent werden von, von diesem anderen Regime kontrolliert. Die heutigen. Z äh, ja, ja, genau. Ich meine, historisch. Klar. Und da kommt man mit irgendwelchen äh, äh, irgendwelchen äh, Gerechtigkeitsvorstellungen. Und davon wollen die Amerikaner selbst die Liberalen ja nichts hören. Good. Schon nie, no, nie, nie nimmer. Ich meine, irgendwelche irgendwelche Reparationen <laughs> oder so. Das ist ja, ja sorry. nicht order diskussion ähm, <laughs> Es geht ja um das Management des Jetzt. Und selbst dort haben sie ja nichts zu melden mittlerweile. Und und deshalb diese diese diskursive Aufblähung des Inflation Reduction Acts. Das ist ja wirklich eine das ist wirklich Schwerkraftverneinen, Schwerkraft verneinen, verleugnen, was sie dort gemacht haben. Ich meine, sie haben dieses Gesetz, das mittlerweile alles umrührt in der gesamten Welt. 380 Milliarden Dollar aus einer Volkswirtschaft von 20 Billionen. 380 Milliarden über zehn Jahre, ja, mit dem so sie gut. gleichzeitig Klima, China und die amerikanische Demokratie richten wollen. Das sind 38 Milliarden Euro pro Jahr. Ja, aus einem Bruttosozialprodukt von 20 Billionen. Ich habe mal geguckt, das Pentagon, also ja, das äh, Pentagon amerikanische Verteidigungsministerium bekommt 900 äh, Milliarden mittlerweile, 880 rund. Wenn das, man die Sicherheitsbehörden sonst alle dazu. Da nimmt. sind ja die Prioritäten dann klar. klar. Absolut klar. Ja, und das eine ist einstimmig, mehr oder weniger vom Kongress beschlossen und wird ständig erhöht. Das Mil heißt, die Militär, ja. Ja, Biden verlangt 850, sie sagen, nee, 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 er braucht 900 <laughs> Milliarden, muss sein. Es gibt ja ein gesamtes Lobby dort zum Beispiel für die Flugzeugträger. Ja. Die insistieren darauf, dass Amerika, Ungarn, ich glaube, 14 haben muss. Obwohl die, die Flotte sagt: nee, 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 brauchen wir nicht, das ist ja absurd. Das sind ja große Zielscheiben für chinesische Raketen der, der, im Grunde. Der Rest der Welt hat fünf oder so. Ne? Ja. Insgesamt, die gesamte ja, ja. Welt, ja. ja. Ähm, und, und, ähm, aber was, 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 diese, was diese, und das geht ja zurück auf diese verzweifelte Lage, in der sie sind. Also diese Leute strampeln wie verrückt. Die sind dermaßen gestresst um beiden herum. Man denkt, man denkt sich in Europa irgendwie diese Machtfülle im Weißen Haus, so, so ein bisschen wie West Wing. Also dieses, das, ist, das sind die 90er Jahre. Und selbst West Wing war ja Kompensation für Bush im Grunde, für Liberale. Das war ja eine Ersatzpräsidentschaft eines netten, netten katholischen Volkswertes statt dem eigentlichen Bush. Und jetzt haben wir... Wirklich diese, diese ungeheuerlichen Anstrengungen aus diesem im Grunde bescheidenen Gesetz, das nur knapp durchgegangen ist, aufgrund der Stimmen von diesem fürchterlichen Bundesstaat, wie gesagt West Virginia, 1,8 Millionen Menschen mit einer Lebenserwartung von Nordkorea, dieser Bundesstaat bestimmte, wie, dieser, wie dieses Gesetz aussah. Und das wird jetzt in der Gesamtwelt. Das ist wirklich ein, ein Musterstück äh, hegemonialer Verkleidung, gewissermaßen, einer Ver Verzweiflungstat als Machtmittel. Aber ich meine, erklär uns doch einfach mal, wenn die 900 Milliarden pro Jahr yeah. für ihr Militär ausgeben, yeah. warum sie dann zumindest nicht. Das Gleiche für jetzt quasi diese Menschheitsherausforderung, weil das wird ja auch die Amerikaner und die Hegemonie und das Militär ja, ja. und so weiter alles ja, ja. herausfordern. Ja. Ja. Warum, warum sind sie nicht so schlau, mindestens so viel auszugeben? Weil da kann man da wahrscheinlich eine Menge mitmachen. Wir wissen, wir wissen gar nicht, was man daraus alles. Äh, ich meine, wir kommen jetzt zurück auf, die, auf diese Probleme der Demokratie und deine ja. Verzweiflung über Deutschland. Das ist im Grunde die amerikanische Version deiner Verzweiflung über die Ampelkoalition und das, was sie machen und was sie nicht machen. Ja. Man schaut sich das an und fragt sich einfach: Oh mein Gott greifen sich nicht. Die Antwort ist, glaube ich, kulturell könnte man sagen, das Militär ist in Amerika das, was gewisserweise jetzt als Identifikationspunkt noch dient in einem Für beide total Seiten polarisierten Land. Ja, Man kann sich so gerade noch um das Militär, obwohl im Militär selbst knackt und quietscht es noch und um Texas zum Beispiel mit dieser Abtreibungsgesetzgebung dort, die so massiv frauenfeindlich ist. Das Pentagon musste seinen Mitgliedern versichern, dass alle dienenden Frauen innerhalb des amerikanischen Militärs ihre Reproductive Rights gesichert sehen werden vom Pentagon aus. Das heißt also, wenn man als Frau im Militär in Texas dient, wird man ausgeflogen für den Fall einer Abtreibung. Das Militär sichert die Abtreibungsrechte, also die reproduktiven Rechte der weiblichen Angehörigen, als föderale Instanz. Es geht dann auch wieder auf die Bürgerrechtsbewegung zurück und ich meine, föderale Militärs wurden ja eingesetzt in den widerspenstigen Südstaaten, um sie dazu, zur Integration zu zwingen. Was in diesem Moment geschieht, ist, dass das Militär gewisserweise kompensieren muss für den Kulturkampf, der jetzt in, in Texas, also in wirklich extremer Form, äh, protegiert wird. Aber ja, das Militär dient als Identifikationspunkt noch. Und China potenziert das und macht das, verstärkt diese, dieses Moment und man findet dann eine Securitization. Also alle Be Bereiche des Lebens werden überzogen dann durch diesen sicherheitspolitischen Diskurs mehr und mehr. Während, ich meine, die Analogie in Deutschland ist mehr abstrakt, denke ich. Es hat irgendwas mit der, mit der Beständigkeit. Also man sichert per se das Bestehende in irgendeiner Weise. Das hat ja Scholz mit diesem Respektbegriff hm. äh, irgendwie beschrieben. Man, man muss die, ja. Den Status ist, quo respektieren. man. ist gut, wie man ist. Ich meine, das ist ja der Punkt von Scholz. Ist ja gut, was du machst. Du machst eine Ausbildung, da gibt es nichts zu schämen. Das ist genau richtig. Ein gewöhnliches Mittelschichtsleben sagt dir der, der Kanzler zu. Das ist das ist das gewisserweise Aber die gleichzeitig, Identifikation. Gleichzeitig erzählen sie uns, Adam, dass 2045 wir ein ganz anderes das Land ist, haben. Absolut. Ja, ja, ja. Ich meine, das ist Aber ein, sie machen nichts anderes. Ja, ja. Aber ich meine, die Amerikaner, ich meine, mit, bei diesen Identifikationsfiguren handelt es sich ja nicht um schlüssige logische Konstrukte oder irgendetwas, das historisch dann sich auch bewahrheiten muss, sondern es ist in der Hilfsmittel. Aber, aber zurück zu der Elite, yeah. von der du uns berichten yeah. kannst. Ich meine, die globalen Emissionen, das Problem ist ja, die, die mh, gehen nicht zurück, Nein. die steigen yeah. immer noch. Yeah. Yeah, yeah. Und wir haben uns eingebildet, beziehungsweise yeah. äh, der Plan yeah. ist, dass wir bis 2050 es geschafft yeah. haben, die auf Null, also yeah. global, yeah. Amerika, China, yeah. Europa, yeah. alle, wir sind weit davon entfernt. Also, gibt es äh, irgendeinen Plan? Haben die irgendeinen Plan oder sagen die, ja, solange die Chinesen das nicht machen, machen wir das auch nicht? Nee, ich meine, seit Paris gibt es keinen übergreifenden Plan mal. Das war ja die Möglichkeit. Ich meine, man kam ja in Paris auf die Einigung, keinen übergreifenden Plan zu haben. So. Sondern. Jedem Staat es zu überlassen, hm. einen Plan vor, also das Bestmögliche vorzuschlagen. Das und dann gibt staatliche es... Staatlicher Individualismus. Genau, quasi. und dann gibt es eine, aber dann gibt es, es Pragmatismus. Also hm. wenn, wenn du mit den Amerikanern und den Franzosen redest, die das gedacht haben, das ist wirklich ein philosophischer Pragmatismus. Also ein ständiges Anpassungsverfahren. Nicht jetzt verfassungsmäßig alles regeln, den Haushalt aufmachen und gegenrechnen, sondern okay. Wir sind noch nicht zusammen. Was wir also machen müssen, sind periodische äh, ähm, äh, Momente, wo wir alle nationalen Pläne begutachten und feststellen, ob sie ausreichen oder nicht. Und dann funktioniert das mit Naming und Shaming. Also, da geht man also die Pläne durch und sagt: Nein, das reicht nicht aus. Ein bisschen wie der die Finanzregeln für die EU. Es das heißt ja nicht, dass man sofort auf 60 Schulden zum Bruttosozialprodukt kommen muss, sondern man muss stufenweise diesem Stil sich äh, annähern mhm. und jeweils das jährliche Defizit darf nicht mehr als drei Prozent sein. Und es ist so eine ähnliche Verfahrensregel gewissermaßen. Man einigt sich, in einem Verfahren einzusteigen. Aber das war bevor es mit der um, dem hebronimalen um Kampf mit China wirklich losging und der Trump Move, also Trump in, in, also der, der, die Schlüsselbewegung war ja Xi's Ankündigung September 2020, also vor den amerikanischen Wahlen, ohne zu wissen ob Trump oder Biden gewinnt, wir machen es sowieso bis 2060 machen wir die Neutralität für China und das, ich meine das war ja auch so eine, die Demokraten, also die Leute um Biden herum dachten alle, nee wir sind in einem Handlungsprozess, die Chinesen wollen nicht die tun es ja nur uns zuliebe. Das heißt, wir machen ihnen ein Angebot, wenn wir in der Macht sind. Und dann sind die Chinesen so schlau, sich auf uns einzulassen. Mhm. Und dann haben wir sie manövriert. Und was Xi ihnen signalisierte, ist, nee, 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 Leute, jetzt geht es mit dem grünen Industriewettbewerb los. Und wir schlagen euch noch und nöcher. Und wir setzen jetzt sofort an, wir warten nicht auf euch. Es hängt gar nicht von euch ab. Und letztendlich liegt die Entscheidung bei uns. Das 31 Prozent. Ich meine, selbst die Chinesen können es nicht alleine machen. Aber wenn du fragst, gibt es einen gesamten Plan? Nee, es gibt ein Einverständnis, dass es keinen Plan gibt. Was es gibt, ist gewisserweise dieses steigende Bewusstsein, der ständige Druck, ständig neue Pläne. Und wie das Habeck-Ministerium ja eigentlich vorführen wollte, braucht es ja wirklich einen Quartalsplan. Wenn man, wenn man ein Land wie Deutschland dekarbonisieren will, muss man ja jährlich sieben Prozent runter, um bis 2050 auf null zu kommen. 7% im Jahr bedeutet 1,5% Prozent im Quartal. Das ist, als ob man eine relativ schnell schrumpfende Firma oder umgekehrt eine schnell sich mit Innovationen umstülpende Firma leiten. Und gleichzeitig will er wachsen. Also wenn, äh ich meine, aber das, das Ich meine, das folgt ja aus der Vorstellung, dass man durch diesen Strukturwandel gewisserweise massive Innovation äh, anstöbt und dass man das Wachstum trennen kann von Carbonausstoß. Ich mein, also Claudia Kempfert war vor einer Weile, die hat halt yeah. äh, gesagt, grünes Wachstum ist mittlerweile eine Vater Morgana. Oh, aber wenn sie Degrowth für realistischer hält, dann würde ich gerne to drink, you know, I'd like to be having something of what she's smoking. Mm. Also, ich mein, Dafür hat sie jetzt nicht ausgesprochen, aber quasi was, was Post, die Postwachstums. Die, ich ich halte den Wachstumsdiskurs für Europa für überflüssig. In diesem Sinne wäre ich auch ein postwachstumstyp aber nicht in dem Sinne, dass ich das jetzt verneinen würde, sondern ich würde einfach sagen, es ist nicht besonders relevant. Worum mhm. es geht, ist. Ähm, äh, Sozialverträglichkeit, worum es geht, es sind diese Ziele an, also diese Ziele ein, äh, anhalten in der Dekarbonisierung, worum es geht, gute Arbeitsplätze. Techno Digitalisierung, wenn dabei jetzt Bruttosozialproduktwachstum rausfällt oder nicht, sollte uns nicht besonders interessieren. Ich, ich glaube, keiner von uns hat was dagegen, dass irgendwie äh, bestimmte Branchen immer noch wachsen und wachsen ja, müssen. Genau. Aber manche werden auch Aber einfach sterben müssen und ja, so weiter. Absolut. Ich meine, das ist das, was wirklich eher als Wachstum denke ich, dass die wirkliche Gefahr im deutschen Diskurs ist, dieser Gedanke. Damit hat man sich nicht wirklich angefreundet, dass bestimmte Branchen weg müssen. Das in, tut weh. Ja, weil die einfach grundsätzlich ja, keine Zukunft, Zukunft haben, weil sie ja. einfach basiert, ja, basiert auf fossilen. Ja, das wäre für mich ein essentieller Diskurs. Da muss man nicht mit Degrowth kommen, sondern dieser Strukturwandel, auch im negativen Sinne, ja. den muss es geben. Und das stellt natürlich die Frage: Industriestandort Deutschland. Was weiß ich mit diesen verrückten Wasserstoffplänen, wo man Wasserstoff importieren will, um hier noch Schwerindustrie zu halten. Ich meine, das ist. Das ist in absurd. Das sind die Pläne der heutigen fossilen Wirtschaft. Ja, absolut. Das ist die Fortsetzung des fossilen konservativen Modells, das von vielen Seiten betrieben wird und das ergänzt sich gegenseitig. Da muss man wirklich, das ist ein neues Problem. Also neben der Verleugnung, diese Fata Morgana Vorstellungen sind, sind sehr, sehr gefährlich, weil das verbrennt Ressourcen, das verbrennt politisches Kapital, und das ist im Grunde eine Sackgasse. Diese Vorstellung zum Beispiel, dass wir jetzt Wasserstoff verfeuern werden in irgendwelchen Gasheizungen, die weitläufig vertreten wird und sehr symptomatisch gerade in Großbritannien. Und warum wird es dort vertreten? Weil sie nicht in die Hitzepumpe der Debatte hineingeladen worden so. Denn das können sie sich nicht leisten angesichts der Stagnation im Lebensstandard in England seit mehr über zehn Jahren. Die haben ja ein Lebenshaltungskostenproblem, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Denn die Einkommen sind ja dort wirklich absolut massiv stagniert. Die Lebenshaltungskosten sind wesentlich höher aufgrund des Immobilienproblems dort. Und dann mit einer Hitze, mit der mit der Wärmepumpe zu kommen, das wäre für die tory regierung im Moment absolut fatal. Also mögen Sie viel lieber diese Vorstellung, dass man irgendwie die Gasleitung umbauen kann, um da Wasserstoff reinzuführen. Ich meine, und ich kenne niemanden, der wirklich. Das ist der feuchte Träumen der, 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 der Erdgasunternehmen. Ab, absolut. Und niemand, der sich ernsthaft mit Energiewandel beschäftigt, rechnet dem. Das ist, ist in dieser Liebreich-Hierarchie. Da hat dieser Michael Liebreich, mhm. der die der wirklich da der die die Spitzenberater ist und bei Bloomberg integriert ist mhm. der hat ja diese Leiter für Wasserstoffapplikationen und dieser Verbrennung im häuslichen Wärmebereich das ist das ist wirklich also das ist ein Fiction einfach eine Fiktion die aber dann natürlich auch, äh, wirksam sein kann und weil sie weil sie Lösungen anbietet <laughs> Mir, mir, mir ist gerade die Idee gekommen, weil wir ja vorhin beim Kapitalismus ja. und ähm, dass man gegen eine Obergrenze bei Vermögen ist ja. oder gegen eine Obergrenze bei Eigentum. Ja. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel, man könnte das ja aus klimawissenschaftlicher Sicht machen und auch politischer Sicht, ja. dass man eine CO2-Budget ja. Obergrenze ja. einführt. Ne? Also ja. Deutschland ja. hat ja. noch 200 ja. Ja. Gigatonnen ja. CO2. Pro Kopf. Ja, oder pro ja. Kopf oder ja. einfach pro Land. Das ja. wäre das, wo es wirklich beißen würde. Ja, es gibt eine ja. Obergrenze und danach ja. Ja. ist halt Schluss. Yeah. Aber aus kapitalistischer Sicht, glaube ich, ist das, äh, darum, ist das der Grund, warum wir das nicht haben, oder? Also, wir, wir, wir äh, sagen uns lieber, wir, Adam, wir wollen, wir wollen bis 2045 das machen, weil beim anderen müssten wir ja handeln, weil wir gar keine andere Wahl haben. Ich meine, ich bin immer noch unentschlossen in der Frage, ob Kapitalismus nur fossil zu denken ist. Es leuchtet mir. Ulrike oh, Herrmann war letztens hier, die, hat, die meint das, ja. Ja, genau. Und äh, Andreas Malm auch und diese ganze Schule. Und. Ähm, Aber du hältst es für möglich? Ich, ich meine, ich halte das für eine These mehr als erwiesenes Faktum. Klar. Und ich würde in diesem Sinne auch uns sofort anerkennen, dass die gegenteilige Behauptung, nämlich dass gewisserweise die Fortsetzung des bestehenden unter massiver Dekarbonisierung möglich. Es ist nicht mehr als ein Wagen, es ist nicht mehr als ein Experiment und es ist ein Experiment, mit dem wir keine Erfahrung haben. Also man sollte sich durch diese Energy Transition Rede nicht beirren lassen. Wir haben ja, wie du sagst, global gesehen noch nie eine Energy Transition gemacht. Wir haben nur mehr verbraucht, sei es Bioenergiequellen, Holz, Torf. Alles, mehr, mehr, mehr Tiere. Also wir, wir, wir nutzen sie ja nicht mehr als Zugkräfte, aber wir sie essen mehr. Wir essen mehr Tiere Masse als jemals zuvor. Das ist ja auch Teil des Energiehaushalts. Ja. Also, gerade das, das Fleischessen ist ja. ja hoch, absolut hochkarätig. Es ist genauso ineffizient wie Wasserstoff. Ich meine, wirklich, also äh, gerade, gerade Rind. Ähm, Kohle, man, man, man dachte, das gab ja, es gibt ja diese gesamte Tim Mitchell-Story darüber, dass gewisserweise es eine Carbon-Demokratie gab, die auf Kohle basierte, mhm. die irgendwie ersetzt worden ist, meint er, durch Öl, die eine andere hegemoniale Struktur hat. Und das ist einfach eine mehr Das ist, es ist, ein, es ist, ein, ist historisch gesehen einfach vollkommen abwegig. Äh, die, die, selbst in Amerika ähm, erreicht der Kohleverbrauch den Spitzensatz Anfang der 2000er Jahre, weil. Mhm. Es natürlich im Strom, Strombereich eingesetzt wird. Das heißt, man kann sich die Energie nicht einseitig von der Mobilität her denken. Klar, bei der Mobilität könnte man sagen, es gab Pferde, dann gab es Eisenbahnen, dann gab es Autos, dann gab es Flugzeuge. Irgendwann mal mit Atomkraft betrieben oder so in der Fantasie. Aber das ist ja nicht, das beschreibt ja nicht den Energiehaushalt einer Gesellschaft, geschweige denn der Welt, in der wir im Grunde einfach nur Stapeln sehen. Das heißt, Dekarbonisierung und Energy Transition wenn wir es hinbekommen, ist ein einmaliges historisches Ereignis. Es gab das in dieser Form noch nie. Unter diesem Vorbehalt würde ich immer noch sagen, dass es nicht klar ist, dass es nicht geht. Und ich sehe prinzipiell keinen Grund, warum der Kapitalismus nicht umsteigen sollte auf grüne Objekte. Natürlich verändern sich dadurch die preis verhältnisse in gewisser mhm. Weise, aber davon kann der Kapitalismus ja auch leben. Die Behauptung von Malen basiert letztendlich darauf, dass er, das und das ist eine analytische und keine empirische Feststellung, dass, dass Energie zur Disziplinierung von Arbeit, also fossile Energie letztendlich zur Disziplinierung von Arbeit essentiell ist. Und wenn mhm. du ein Marxist bist, also reines Wasser, dann glaubst du natürlich, dass die Ausbeutung von Arbeit essentiell ist für die Fortsetzung des Kapitalismus. Und fossile Energie dient zur fundament fundamentalen Disziplinierung ungezügelter menschlicher Arbeitskraft. Mhm. Und die Kombination aus Wasserkraft und Mensch. War einfach für den frühen Kapitalismus zu viel, also brauchte man die Beständigkeit von Kohle, um gewisserweise dann mit den Dampfmaschinen. Das ist so ein kommt aus der ist, also aus dieser italienischen marxistischen Schiene der 70er Jahre, wo es um diese unbändige Kraft des undisziplinierten Arbeiters ging. Und das ist die essentielle das, Rolle des fossilen, der fossilen Wirtschaft. Aber ich meine, ich, ich finde es ja. einfach unplausibel als, als Makro-Story. Mittlerweile ja nicht, nicht sehr einleuchten. Ich habe mir von anderen Gästen gemerkt, irgendwie, äh, die Frage zu stellen, kann die Ursache für den Klimawandel, also das kapitalistische Wirtschaften, auf mhm. globale Art, auch die Lösung Aber ich gegen würde, den Klimawandel sein? Ich, ich bin nicht sicher, ob die Ursache wirklich der Kapitalismus ist oder ob die, die Ursache wirklich. Ja, das ist Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wachstum und Wachstum. Entwicklung sind die Ursachen, meiner Meinung nach. Mhm. Ich, ich, ich meine, es gibt natürlich Kollegen von der linken Seite, die sagen wollen, China ist nichts anderes als Staatskapitalismus. Aber wenn wir ja. China nicht als Staatskapitalismus auf das reduzieren, sondern auch in seiner Eigenständigkeit sehen, dann muss man ja sagen, dass die explosivste Phase des Wachstums im CO2-Ausstoß auf Kohle basierend im chinesischen System stattgefunden hat in der letzten Generation. Das heißt, nicht ohne weiteres meiner Meinung nach reduzierbar ist auf nur Kapitalismus, sondern auf Entwicklungsvorhaben. Das heißt, die Frage ist, ob wir Entwicklung anders denken können. Und da oder, denke ich, dass oder, es eine oder, größere Offenheit Oder kann es Kapitalismus ohne Wachstum geben? Da sagen ja einige also auch Aber Ökonomen Aber Wachstum muss, so. ja, muss ja nicht fossilbasiert sein. Das, das ist ja nicht wäre mal die Frage. Das ist die Frage. Und ich sehe, ich meine, angesichts der Tatsache, dass in den meisten fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften mittlerweile eine Entkopplung seit mehreren Jahrzehnten besteht. Also selbst in Amerika und in Europa sind ja die CO2-Ausstöße seit Jahrzehnten rückläufig für Deutschland und Europa ist ja der Spitzensatz Anfang der 80er Jahre und es gab seitdem Wachstum. Ähm, denke ich, dass die strenge Behauptung, dass es ohne nicht geht, einfach nicht stichhaltig ist. Aber wie gesagt, es ist das, was man anerkennen muss, ist, dass weder sie noch ich, beide Seiten in dieser Argumenten können uns im Grunde nicht auf nicht mehr als irgendwelche Extrapolationen aus der Geschichte beziehen. Wir wissen wirklich nicht, was möglich sein wird. Und was, was, wofür man offen sein muss, glaube ich, ist die Neuigkeit, und darum geht es mir auch häufig in diesen Diskussionen, um Neuigkeit zu betonen an sich, weil die zum, zum Teil schwer ist wahrzunehmen, dass ich um das grüne Projekt mittlerweile, um diese erneuerbaren Energieprojekte, sehr, sehr gewichtige Kapitalinteressen mittlerweile bündeln. Und wenn wir realistisch ansetzen, das, dann ist das ja im Grunde das Entscheidende. Neben dem demokratischen Druck und Fridays for Future und die Mobilisierung. Der öffentlichen Meinung geht es ja im Grunde um Verschiebung innerhalb des Machtgefüges. Mhm. Und wenn Sie wesentlich ansetzen, und das war ja beim Inflation Reduction Act der Fall, es gab ja eine massive Mobilisierung von grünen Energieinteressen im Kongress gegen manchen, die sagten: Nee, das geht jetzt einfach nicht, dass wir das hier nicht durchbekommen. Wir brauchen irgendein Gesetz, unter anderem auch mit den Europäern mitzuhalten. Wenn das jetzt gewisserweise, und das ist ja auch die Theory of Change, die von den Demokraten um Biden herum betrieben wird, wir bauen Gesetze, die die gesellschaftliche Landschaft und die Interessenverflechtung so verändern, dass sie zum Selbstläufer werden. Und ob wir damit 0 bis 2050 hinbekommen, ich meine, das halte ich sowieso für äußerst unwahrscheinlich, ob wir eine substanzielle Dekarbonisierung hinbekommen, das scheint mir offen zu sein. 0 bis 2050 bin ich überhaupt nicht zuversichtlich. Aber das ist ja auch ein... Ja. Das ist ja aus der Wissenschaft generiert irgendwie als Wunschvorstellung. Ich hätte auch nichts gegen 2051. Ja, oder ja. 60. Äh, oder 70. Ich meine, worum ja, es geht, Haupts ist stabilisiere. Haupts Hauptsache. Genau, Hauptsache ist stabilisieren und möglichst tief, aber dann über die Details können wir uns später streiten. Ich habe trotzdem eine Frage, weil du gerade Dek okay. Dekarbonisierung angesprochen hast. Erstens... Habe ich mir gemerkt, wenn man irgendwie über, ja, wir haben in Deutschland das ja auch mit Wirtschaftswachstum seit 1990 hinbekommen und gleichzeitig ja. weniger äh, äh, CO2 ausgestoßen, liegt unter anderem daran, dass die deutsche Wirtschaft quasi abgewandert ist in andere Teile der Welt, wo sie denn da produziert. Und da da, 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 da steigt dann der CO2-Ausstieg an. Das ist wahr. Dadurch, dadurch fällt der, der starke Rückgang in Europa zu einem erheblichen Teil weg. Mhm. Das ist kein schlechter Gedanke und ist ein wichtiger kritischer Und, Einwurf. und Da gab es die Deindustrialisierung in Ostdeutschland an ja. sich. Ja und in Rumänien zum Beispiel, genau. wo die Ölindustrie weggefahren ist. Wo man sich, worauf man sich aber nicht kapuzieren sollte, ist der eurozentrische Gedanke, dass damit der Wachstum in China erklärt wird. Nein. nein. Das sind ja zwei verschiedene Ideen und das bei Malen geht war, das durcheinander. Ach so, das, das bei, bei, bei kenne ich gar nicht. Ja also die, in dieser in dieser Diskussion geht es ja ist gewisserweise das, was in China geschieht, die verdrängte Carbon-Entwicklung im Westen. Das unterschätzt ganz massiv, wie stark diese Verschiebung ist. Ein Teil, ein, ein, ein Bruchteil der, des chinesischen Anstiegs ist unzuverdanken. Der Rest ist von ihnen selbst generiert. Äh, ihr habt übrigens noch eine Stunde Zeit, ja. äh, eure Fragen an Adam zu formulieren. Am Ende kommen dann die Fragen, also Publikumsfragen an dich. Okay. Ähm, Hast du Earth for All gelesen hier von, nein, äh, vom, vom nicht, Club nein, of Rome? Nein, musst, nein, du musst du unbedingt ich, lesen. Ja, ja, ich, äh, das sind hier keine Linksradikalen oder. Äh, irgendwie das ist okay, ich habe ja auch mit ne, mein, Einige meiner besten Freunde sind Linksradikale. <laughs> ja, aber hier sind selbst irgendwie Weltbank äh, ehemalige Weltbankdirektoren und so weiter. Also, da habe ich auch viele Freunde. Äh, Ökonominnen und so weiter, die jetzt nicht irgendwie ähm, als äh, Marxisten gelten und so weiter. Und die haben am Ende, die machen quasi ein Szenario auf. Entweder wir haben, machen so weiter wie bisher. Hm. was am Ende auf Too Little, Too Late rauskommt. Yeah. Und wir äh, kommen bei einer 5, 6, 7 Grad wärmeren Welt raus. Und das würde... Ähm, uh, und was ist ihr bisher? Ja, bisher ist immer aber ein bisschen Reform, marktwirtschaftliche äh, ähm, Ansätze, yeah. Yeah. Carbonpreis und yeah. so weiter. Wir probieren es aber so yeah. im, bestehenden, okay. im bestehenden System. Yeah. Oder sie, wofür um, sie sind, ist der Giant Leap. <laughs> okay, ja. Ja, äh, ja. Also der große Sprung. Ja, ja klar. Äh, und ja. ich zitiere mal hier, der, das Giant Leap-Szenario bildet eine Welt ab, die weit stärker im Einklang mit den ja. Zielen für eine nachhaltige Entwicklung steht Aha. als beim Szenario Too Little Too Late. Es ja. führt die Erde zurück in ihre planetaren Grenzen. Ja. Das hast du gerade nicht lustig gemacht über ja. Degrowth. Ja. Da musst du mir jetzt ein, eine Sache noch erklären. Lustig gemacht, habe ich nicht. Okay, da musst du mir trotzdem eine ja. Sache erklären. <laughs> äh, Anhand von Deutschland. Äh, da heißt es ja immer, wir verbrauchen, wenn, wenn die ganze Welt so wirtschaften würde ja. wie Deutschland, verbrauchen ja. wir dreimal so viel Erden ja, ja. wie da ne? ja. Also wir, wir übersteigen ja. die Planetarien ja. dreimal. Ja, Deutschland ist richtig dreckig. Pro Jahr. Ja, ja. Wir müssen so oder so ja. auf unter 1 kommen. Ja. Wie willst du das? Also wie würdest du das als Ökonom ohne Degrowth dann hinbekommen? Also wir müssen es geht wirklich um strukturelle Umwandlungen und es geht um die Beschleunigung der bekannten Probleme in Deutschland. Also, wenn, Deu wenn Deutschland eine Energiestruktur wie England oder, oder Frankreich hätte, dann wären wir bei zwei, nicht drei. Mhm. Also, das wäre ein Riesengewinn. Das Problem ist, dass Deutschland sich viel zu lange verhakt hat in der Kohlewirtschaft, ist ja nach wie vor der größte Kohleverbraucher Europas. Das ist überhaupt nicht zu vertreten. Der Kohlekompromiss ist ein Skandal. Mhm. Der Ausstieg hätte schon längst beginnen sollen. Die atomaren Kraftwerke auszuschalten, war meiner Meinung nach unter diesem Aspekt ein, ein Fehler, eine Fehlentscheidung. Ich verstehe, warum er entstanden ist. Mhm. Aber ähm, Deutsches, Deutschlands Probleme sind, sind erhe absolut erheblich. Sie sind mittlerweile für Europa nicht mehr gewisserweise das europäische Durchschnitt. Denn Deutschland ist gewisserweise eine ziemliche Ausnahme mhm. am, Fest, am Festhalten, an, an der Langwierigkeit dieses Ausstieges. Ja. Ähm, das, aber das aber, ist aber selbst zweimal so viel wäre immer noch zu viel. Ja, aber ich meine, das, das vermindert das Problem ganz erheblich. Ja, aber äh, das ist immer noch riesig. Äh, aber immer noch riesig, absolut. Ähm, beide Szenarien scheinen mir nicht plausibel. Also, ich glaube nicht, dass viele Menschen denken, dass wir noch auf ein 5- bis 6-Grad-Szenario zusteuern. Das ist ja auch nicht die Tendenz, die wir sehen. Also, wenn es gibt ja, das gibt ja ähm, Current... Also die Szenarienplanung, das hört sich an wie die alten äh, Intergovernmental äh, Panel on Climate Change-Szenarien, also die mhm. IPCC-Szenarien, wo mhm. zum, Beispiel eine, was ist zum Beispiel der Kohlekonsum, der dort projiziert wird, mhm. das sind die Albtraum-Szenarien vor zehn Jahren, wo zum Beispiel der chinesische Kohlekonsum einfach fortgeschrieben wurde in die Zukunft. Nicht mehr plausibel. Mittlerweile ja. wir reden wir über Peak Coal in China. Und wenn das tatsächlich äh, sich bewahrheitet und wenn, wenn China jetzt in der Menge mit erneuerbaren Energien protzt, wie es in diesem Jahr es tut, sie installieren ja 130 Gigawatt in diesem Jahr und aufs nächste Jahr rechnet man mit fast 200 Gigawatt in China alleine, dann, dann sehen wir einer anderen Zukunft entgegen. Nicht bestimmt nicht 1,5. Ich denke, die realistischen Szenarien gehen mittlerweile von, ähm, von Drei bis vier vielleicht. Äh, nee, eher um drei herum. Also hohe zwei. Ist, glaube ich, aber. Ein, also ich hatte viele Klimawissenschaftler, in ja. hier, die halten das immer noch für katastrophal. Absolut, ist es. Ja, absolut. Es ist nicht die Katastrophe für fünf, sechs. Das stimmt. Ja, nee, das macht einen Riesenunterschied. Ich meine, jeder, jeder Gradpunkt und wir reden ja über hier über Impunkte Realitäten und das sind ja alles nur, man muss ja wissen, das sind ja alles nur 50% Chance, dass. Dass sich, sich genau. den, zu diesem Grad. Das heißt, es gibt auf der einen Seite nach, nach unten hin gute Chancen äh Chancen und nach oben hin auch. Aber das ist ja immer der, der, der Mittelwert, der mhm. da bestimmt wird. Aber nee, drei Grad ist ja eine ganz andere Realität als fünf oder sechs. Für große Teile der Welt, äh, nicht sehr dicht bevölkerte Teile der Welt, aber sehr arme Teile der Welt, ist es eine absolute Katastrophe. Abs ganz klar. Für große Teile des globalen Nordens ähm, vermutlich kompliziert, neuartig, stressig und alles hängt von den tipping points ab. Also wenn wir zwei, drei sehr, sehr bösartige tipping points erreichen, dann all besser off. Die werden ja zum Teil gar nicht modelliert in diesen Modellen, wir wissen ja, ja. nicht. Aber nur um hier gewisserweise einen anderen Diskurs reinzubringen: Weder der Great Leap noch dieses Abgleiten in 5-6 scheint mir. Das scheint mir eine alte rhetorische Strategie zu sein. Die neue rhetorische Strategie ist, wie kommen wir von drei auf zweieinhalb? Darum geht es doch in den, im Grunde in den heutigen Diskussionen. Mhm. Wenn Deutschland es bis 2070 nicht schafft, dann sind wir bei 3,1 oder 3,2. Solche Diskussionen. Ja? Nicht, nicht diese Kat absolute Katastrophe auf der einen Seite und dann der große Leap. The Great Leap. Das, ist, das wird zum Teil auch im Rahmen der Entwicklungspolitik diskutiert. Das wurde zum Beispiel jetzt in Ägypten auf der letzten COP gab es ja auch eine solche Vorstellung, und ähm, die Frage, um das zu erreichen, bräuchten wir, wir können es ja beziffern, wir wissen ja einigermaßen, wie viel Geld. Es ginge um 3-4 äh, äh, vier, vier Billionen, Billionen Dollar im Jahr. Da, das sind die Investitionen, die benötigt werden. Was ungefähr 3 oder 4 Prozent des globalen Bruttosozialproduktes ausmacht, weil bei 100, 100 Billionen sind. Am Ende gar nicht so viel. In Relation. Wenn das globale Bruttosozialprodukt etwas wäre, was es in dieser Form gibt. Ja. Und wenn es einen dazugehörigen Staat gäbe, der das besteuern könnte oder irgendwie mit Schulden belegen könnte. Aber das gibt es bekanntlich nicht. Also diese, diese, die politische Machtstruktur fehlt, die das ermöglichen würde. Und die globale Tendenz geht ja in Richtung Polarisierung und nicht gemeinsames Handeln um ein großes Ziel herum. Um dich jetzt trotzdem für, den, ja. für diesen Survival Guide äh, ja. zu, mh, dafür zu begeistern. Ja. Ich habe noch andere ja nochmal eine andere Forderung, diese Stellen. Ja. Sie schreiben, dass dazu muss das globale Finanzsystem umgestaltet ja. werden: Von einem System, das die Katastrophe finanziert, Aha. zu einem System, das langfristigen Wohlstand schafft. Mhm. Finanzinstitutionen wie der Internationale Währungsfonds und die mhm. Weltbank müssen so transformiert werden, mhm. dass der Geldfluss, den in Armut lebenden Menschen zugutekommt mhm. und nicht nur den obersten 10 Prozent, Später sagen sie noch, Märkte neu gestalten und in Reichtum mhm. umverteilen. Yeah. Da sagst du nichts, das ist okay. Nein, nein, ich meine, dazu würde man sagen, das ist eine, eine klassische utopische Formulierung, so. die ja in dieser Form nicht schadet und man kann das sagen und man kann sich das wünschen. Äh, konkret geht die Diskussion im, im, zum Beispiel in der Bridgetown Agenda, die jetzt in Paris auf dieser großen Tagung im Juni diskutiert wurde, um etwas ähnliches. Hm. Aber weil das Menschen sind, die in der Politik und in der gegenwärtigen Machtstruktur operieren, kann es ja nicht einfach nur plump darum gehen, zu sagen: Leute, jetzt macht ihr diese bösen Geschäfte nicht mehr, die nur den oberen 10% interessieren, sondern es muss ja. Die Katastrophe finanzieren. Ne? Ja, die Katastrophe auch mitfinanzieren, das dürft ihr alles nicht mehr, sondern es muss darum gehen, sie irgendwie daran in zu, zu interessieren, das nicht mehr zu tun. Und das ist ja das, ist ja das worum es in der in der praktischen Politik geht, denn ich meine, dass, dass ich, sage, ich, sage, ich sage, dieser Text scheint in diesem Sinne utopisch zu sein, weil das ja im Grunde eine Revolution ist, ja, klar. die einfach nicht bereit, sie sind ja nicht bereit, das zu sagen. Und wenn sie es sagen würden, dann würden sie ja irgendwie in einer Ecke landen. Ja, das K-Wort wo, vermeiden Sie ja, zum Beispiel. Genau, und niemand würde das ernst nehmen. Das heißt also, und das ist gewisserweise meiner Meinung nach nicht nicht sehr redlich in dem Sinne, dass sie, dass sie, dass sie, dass sie etwas postulieren, von dem sie genau wissen, dass das im Grunde null Realisierungschance hat. Aber vielleicht sagen sie, aber sie sagen, das ist notwendig. Und was interessanter meiner Meinung nach ist, sind die Programme von Leuten wie. Du, du, du bist ja jetzt kein Politiker, der sagt, ne, also Tilo, das ist jetzt nicht äh, politisch machbar. Aber ich sage ja, ne, das ist aber jetzt wissenschaftlich notwendig. Aber, ne? aber. aber als, was mich als Bürger und beteiligter Bürger und Vater eines Kindes, das Richtig. in diese Zeit hineinwachsen wird, interessiert, sind Sachen, die tatsächlich geschehen könnten. Hm. Und ich, und ich fühle das, mich. Das kann nicht geschehen. Das, Sie, was Sie so beschreiben, wie Sie es tun, wird in dieser Form nicht geschehen. Nein. Ich kann, ich kann Ihnen noch mal sagen, es gibt fünf außerordentliche Kehrtwenden, diese sagen, diese Forderungen. Ja, die ja. oh, Nein, nee, aber lass uns so einfach nur bei, kurz bei, bei den, den Finanzen bleiben, ja, ja, ja. Weil, weil das ja ein Thema ist, in dem man das festmachen kann. Wenn man nicht die politische Mehrheit bestimmen kann und die Machthebel, die es einem ermöglichen würden, das durchzusetzen, halte ich das einfach für eine leere Floskel. Und leere Floskeln können wir uns in diesem Moment nicht mehr leisten. Wir brauchen Sachen, die man tatsächlich umsetzen kann. Das heißt, das, was in Paris jetzt verhandelt worden ist, von Maya Motley, von, von Barbados angestoßen, mhm. von Avinash äh, Presso, äh, ausformuliert mit ziemlichen Einsatz der Think Tanks der gesamten Welt. Das ist ein Programm, das möglicherweise Beine hat. Es läuft auf etwas Ähnliches heraus, in dem Sinne, dass es tatsächlich darum gehen muss, Weltbank und IWF anders auszurichten, dass sie mehr Kapital mobilisieren können. Das Ziel, wir wissen es alle, sind die 4 Billionen rund im Jahr, die mobilisiert werden müssen. Aber angesichts der Tatsache, dass niemand in den Spiegel morgen sagt und sagt: Ich gehe jetzt auf die Barrikade und, und, äh, und, und schaffe jetzt den Finanzkapitalismus ab und wirklich niemand mit den Mitteln dazu tut das, müssen wir doch uns überlegen, wie konkret die Realisierung dieses Projektes möglich ist. Und die Antwort, so leid es einem tut, ist, dass wir die Leute daran interessieren müssen, es zu tun. Ja. Und was man ihnen bietet, sind Anreize. Und das ist dieses gesamte De-Risking-Projekt, wo es tatsächlich darum geht, Gewinne zu privatisieren und Verluste zu sozialisieren. Das ist absolut ausbuchstabiert das Projekt. Das Aber ist die Partnerschaft, die Public-Private-Partnerschaft zwischen Privatkapital und Öffentlichkeit. Es ist eine Form des, äh, der man möchte geradezu sagen, dass, also wie die Marxisten immer den sozialdemokratischen Kompromiss gesehen haben, also Leute regiert doch mal im Interesse der Gesamtheit, stabilisiert das System und lasst unsere, unsere Profite und unser Vermögen und unsere Kapitalkontrolle buchstäblich zum Programm erhoben. In anderen Worten, wir bleiben die Kontrolleure des Kapitals. Was wir von euch fordern, ist ein minimo, minimaler Gewinnsatz von X, mhm. noch zu bestimmen im Falle von Ghana, noch zu bestimmen im Falle von Äthiopien. Ihr nehmt uns die Risiken ab. Und wenn ihr uns 8, 9, 10 Prozent garantiert mit einem minimalen Risiko, versprechen wir euch, mhm. dass wir einige hundert Milliarden mobilisieren können. Und wir sitzen, wir sitzen als Asset Managers auf diese Risiken halten von Geld. Das ist ja auch das Mark Carney-Projekt. Er sprach, er sprach ja von 130 Billionen, die er in Glasgow irgendwie zusammengekratzt hatte. Und so, so unappetitlich das ist, ist das das Only Game in Town. Es gibt immer Anreize, an, Anreize, Anreize innerhalb des bestehenden Besitzsystems, des bestehenden Vermögenssystems, an, an, Anreize innerhalb. Der ist bestehende Finanzstruktur, also das, was Daniela Gabel das Wall Street Consensus nennt, also aber, um Wall Street herum organisiert. Aber vielleicht, äh, vielleicht müssen wir das Game changen. Also das äh, System changen. Du bleibst jetzt immer noch im, im quasi bist jetzt sehr realist und sagst, okay, wir müssen äh, irgendwie im bestehenden System nee, ich meine, ich mein, was bis Bridgetown gemacht hat, ist, ich mein, zu das, sagen... Aber, das, aber ganz kurz, das bestehende ja, System könnte ja nicht nur Anreize schaffen, dass es keine fossilen Investments mehr gibt. Yes. So, das System bestehende System ja auch fossile Investments verbieten. Ja, absolut. Ja, selbstverständlich. Könnte es. Die Frage ist: okay, sagt mir die Mehrheit, wo wir das machen können und dann sollten wir das schwinden und möglichst schnell machen. Und wir sehen ja in Deutschland, wie das mit der, mit der Ölheizung prima lief. Und das ist die progressivste Regierung. Die es in der demokratischen Welt im Moment vermutlich gibt, in einem größeren, wichtigen Land. Unsere? Die Ampelregierung, ja, nennen nenn wir eine andere. Ja, weiß ich nicht, aber das ist, das ist progressiv bei uns? Ich, ich glaube, das ist. Die, die progressivste, die progressivste im Vergleich. Vergleich. Ach du Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es eine, eine andere gibt. Deshalb auch, deshalb auch das internationale Interesse an in dem, was die machen. Das Habeck-Ministerium wird von vielen Menschen weltweit beobachtet als im Grunde das leitende Experiment bei der Energiewende. Das ist vermutlich das einzige wirklich führende nationale Ministerium, wo man wirklich davon ausgehen kann, dass die bestimmenden Leute wirklich dabei sind. Das ist in praktisch keinem anderen der Land der Welt der Fall. Und ich sage das jetzt irgendwie nicht als Kompliment, sondern einfach nur als realistische Feststellung. Also wenn das das Maß des Möglichen ist oh und wir haben jetzt erlebt, was mit der Ölheizung in Deutschland los war, und dann kommt jemand mit einem solchen Text, denke ich: Okay, ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, mich mit solchen Sachen abzugeben. Wir haben, wir müssen, wir, aber was die, was die, was die jetzt in Paris diskutiert haben, ist interessant, weil man da gewisserweise die 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 Anleihestrukturen und das, was zum Beispiel die World Bank und das IWF anbieten können, verändern wird. Und das kann für einige Schwellen- und Entwicklungsländer tatsächlich eine, einen Unterschied machen. Das Lustige ist, ich meine, klar, du, äh, vielleicht hast du recht, dass äh, dass das progressivste, was wir jetzt im, im Westen haben, mhm. äh, ist aber selbst Habeck hat das, was ich jetzt quasi so ein bisschen umschrieben habe oder dir quasi entge entgegnet, der hat das ja selbst gesagt. Warte Der hat hier gesessen. Äh, ja. hat, das ist sein letztes Buch. Ja. Von hier an anders. Ja. Mit politische Skizze. Der ja. hat quasi auch über postkapitalistische ja, ja, Strukturen absolut. und so weiter geredet. Er redet jetzt anders ja, ja. und Quatsch vom grünen Wachstum genau. und so weiter. Aber er weiß ja auch was... Ja, ja. Wir wissen es doch alle. Ich meine, das ist, ja die, das ist ja eines der... Wir leben ja in einer Situation struktureller Hypokrise. Ich meine, wir wissen, es fehlt uns ja nicht an Einsicht. Ja. Wirklich nicht. Also deshalb komme ich immer wieder auf diese 4 Billionen. Wir haben ausbeziffert, also was wir brauchen und wo wir es brauchen und wie viel für was. Es gibt einen Plan im Grunde, der bereitsteht. Wir, wir, können, wir können der Verantwortung dieser Hinsicht in keiner Weise entweichen. Wenn das nicht geschieht, können wir nicht sagen, dass wir nicht gewusst haben, dass wir es hätten tun müssen. Wir haben mit den Sustainable Development Goals 2015, das gewisserweise ins Globale Recht irgendwie eingeschrieben mit einer UN-Generalversammlung, die, die in, in gleicher Weise wie die, Pariser, wie die Pariser Verträge zum Klima das zu, beschlossen hat. Und wenn wir das nicht tun, dann, dann scheitern wir einfach und, und an unserer eigenen Erkenntnis. Also, wir befinden uns tatsächlich in einem Zustand der. Ich meine, selbst ist ein bisschen komplex in diesem Sinne, aber ich man mein, versucht zu sagen selbstverschuldete Unmündigkeit. Nur das Problem ist natürlich Collective Action. Es geht ja nicht um die Einzelnen, sondern es geht darum, Machtstrukturen und politische Mobilisierung hinzubekommen, sodass da irgendwas geschieht. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich auch viele Interessen. Wir haben, wir haben diese Sendung ja. angefangen mit dem Adel. Ja, ja. Und der profitiert ja. von dem bestehenden, ja. 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 nennen wir es jetzt kapitalistischen ja. Ja. System. Und die Frage ist bekommen wir eine erfolgreiche Klima Klimawandelbekämpfung ja. hin, wie du sagst, trotz. Der Elite, trotz des Adels. Ich meine, äh, ich, yeah, ich, ich hätte jetzt nochmal yeah. hier fünf außerordentliche Kehrtwenden okay. vom Earth yeah. for All, von dem Buch. Yeah. Äh, die ersten beiden betreffen Umverteilung. Armut, erstmal hier, ähm, die sagen, einkommensschwache Länder benötigen andere Wirtschaftsstrukturen. Ein Ausgangspunkt ist die Reform des internationalen Finanzsystems, das hatten wir ja gerade schon gesprochen. Mhm. Das ist quasi äh, Umverteilung über das Finanzsystem. Das andere mhm. ist Gleichheit. Äh, die schockierende Ungleichheit muss beseitigt werden. Wichtiges politisches Ziel: die reichsten 10 Prozent verfügen bei weniger als 40 des Nationalen Einkommens. Also auch eine krasse Umverteilung. Mhm. Mhm. Äh, dann ein paar also Ermächtigung der Frauen, mhm. äh, dann Ernährungsrevolution, also mhm. weg vom Fleisch mhm. äh, und Energie, also Transformation mhm. der Energiesysteme. Mhm. Ja, hast du da grundsätzliche. Äh ich meine, ich mein, das sind, wenn man gewisserweise vom Endpunkt her denkt, dann kommt man auf solche Vorschläge. Ja. Wenn man vom gegenwärtigen Situation ausgeht. Ja, du bist nicht der junge Naiv, Adam. Was, was kriegen wir in den nächsten fünf Jahren hin? Dann nennen wir einen Aspekt davon. Ja, aber aber unsere, auch unsere Zuschauer sind vielleicht noch 50 Jahre dabei. Äh, du, musst ja. dir, du musst dir ja ein bisschen Mut machen, hoffentlich. <laughs> <Ob> die, <laughs> die, die Zielrichtung scheint genau die richtige zu sein. Ähm, beim Carbon-Problem muss man ja sagen, dass der allergrößte Teil des Problems nicht mehr in, einzelnen, in einigen westlichen Ländern konzentriert ist, sondern global in den oberen 10%. Genau, so, darauf, darauf, darauf wollte ich noch das mal hinaus. Ist, das ist, also, das ist ja, Es ist ja im Grunde unser Problem. Die also ja Menschen, die wie wir leben, Genau, das ist also die Die Genau, die reichsten sind auch die schmutzigsten. Ja. Äh, es gibt irgendwie ne, von Oxfam habe ich das hier. Es gibt eine Studie jetzt, oder mehrere von dem letzten Jahr schon. Ja. Ein Milliardär Adam, ja. ist so klimaschädlich wie eine Million Ärmere Menschen. Menschen. Ja, 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 absolut. Ja, klar. ja die, ober, die oberen 10 Prozent sind für praktisch was weiß ich, ich glaube 50% des globalen Ausschusses oder mehr zu, zuständig. Es muss, mehr, muss, muss, noch, muss noch mehr sein. Brauchen wir da, bauen wir da noch eine Erkenntnis oder können wir nicht da aus diesem Fakt was machen? Ich meine, wer ist das, wer, wer, du beziehst dich auf wir, wer, 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 ja, wer ist wir, wir in als Fall? Öffentlichkeit und so, also ich glaube wir beide gehören jetzt nicht dazu oder du, du unterrichtest, unterrichtest vielleicht die Elite, aber ich weiß jetzt nicht, ob du da auch die dazu zählst, aber zu Absolut, den ja. 10%. Achso. Absolut, nee. Ich meine, ich bin Carbon-Kriminell. <laughs> Selbstverständlich. Also so wie ich fliege, ständig unterwegs. Ich brauche, ich brauche dringend eine strukturelle Lösung für Flugverkehrsprobleme oder eben eine gesellschaftliche Struktur, die es, die es meinesgleichen ermöglicht, nicht zu fliegen. Aber in dem Job, in dem ich mache, fliege ich. Aber wie bekommen wir das denn immer? Es gibt ja noch. Reichere Menschen als dich. Das, ja, wirst, ja, das also, wirst du nicht abstreiten. Ja, nein, nein, nein. Ich will mich da absolut nicht ausnehmen. Du, ich aber denke aber auch, du hast man jetzt keinen Privatjet. Du hast keine Superjacht. Nein. Du hast keine Luxuswillen. Das sind, also nicht. die, Ver, die Verbraucher unfassbar. Ja, unfassbar noch, noch mal, ja. warum, warum schaffen wir es zum Beispiel da nicht, was Konkretes? Da hätte ja hätten ja 99,5 Prozent aller Menschen in jedem, ja, ja. in jedem Land nichts dagegen. Was, was richtig skurril war, wie, wie, wie es äh, vielen Parlament, Parlamenten so viel Spaß machte, den russischen Oligarchen ihre Jachts und ihre Flugzeuge wegzunehmen. Das war richtig köstlich zu sehen. Mhm. In diesem Moment merkte man, was geht und was nicht geht. Es geht offenbar. Also die, die Oligarchen im amerikanischen Senat und Kongress, die ja alle selbst ständig auf irgendwelchen Privatjets unterwegs sind, freuten sich diebisch darüber, den, diesen unmöglichen russischen Oligarchen die Flugzeuge wegzunehmen. Was lernen wir daraus? Dass es möglich wäre, eine, eine populistische Politik um, um diese Ungleichheit herum zu um Das ist populistisch. Populisch. Absolut, ja, yeah, klar. Okay. Yeah. Ich meine, im guten Sinne. Okay. Für gibt, mich ist Populismus kein, ist Populismus ist ein analytischer Begriff. Also diese zentristische Rede von irgendwelchen Leuten als Populisten, wie man als solche dann nicht. Populisten okay. sind im Grunde ja eine Form der demokratischen Politik unter bestimmten, mit, unter bestimmten Vorzeichen, okay. mit, unter bestimmten Prämissen und dazu gehört unter anderem die Mobilisierung des Volkes gegen die Minderheit, das Volk gegen gegen die Elite, wir gegen sie. Mhm. Und das ist ein sehr mächtiges politisches Mittel und durchaus kreativ und absolut historisch bedingt ein zentrales Element in jeder Umverteilungspolitik. Da sollte man mit Ernst machen. Aber ich meine, historisch gesehen ist ja eines der großen Rätsel der Demokratiegeschichte, dass das nicht ein längerfristig in meisten Ländern ein Läufer gewesen ist. Das war ja der Albtraum der Konservativen der Aristokratie im 19. Jahrhundert, wenn es eine allgemeine äh, Wahlrecht gibt, dann kommt es unmittelbar zur Enteignung. Und das, und der, das Erfolg ihrer Geschichte, der, der, ihr Erfolgsrezept seit dem 19. Jahrhundert ist, dass sie dem immer wieder entgangen sind. Und man sieht ja, wie zum Beispiel die Vermögenssteuer jetzt in Deutschland diskutiert wird, als indiskutabel und impraktikabel. Und, ähm, ja. und das, war, das war in Amerika auch nicht anders. Als Bernie Sanders und Elizabeth Warren mit Vermögenssteuer kamen, ich habe Larry Summers noch nie in dieser Form erlebt. Ich meine, er hat Saez zu Sau gemacht in Brookings. Es war unglaublich zu sehen, wie da die Messer gewetzt wurden. Also innerhalb des demokratischen Lagers, da wurde Blut vergossen, da wurde es ernst. Es war richtig, richtig interessant zu sehen, wie schnell da ich meine, Wealth Tax darf einfach nicht zur Debatte gestellt werden. Also das ist, da funktionieren die, da funktionieren die Grenzen hey. äh, mit, mit einer solchen Wucht und einer solchen Aggressivität, ähm, dass äh, da, wir kommen, da kommen, wir auch wieder auf diese Frage zurück. Was wäre, wenn Sanders der Kandidat gewesen wäre? Dazu habe ich jetzt noch eine eine letzte Frage, bevor wir zu so deiner yeah. Biografie nochmal kommen. Yeah. Ja, Hinweis, ihr habt noch ein bisschen Zeit, eure Fragen zu stellen. Bernie hat mal den Satz getwittert, glaube ich. Billionaires should not exist. Hm. Milliardäre sollten gar das nicht ist das existieren. Ist absurd, gell? Warum, warum, ja. Was ist, der, der Satz ist absurd? Nee, 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 die, die, dass es Milliardäre gibt, ist eine absolute Absurdität. Das ist eine, eine Herausforderung an die Legitimität der Demokratie, das überhaupt zuzulassen. Es ist unglaublich, dass, dass man sich das leistet geradezu. Warum machen wir das? Weil, will beim weil, Adel, oder weil Privatbesitz geschützt wird als Prinzip. Unbegrenzt. Unbegrenzt für alle, ja. denn die Oma, die, die, die kleine Rentnerin mit ihrem, mit ihrem Guthaben ist natürlich gleich mit Bill Gates und Elon Musk. Natürlich, natürlich das ist das gleiche Prinzip <laughs> unter dem rechtsstaatlichen Verfahren. Ich meine, da kommt man ja gerade wirklich, da kommen einem Sympathien für China und Russland, wo die Milliardäre richtig Angst haben. Die wissen ja von Tag zu Tag nicht, wie sie stehen mit der Macht. Ah. Und das ist, sie haben ja kein Rechtsstaat, die sie schützt in diesem Fall. Die, auf einmal kann ja dann alles weg sein. oder auf irgendeinem Grund, und sie haben ja alle irgendwelche Skelette irgendwo im Klosett, dann, dann werden die hervorgeholt und dann sitzt man auf ewig im Knast. Oder noch schlimmer. Und die Recht, der rechtsstaatliche Schutz in, in, im westlichen System ist ja, ist ja in dieser Weise nicht diskriminierend. Aber es, man kann ja, ich meine, da noch mit Anreizen oder irgendetwas in dieser Art zu argumentieren, ist ja rein zynisch. Wie werden wir die los? So, so, <laughs> ich meine, wir. Wie wird man? Ich mein, wir als Öffentlichkeit, als westliche Gesellschaften, als äh, ich, als Ich Gesellschaft denke nicht, können. dass es die geringste Chance gibt, dass wir sie loswerden. Oh Mann. Sorry. Ich meine, warum würde, Ich meine, und haben wir nicht einen ganzen Haufen anderer Probleme? Wir sollten sie nicht feiern. Wir sollten sie, uns nicht auf sie verlassen. Ja, aber, aber die, die sind doch diese, wir sollten von ihnen kein Geld nehmen. Aber die, aber die Probleme sind doch mit denen verbunden. Wenn wir hören, ein Milliardär ver, ver, verbraucht so viel CO2 wie eine Million ja, Menschen. Ja, was, was man möglichst tun sollte, ist, ihnen bestimmten Formen des Konsums zu verbieten. Das ist bestimmt wahr. Ja, Man, soll, man sollte Steuern auf, auf Flugzeuge und Schiffe erhöhen, noch und nöcher. Man sollte es zum Teil einfach verbieten, sie sollten ausgeschlossen werden von den westlichen Orten, wo sie hinfliegen wollen und hinfahren wollen. All das, aber, aber ich, das, sind, das sind politische Maßnahmen, die ungeheuer schwierig sind. Deshalb verlasse ich mich. Und ich sage es nicht mit Enthusiasmus, sondern ich glaube, dass der Pfad der Entwicklung hin über technologische Lösungen läuft, weil wir es politisch, gesellschaftlich nicht hinbekommen werden. Nicht weil ich ein Technik-Enthusiast, ein Technik-Fanat bin, sondern ich einfach an diesen Fragen. Immer wieder, da dreht man sich ja den Kopf wund an, an diesen Problemen. Da gibt es ja keinen Grund zu glauben, dass wir auf Lösungen kommen. Ich kann ja, wir können das Publikum mal fragen. Ja, bitte. Äh, ich ich, 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 ich sage das nicht mehr. Habt ihr eine äh, realistische Lösung für Adam, wie wir die Milliardäre loswerden? Ohne, ohne <laughs> dass wir den Kopf abschlagen. Okay? Das, das sagst du. Nein. Ich meine, das wäre eine Antwort. Eine plausible Antwort, aber ich meine, das. Nicht ist bei Jungen, ich. wir sind ein ne, humanistisches ne, Ich, du, ich, du bist humanistisch. okay, ich ja. bin gegen Todesstrafe für jeden. Ja, ja ich, ich auch. Ja. Todesstrafe ist. Äh, aber ich, das wäre ja dann nicht die gewöhnliche Tat. Das wäre mehr Volkeswut oder das etwas stimmt. in dieser Form. An der Todesstrafe ist das fürchterliche, dieses Absichtliche, dieses Verfahren, also dieses, diese mörderische Absicht, die sich, das, was sie in Iran machen. Also diese fürchterlichen Prozedere. Das, ja, das bringt einem ja das Schaudern. Kommen wir zu dir. Erstens, komm bitte nochmal wieder. Das ist super spannend und ja, macht, das sehr gemacht, macht sehr ja. Unterhalt. Ja. Also sagen, wir müssen mal über dich reden. Okay. Bist du denn mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden? Fangen wir mal so an. Wenn wir jetzt bei Reichtum sind. Gold nicht, aber ähm, mein Vater war Aufsteiger. Also mein Vater war erste Generation Uni ja. und ein sehr großes Tier in der globalen Molekularbiologie. Uns ging es also sehr gut. Wir waren, er war. Leiter einer europäischen Organisation lebt. Ich war, bin Eurobrat, also ich bin Kind eines europäischen Bürokraten, Diplomaten. Hatte, wir hatten diplomatische Nummerschilder auf dem Auto in Heidelberg als Kind. Also, ähm, Aber wie, wie ist man als Molekularbiologe Diplomat geworden? Weil Europa, als es nicht so richtig wusste, was es werden würde, dachte, es macht vielleicht große Wissenschaft. CERN ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, der Collider. Aha. Und sie dachten, sie machen Molekularbiologie. Uh, Double Helix und so. Und mein Vater war Postdoc bei Jim Watson gewesen, also der Mann, der diese Double Helix erfunden hat, war also so eine so eine kommende Nummer in der globalen molekularbiologie. Und mhm. er wurde dann Leiter dieser Organisation. Und uns ging es immer, wir waren sehr bequem, aber in der Familie ähm, führten wir mit seine Geschichte. Also er, ja, er war Arbeiterkind und lebte in einem Haus ohne Klo im, im Haus und erste Gen Also sein Vater Ging mit 13 oder 14 zur Arbeit. Also eine, eine klassische britische Aufsteiger, Aufsteig, Aufsteigergeschichte. Meine, Familie, meine Mutter kommt aus ganz anderen Umständen, ja. sodass wir das immer thematisierten: diese, dieses Gefühl, Geld ist sehr erstaunlich und neu wir wissen nicht so richtig, wie viel da, wir davon ausgeben können. Sehr interessant zu sehen in seiner zweiten Ehe als mein Vater eine Amerikanerin heiratete, die sehr selbstverständlich mit dem Geld umging, hm. wie sich dann auf einmal alles also änderte. Ich sage das nicht, es war rein objektiv, es war richtig kurios zu sehen, wie über zwei Generationen, sie war viel jünger, über diese 40 Jahre der Nachkriegszeit. Ich meine, meine Eltern waren beide im Krieg geboren und erinnerte sich an den Bombenkrieg, an die Armut danach, an die Austerität. Meine Mutter erinnerte sich sehr gut an das erste, ja, erste Apfelsine, die sie aß, 1950. Ja. Ähm, und ich meine, das war eine Welt ohne Autos, eine Welt äh, in, in, in der Straße, in der mein Vater aufwuchs, gab es ein Motorrad. Also in Birmingham, also in der Nähe von Aston Villa, dem Fußballclub. Da müssen wir irgendwann wieder hinkommen, ne? Keine ja, Autos. Ja, ja, Motorrad. genau. Und, und es, war, es war eine, ich meine, ich bin von dieser Generation gew gewisserweise, das Auto noch richtig neu war für die europäische Gesellschaft. Das war ja was, dass alle ein Auto hatten, waren. waren oder alle, die allermeisten ein Auto. Das war in den späten 60er, frühen 70er Jahren auch wirklich ein Novum, so richtig, richtig eine Berauschung. Darüber reden wir nächstes Mal, Überkonsum. Ja, ja, genau. Und, ähm, Was hat deine Mutter gemacht? Papa war sie, Biologe? Sie, sie, war, sie haben beide studiert, sie haben sich in Cambridge kennengelernt. Ich komme auf, auf meiner Mutterseite in eine sehr ungewöhnliche Familie mit fünf Generationen von in Unis ausgebildeten Frauen mittlerweile. Also bei wow. meiner, und meiner Tochter. Und. Ähm, das zeigt gewisserweise auch den Klassenhintergrund, also so eine bildungsbürgerliche äh, Schicht. Meine Mutter hat im, ähm, im Verlagswesen kurz gearbeitet, dann hatten wir drei Kinder, wir sind nach Deutschland gezogen, da gab es natürlich keine Kinderbetreuung, meine Mutter blieb also zu Hause. In Westdeutschland. Ja, ja genau, in der Bundesrepublik, genau, absolut, du hast vollkommen recht, genau. Nein, 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 ich bin in der DDR geboren. Ich habe hab einen Aufsatz darüber äh. geschrieben, ist genau das, also wir, wir, das war richtig schockierend. Mhm. Und ähm, dann ist sie nachträglich äh, wieder so. Sie hat für Nature dann Aufsätze sogar über den Klimawandel geschrieben. Also wir waren ja in Heidelberg, Brutstätte der, der grünen Politik. Sie kannte diese Heidelberger grüne Szene der 70er und 80er Jahre ziemlich gut. Sie hat einen sehr frühen Aufsatz in Nature über Artikel in Nature über Klimawandel in Afrika geschrieben. Äh, war also sehr. Wir, mein Vater ist jetzt gestorben, aber meine Mutter und ich unterhalten uns noch sehr viel, über, gerade über ökologische Problematik. Es ist für uns eine Schiene. Ich gehöre bestimmt nicht zur Öko-Szene. Das unterscheidet mich von vielen anderen Leuten, die sich für Klima interessieren. Also, ich bin nicht mal zweite Generation, aber bei meiner Mutter ist dieses Interesse sehr tief. Sie hat Botanik studiert. Ah. Und ähm, interessierte sich also immer für. Mein Vater war Molekularbiologe, also Naturwissenschaften waren bei Hat man sie in der Bibliothek kennengelernt total. wahrscheinlich, ne? Absolut, ja, ja, genau. Im, nee, ja, genau, in der Bibliothek und in, äh, in Vorlesung. Ja. Jetzt musst du mir sagen, ich habe nämlich gelesen, deine Großeltern. Jetzt will, ja. ich, jetzt will ich wissen, welche Großeltern, von Mama oder von Papas von, Seite? Papa, Papa, von Ma war, Mutter natürlich, ja, ja. Die waren KGB-Agenten in England. Mein Großvater, ja. Dein Großvater? Ja, ja. What the fuck? Ja, absolut. Ja, es war für uns auch eine Überraschung. So äh, ähm, ich nicht er erzähl dem mal. Also, also, <laughs> mal so. Ähm, wir sind 1973, 1974 nach Deutschland gezogen. Ich bin in deutschen Schulen eingeschult worden. Es gab dann immer Klassenausflüge und zum Teil waren meine, waren meine Großeltern da mit dabei. Und auf einmal merken wir erstaunt, dass mein Großvater nicht nur fließend Deutsch sprach, sondern sehr gerne mit den Müttern aus meiner Klasse flirtete. Also richtig, das hat ihm richtig Spaß gemacht. Und niemand dachte sich irgendwas dabei, das war 73 74. Und dann kam 86, glaube ich, die Veröffentlichung dieses skandalösen Buches über den Versuch, den fünften Spion im KGB Kreis im Zentrum der britischen Elite zu finden. Spycatcher hieß das. Mhm. Thatcher hat versucht, es zu verbieten. Mein Vater hat natürlich prompt auf einer, also auf einer Reise nach Australien sich in dem Flughafen dort ein Buch gekauft und auf dem Flug zurück merkte er: Oh Scheiße, mein, mein, mein ähm, Vater in law ehemaliger Vater, sie waren meine Eltern waren mittlerweile geschieden, ist in diesem Buch erwähnt als möglicher Kandidat. Und auf einmal machten dann die Family Stories so ein bisschen mehr Sinn. Mein Großvater erzählte immer Geschichten über Berlin, 32, 33, hat den Reichstag brennen sehen. Oh. Er war dann in Bulgarien, 34. Er war in Madrid, 36 gewesen. Und immer wenn man über den Kalten Krieg zu sprechen kam, wurde es recht schnell brenzlig. Aber niemand <laughs> erzählte viel. Es war eine englische Familie, man sprach bestimmte Dinge nicht offen aus. Und. Ähm, dann versuchte meine Mutter in einer Lebenskrise zum Judentum zu konvertieren und musste beweisen, dass ihre Eltern nicht jüdisch gewesen waren. Denn wenn sie jüdisch waren, vor allem ihre Mutter, dann musste sie ja nicht mehr. Und dann ging sie zum Public Record Office und stellte fest, dass mein ihr Vater ähm, zum zweiten Mal mit ihrer Mutter verheiratet war. Also, er hatte eine erste Ehe mit einer anderen Frau mit einem deutschen und jüdischen Namen. Aha. Und es stellte sich heraus, dass mein Großvater aus einer liberalen Familie, also einer Asquith, also anti, also eine, das der, der Flügel der liberalen Familie, der liberalen Partei, die gegen den Ersten Weltkrieg war, oder sehr zurückhaltend, also sich gegen den Krieg stemmte. Sie waren eingeheiratet in die Asquith-Linie, also es ist, ob man mit Bettmann Holweg verwandt wäre. Und dieser Teil der Familie war sehr eng verbunden mit über Medizin, sie waren Mediziner, waren sehr eng verbunden mit Österreich. Und nach dem Krieg wurde mein Großvater im sehr jungen Alter, erst durch die Kriegsspitäler geführt. Er hat, er hat die Kaskölle gesehen, wie bei Dix und Grosch, also die zerschoschenen Gesichter, die Gasverwundung, das hat er alles als, junger, als junges Kind mitbekommen. Sein Vater hat ihn umgeführt, durch die Krankenhäuser, die er verwaltet hat. Er hat ein großes regionales Krankenhaus geleitet für einen Teil der Westfront. Und nach dem Krieg hat er ihn bewusst nach Wien geschickt, in die Hungersnot hinein, um bei seinem Kollegen gewisserweise die Welt zu sehen. Und, und als, als, als Schüler. Als oder? Schüler, okay. als, als wie du jetzt in Amerika diese mhm. Erfahrung gemacht hast. Und wenig erstaunlich kommt er als Anti-Imperialist zurück und äh, verschreibt sich einer Anti-Kriegspolitik, mhm. entscheidet sich dann 32 bei Rube in Berlin, äh, Agrarwissenschaft zu studieren, weil er die Bauernfrage aufgreifen will, hat mit Keynes unter anderem korrespondiert, hat einen ersten Aufsatz geschrieben über die NS-Agrarpolitik. Habe ich nachträglich bei meinen eigenen Forschungen festgestellt. Also so scheiße, das ist ja mein Großvater <laughs> und hat sich verliebt in die Tochter eines äh, hohen KPD-Funktionärs in Berlin aus äh, jüdisch-deutsche ja. äh, KPD-Familie. 33 kommt, macht Ergreifung, Greifung, heiratet sie, um sie um sie rauszubekommen. Und sie gehen nach England zurück und äh, Fürchterliche Story, es ist auch bei Philby der Fall, also verliebte sich auch in eine, in eine deutsche Kommunistin. Ehe ist ganz dramatisch und fürchterlich wohl, geht langsam in die Brüche. Mein Vater verliebt sich unterdessen in meine eigentliche Großmutter, die auch CPGB, KP, also, also britische kommunistische Partei, sie war die Vorsitzende des Oktoberclubs in, in, in uh, Oxford in den frühen 30er Jahren, hat. Uh, Volksfront, internationale Politik betrieben, für Frieden, äh, die großen, diese großen äh, st äh, äh, Stimmenerhebungen, äh, nee, wie heißt das, äh, wenn, man, wenn, man die, wenn man die Unterschriften sammelt für, für gewisse Weise den globalen Frieden. Sie war eine der Organisatorinnen. Petition, diese, ja. Petit, ja, genau. Mhm. Und ähm, irgendwann mal 36, 37 wird mein Großvater dann vom KGB, KGB rekrutiert. Und was für sie wohl sehr wichtig war, ist, dass er in Trinity Cambridge war, das ja die Brütstätte war das, das eigentlich erfolgreichen, der eigentlich erfolgreichen Gruppe, aber als einziger dieser Gruppe dann auch in Trinity Oxford studiert hatte. Und die Idee war, über meinen Großvater gewisserweise einen zweiten Kreis in Oxford aufzubauen. Und was mir die Russen gesagt haben, ist, dass er zwischen 37 und 39 sehr, sehr aktiv war und sogar gewisserweise in Überfülle rekrutierte. <laughs> und dann kam der Hitler-Stalin-Pakt, und mein Großvater war sehr eng mit Cripps, also mit dem linken Vögel der Labour-Partei. Und die ging dann in die Opposition. Und Cripps ist ja dann der britische Botschafter in der Sowjetunion während dem Ersten Weltkrieg, also Kriegsmann, also linke, hm. linke Volksfront gegen, gegen den Faschismus. Und dann hört der Kontakt mit der sowjetischen Botschaft auf. Aha. Bis zum 23. Juni 1941. Und am Tag davor ging dann dieser Aufruf durch die Welt, dass alle Mitglieder also der, deutsche, der Partei... Also war der deutsche Überfall auf 22. Juni war der und die... Moskau äh, und die Kommentaren gibt diesen Aufruf hinaus an alle Parteimitglieder, sich um die Sowjetunion zu versammeln. Ah. Und am Tag danach kommt er in die Botschaft mit einem, äh, mit einem Riesencontainer mit äh, Blaupausen für die Radarforschung, an der er in den letzten zwei, drei Jahren gearbeitet hatte. Und zwischen 41 und 43, 44 versorgt er die Sowjets mit Material aus der britischen Radarforschung. Ähm, das ist also diese vor allem für ähm, auf See, also diese diese die die Möglichkeiten ähm, At äh, Atelierbeschuss auf nicht sichtbare Ziele zu leiten. Das war eines der Projekte, an denen er arbeitete. Und dann wird er aufgedeckt und äh, so wie das im britischen F äh, äh, Während des Krieges, als natürlich Großbritannien mit der Sowjetunion engst alliiert war, und es wäre peinlich gewesen, da viel zu viel daraus zu machen, und mhm. äh, es wurde ihm einfach vom, von dem britischen Abwehrdienst gewisserweise äh, er wurde von denen ähm, verhört und äh, gab dann Moskau zu wissen, dass er gewisserweise aufgedeckt, aufgeflogen ist und dass da nichts mehr weiter zu machen ist. Und der Kontakt endet, glaube ich, 1947 äh, mit den Sowjets. Ähm, aber ich habe hab hab den Rekrutierungstelegramm gesehen in Moskau. Und ähm, äh, sie haben nie darüber gesprochen. Also, also, all das, weiß ich nur aus der akademischen Forschung. Das wollte ich gerade wissen: hast du mit Opa mal gesprochen? Nein, nein, also nein. Ich meine, man hatte, ich hatte zu viel Respekt vor ihm. Er war auch ein angsteinflößender Mann. Also, mit ihm war nicht zu spaßen. Und hm. diese Geschichte, als sie wirklich aufflog, war, sie waren so Mitte 80. Also, ich hatte auch Sorgen um ihre Gesundheit und um meine Beziehung zu ihnen. 86 war sie, ja. Yeah, äh, hm. und, ähm, Ach, hast du dich nicht getraut mit denen darüber zu Nein, ich, ich, und auch aus Respekt nicht. Ja, ja. Ich meine, äh, wenn sie nicht darüber reden wollten. Aber es gab Momente, die eigentlich nur mit einem solchen Menschen denkbar sind, wo er irgendwann mal zur Hochzeit von Tony Blair zu mir meinte, ich meine, was sie interessant ist, das, was sie gemacht haben, ist, dass sie ihren Kommunismus in ihren Marxismus übersetzt haben in einen tiefergehenden oder weitergehenden Materialismus. Das heißt, sie haben sich in eine, sie haben bis zu ihrem Lebensende gearbeitet. Und mein Großvater ist über seinen Word-Processor gestorben. Also es spät nachts hat seine, er ist dann hatte eine Kataraktoperation, er konnte wieder sehen, er war total guter Dinge, hat viele viele Arbeitsprojekte gehabt und ist über den Computer irgendwann mal spät nachts eingeschlafen. Und ich, Persönlich kann ich mir kein besseres Ende vorstellen. Und ähm, sorry, ich muss mich. Ja. Kein Problem. Ja. Ähm, ja, ich meine, es waren sehr beeindruckende Personen. Er und meine Großmutter zusammen. Sie waren ja ein Paar. Wenn man ein solches Geheimnis hüten muss, mhm. merkst du, wie wie sie das als Paar gemacht haben. Also sie hat zum, sie tranken beide sehr gerne, aber sehr sehr reguliert. Und es war klar, dass er sich nie betrinken durfte. Und, und, und es das war nicht Alkoholismus, Sonst so verquatscht war Quatsch. Ja genau, nicht. genau. Es war also wie du, diese Selbstregulierung. Und ähm, aber was sie was sie durchblicken ließen, waren diese Momente, wo jemand zu dir sagt. Irgendwann mal im im Garten äh, im Sommer meinte er zu mir haben Tee gemacht und wir saßen draußen, und er meinte: Ja, Adam, er, er, ich, war, ich hatte ja, ich machte Geschichte, Wages of Destruction haben sie noch gesehen, mhm. oder jedenfalls meine Großmutter. Und dann, dann meinte er zu mir: Ja, vielleicht haben die Sozialdemokraten doch recht gehabt. Und ich meine, das sagt dir eigentlich nur ein Kommunist. <laughs> mir niemand anderes sagt das. Vielleicht haben die Sozialdemokraten doch recht gehabt. Und, ja. und ich meine, das, das waren die Momente, wo. Sie durchblicken, lesen, okay, ich weiß, dass du weißt, oder du weißt mehr, als, wir wissen jetzt beide mehr, als wir jetzt aussprechen. Und ähm, ja, ich, ich hatte eine große Ehrfurcht vor sie. Und sie waren die einzigen, die einzigen Menschen für mich als Kind, die meine Bilingualität mittragen konnten von englischer Seite. Hm. Also mein Großvater war der wirklich das einzige Familienmitglied, außer meiner Mutter und meinen Geschwistern. Und für die ist auch dieser Internationalismus selbstverständlich und begrüßenswert. War. Es war super, dass wir in Deutschland waren, in Europa. Sie haben Le Monde als Tageszeitung genommen, und für sie war, war dieser Internationalismus einfach Kern ihres Wesens. Und ähm, ja, wenn ich Twitter mache, ist das für mich gewisserweise eine Nachahmung ihres Frühstückstisches. Also das war für Sie, jeden Tag liest man alle Zeitungen der Welt und dann bespricht man, was jetzt gerade in Le Monde über dies steht. Und ja, was ist jetzt beim Guardian? Haben, die, haben, haben Sie die gleiche Meldung über, was weiß ich, WTO-Verhandlungen? Ich 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 weiß ich erinnere mich noch genau, wie meine Großmutter sich diebisch freute über diese Genua-Proteste gegen das WTO. Und das war für Sie genial, dass irgendwie jetzt diese revolutionäre Gewalt wieder losging. Das fanden Sie, also richtig, es war richtig überraschend. Im Nachhinein weiß man ein bisschen klar warum. Aber es waren Menschen, die 1910 geboren, als es keine Autos, kein Frauenwahlrecht gab, die, also nur Großmutter vor allem, hatte ganz ausgebaute, also wirklich elaborate Meinungen zu verschiedenen Versionen von Word für Windows. Denn sie war schreibend, sie war ein bisschen um ihrem Lebensende schreibend und das war jetzt auf einmal die Technik, mit der sie schrieben und sie fanden das wirklich komisch, dass es diese Korrekturfiguren gab. Und also sie haben wirklich über ihr Leben, über fast 90 Jahre, ständig irgendwie diese Gegenwärtigkeit behalten, bis zu ihrem Lebensende. Und, ähm, und das kostet natürlich und man macht Entscheidungen, die man nachträglich vielleicht bereut und zum Teil wirklich schwerwiegende Entscheidungen. Aber Sie haben diese Entscheidungen getroffen und wirklich mit Einsatz, unser Einsatz von, von allem gewisserweise. Ich meine nicht, weil Sie Oberschicht-Engländer waren und dann im Grunde selbst nach der Aufdeckung ging ja niemand ins Gefängnis und es ist nicht so, dass Sie im Gulag landeten. Ja. Aber was mit ihnen hätte geschehen können, wenn sie in Moskau gewesen wäre, das wissen wir ja. Ich meine, die Risiken waren reell für, für Genossen in, in, ihrem, in ihrer Situation. Weißt du, ob dein Opa jemals auch in Russland war? Und ja, da ja regelmäßiger. Schulungen gehabt hat und sowas? Ja, ich weiß nicht, ob Schulungen, aber ich meine, sie waren regelmäßiger Besucher dort. Er arbeitete dann im Bergbaugebiet. Also, er war zuständig für Sicherheit und Forschung für die verstaatlichten. Die Bergwerke wurden ja von der Labour-Partei nach 1945 verstärkt. Also, das ist dieser Riesensektor. Man muss, ja, man muss sich ja Großbritannien wie Saudi-Arabien oder Russland für Kohle vorstellen. <laughs> nee, das war der größte, weltweit größte Exporteur und die, die britischen Berg, Bergarbeiter ich, ich waren. Ich lache über Analogie. Das, ja, das, das ja, ist ja. Aber es ist, das ist David Edgerton's Beispiel. So. Ähm, und. Ähm, dieser Sektor wurde dann verstaatlicht. Das war ja also diese, diese Welle in Großbritannien. Das war nicht wie in Osteuropa, aber für Westeuropa war das ja wirklich ein, ein dramatisches Moment. Also die, die britischen Wahlen wurden ja in Italien gefeiert, in Frankreich gefeiert. Also meine und, 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 ähm, Bergbau stand im Zentrum allem. Also wenn Großbritannien Kohle exportieren kann, dann kann gewisserweise Westeuropa ja leben. Das war ja dann essentiell für, die, für, die, für den Wiederaufbau. Mhm. Und ja, und er war im... Forschungs- und Sicherheitsbereich, dann der, der, der Leiter dieses gesamten Bereiches. Was dann auch natürlich auch eine tragische Verantwortung mit sich bringt, weil der Bergbau ja massiv ausgereizt wurde im Krieg und danach. Und man sieht es ja in dieser Crown: ich weiß nicht, ob du diese, diese Netflix-Serie mit diesem Bergbau-Desaster. Das hat unter anderem, hat er mit zu verantworten. Die vierte Staffel oder so mit Thatcher. Ja, was, ne? genau. Nee, nee, nur vor Thatcher. Das, vor war, Thatcher. das ist ja der große Streik. Ah, ja. Es gibt diesen Moment, wo eine Halde gewisserweise ein, ein Dorf überschüttet. Mhm. Das sind ja diese Risiken beim Bergbau, dass man die, dass das, äh, dass man diese von Instabilen, ähm, das ist ja der, der, nicht die Kohle, sondern das, was aus dem Berg genommen wird. Und das überschüttet ein Dorf. Und... Ähm, Sie haben also diese gesamte Epoche des wirklich kochspieligen Aufbaus hautnah mitgemacht. Sie waren in Sheffield, nicht mehr in London, also im, Mittel, im Mittelpunkt der Black Country. Also alles war wie, wie in Ostdeutschland. Alles war hier war es Braunkohle in, in Großbritannien war es die, die schwarze Kohle. Alles war schwarz. Du hast nie mit Opa darüber gesprochen, hat dein Vater darüber gesprochen? Also wie haben, wie haben die denn reagiert? Das muss ja noch mal was. Ganz anders weißt <laughs> mein, du mein Vater kam von der rechten Seite, weil ich meine, er war aus seinem Hintergrund <laughs> kommend. Ich meine, Arbeiter, ich meine, Aufsteiger Arbeiter ja. dieser Typ. er war absolut thatcher Man, hatte keine Geduld für. Ich meine, das ist ja auch typisch. Er kommt ja aus Birmingham. Das ist ja die jingo Hochburg. Also der, der Sozialimperialismus von Chamberlain wird ja in Birmingham geschmiedet. Das ist ja die, die Stadt, wo diese, wo diese Formel geschmiedet worden ist. Und das ist dieses Milieu der Arbeiterschaft, die in den neuen Industrien waren, also nicht in Kohle und um, Textil und Schiffbau und schwere, schwere Maschinenbau, sondern Autoindustrie. Also sein Vater arbeitete sein Leben lang im, bei Lucas, also bei den bei dieser fürchterlichen. Also wirklich, bei mal bei oldtimer's ist das immer ein Problem, wenn Lucas Elektronik dabei ist, dann, dann funktioniert das Auto nicht. Aber das war Groß, Großbritannien war der größte Autoproduzent Europas nach 1945, nicht Deutschland. Deutschland kommt ja erst ganz spät. Dort, mhm. England und Frankreich sind die großen Autozentren und Coventry, Birmingham waren deshalb auch die Bombardierungen im Krieg, ah. war ja das Zentrum dieser Industrie, die Autos und natürlich Flugmotoren hergestellt haben, also Rolls Royce für, für die RAF, die, die Spitfires und die Lancaster. Mhm. Und ähm, da gab es eine hochentwickelte elektronikbranche bosch im grunde ist es eine, eine minderwertige äh, äquivalent zu bosch und er arbeitete sich dort als, als bürojunge zunächst und hoch sein ganzes leben lang und dieses milieu ist typisch konservativ äh, boulevardzeitung lesend rechtswählend nicht gewerkschaftlich organisiert und mein Vater war also so ein typisches Produkt dieser Aufstiegs. Es war wirklich so eine Opposite-Attract-Story. Wie, wie hat der reagiert, als das mit deinem Opa rauskam? Es war für ihn gar nicht... Ich meine, meine Mutter hat ihn ja geheiratet, um sich vor meinem Großvater zu schützen. Also <laughs> wenn man das wirklich plump sagen darf, das war ja der, der Plan. Also du brauchst einen mächtigen Mann aus der anderen Ecke, der vor dir steht. Um, ja, ich meine, das ist die... Also plumpe Lesungen in, in, in der Psychodynamik. Und ich meine, es erinnert an, ich weiß jetzt ist diese Frante-Romane mir reingezogen und ich ähm, meine, diese Geschichten sind, sind so. Ich, 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 ja, ich, ich, war, ich war richtig berührt von dieser, von dieser romanhaften Darstellung der Entwicklung äh, Italiens äh, in, der, in der Nachkriegszeit, weil, weil das wirklich auch durch durch die, die Erfahrung von viel mehr europäischen Ländern durch halt diese Genderbeziehungen, die Ehen und wie sie funktioniert haben zu Zeiten des Wirtschaftswunders. Sehr komplizierte und interessante ähm, Dynamiken. Zum Schluss letzte Frage. Yeah. Du musst ja nochmal wiederkommen, dann reden wir über äh, ähm, deine Promotion. Also mein. <lacht> <Ja>. <lacht> Du hast dich mit das Nazis beschäftigt. Ja, ja. Ich habe mich mit Nazis beschäftigt, in der Tat. Du hast, es gibt ja auch andere deutsche Podcasts, wo du darüber schon geredet <laughs> hast. Darum äh, können wir ja ander mal drüber reden. <laughs> Was wolltest du als Kind werden? <laughs> ich bin Baden-Württemberg groß geworden. Nicht, nicht Spionen, bestimmt. Ne? Nein, nein, gar nicht. Nee, ich wollte, ich wollte, ich wollte äh, Maschinenbauer werden. Ich wollte, ich wollte schnelle Motoren bauen. Aha. Ich meine, ich komme, ja aus, ich komme ja aus, dieser Ecke in der, in der Nähe von Hockenheim, äh, BMW, Mercedes, Porsche waren die Ideale. Ich wollte, ja, wollte Maschinenbauer werden, wirklich. Ich, hab, ich, ich weiß auch viel zu viel über Motortechnik. Wo bist, warum, warum bist du nicht und, geworden? Ähm, Meine ich meine, unter anderem musste ich wählen. In England muss man ja wählen. Ich musste, ich wurde gezwungen, mit 16 zu entscheiden, ob ich Naturwissenschaften oder eher Geisteswissenschaften, Sozial Sozialwissenschaften mache. Das ist ja steckt ja im englischen Bildungssystem meiner Generation. Mhm. In den 80er Jahren musste, hattest du nur drei Fächer im A-Level, also buchstäblich nur drei, sonst nichts, nur drei Fächer. Und ähm, obwohl ich Mechanik liebte, habe ich habe ich das bleiben lassen. Ähm, aber es war auch, es war, da war auch wirklich Klassendünkel im Spiel. Also meine Eltern hatten Angst davor. Ich meine, das war ja auch das Metier meines Großvaters. Die waren ja, die kamen ja. Das, das habe ich, so, ich das ist so gar nicht so richtig, jetzt wo ich dir diese zwei Geschichten nebeneinander erzähle, ja. merke ich das auf einmal. Ja, das Auto war für sie irgendwie was, was, was Neuartiges und Ekliges und Verpöntes und Besser, Geisteswissenschaftler oder Beamter, Civil Servant, also Fast Stream, Treasury, so eine Karriere, oder mhm. Naturwissenschaftler als Historiker war für sie viel einfacher zu, wäre, ist sehr viel einfacher, auch für meinen Vater, sehr, sehr einfach, viel einfacher zu verdauen als wenn ich jetzt in die Industrie gegangen wäre. Der also, arbeitet mit seinen Händen. Ja, ja, nein, 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 aber das war nicht, das war für sie gar nicht, äh, ja, es ist, ist, ist mir ein bisschen rätselhaft. Also ich hatte wirklich das tiefe Gefühl, dass das praktisch also das war so ein bisschen Tabu, so in, in der sex -Ecke. also so Sachen, über die man lieber nicht sprach und vor allem ein junge sich für diese schnellen Autos interessiert und, und das war wirklich eine ja eine verpönt und ich habe das dann auch, das verinnerlicht glaube ich, hm. aber viel mitgenommen von der Zeit und äh, dass Autos jetzt wieder so zentral sind, überrascht mich gewisser Militärgeschichte auf der einen Seite. Was schon immer ein Febel gewesen ist, auch ein Teil meines Hintergrundes in England der damaligen Zeit. Wir hatten ja kein Science-Fiction, Star Wars war ja noch nicht da, Zweiter Weltkrieg war alles. Also die gesamte Fantasie drehte sich über Lanzerhefte. Hm. Also das war wirklich die Story. Und Autos, ja, das waren die zwei. Erst danach kam Star Wars, was ja im Grunde auch ein Narrativ des Zweiten Weltkriegs ist. Die, die Bösen sehen ja aus wie die Nazis. Und. Und erst danach, in den 80er Jahren, löste sich, glaube ich, mit Tech und mit den Computern kamen neue charismatische Objekte in unser Leben hinein. Aber für meine Generation waren es noch diese, diese Errungenschaften der unmittelbaren Nachkriegszeit, die so, so geil waren und aufregend. Adam, ich bin trotzdem froh, dass du Historiker geworden bist. Ja, ich auch insgesamt. Es war ja. super spannend. Ja, hat mir Spaß gemacht. Komm bitte wieder. Mach ich. Ja. Und... Äh Jetzt kommen die Fragen der ja. des Publikums. <laughs> da freue ich mich auch drauf. Um, um Maurice. <laughs> ah, hi Adam. Hi. Das Publikum fand es auch spannend. Es wurde munter diskutiert. Ja, ich äh, ich glaube, äh, yeah. ja, glaub, viele hätten auch äh, noch länger <laughs> zuhören können. Klebten yeah. die quasi äh, an den Lippen, weil äh, vieles äh, man so dann nicht gehört hat. Die häufigste Frage, die gestellt wurde, yeah. auch schon vorab im Forum, yeah. äh, ist die nach deiner Warnung vor Christian Lindner als <lacht> Finanzminister. <lacht> ja. Wie siehst du das heute? Hast du zu Recht gewarnt? Ist es schlimmer oder besser gekommen? Also, wir haben offensichtlich zurecht gewarnt. Und ich, ich will verdeutlichen: das war ja sehr klar in unserem Statement, aber das wird zum Teil falsch interpretiert. Es geht ja nicht um die Person. Es geht ja wirklich um diese strukturelle Analyse. Was geschieht, wenn in einer solchen Koalition, die ja neuartig ist in ihrer Struktur, der liberale Mann in diesem Fall den Finanzministerposten bekleidet? Und wie ich jetzt festgestellt habe, eigentlich hätte ich das wissen müssen, aber in den Vorher gegen Koalition mit der FDP war es ja nicht der Fall, dass die FDP den Finanzminister gestellt haben, sondern traditionell infolge Folge Erhards den, den Wirtschaftsminister, Lambsdorff zum Beispiel, äh, oder Außenminister. Und dann kam, konnte gewisserweise von links ein Dahrendorf oder so dazukommen. Also, es ist, ich bin ja, ich identifiziere mich, identifiziere mich ja selbst als Liberal, infolge in von Keynes, nicht jetzt als Sozialdemokrat zum Beispiel. Also für mich ist das eine Strukturfrage, wo sind Liberale gefragt, wo können sie mehr Gutes als Schaden anrichten. Und gerade in der deutschen Situation, in dieser Koalition, das mhm. ist ja was anderes, wenn die CDU zum Beispiel mit ihnen regiert, dachte ich, okay, das kann nicht gut gehen. Woran ich natürlich auch dachte, war die zweite Merkel-Regierung, die zur Zeit der Eurokrise bestimmend war. Das war auch eine enge Koalition mit der FDP, kleine Mehrheit sehr sehr heikel für sie, wird unterschätzt als Teil des deutschen Dramas. Insgesamt denke ich, dass gerade jetzt auch mit dem neuen Bundeshaushalt genau das Eintritt, was wir eigentlich erwartet hätten. In der Zwischenzeit gibt es natürlich diese Fondlösung. Mit dem Krieg ist ein weiterer dazugekommen. Das ist die offensichtliche Lösung. Man umgeht die Schuldenbremse, indem man das ausnimmt, was von vornherein schon immer hätte ausgenommen werden sollen, nämlich die Investition. Das wäre dann im Grunde einfach nur die 90er Jahre goldene Regel gewesen. Jordan Brown hatte ja auch eingeführt in Großbritannien. Ist ja, kann man ja mitleben. Ich meine, aus konjunkturpolitischen Gründen macht das gar keinen Sinn, aus prinzipiellen sowieso nicht. Aber wenn man da irgendwie ansetzen will, Sagt man sich so, laufende Ausgaben sollten sich decken und Investitionen, das machen wir über Schulden, das tun ja die Unternehmen auch oder sowas. Also mhm. so eine Ratio. Und darauf läuft es ja hinaus. Der große Schaden, den wir befürchtet haben, der ist ja im außenpolitischen Bereich und das, das ist ja gerade ähm, in Europa das Fall. Und was wir gesehen haben, ist durch diese zweite Krise, durch diese Doppelkrise, zuerst Covid und jetzt mhm. Ukraine, Verschiebt sich der Tag der Entscheidung in Europa immer wieder, sodass wir ja. immer noch nicht wissen, glaube ich, ob bis zur deutschen Wahl das überhaupt ernst wird. Aber alles, was wir bisher gehört haben, ist, entspricht, ich meine, als er diesen, diesen leitartikel in der FT geschrieben hat, dachte ich, ChatGBT hat das für den gemacht. Also <laughs> schreib mir einen. <laughs> einen, einen, einen Leitartikel, der beweist, dass ich nicht zugehört habe. Äh, mit dieser Formel an 60% und 3% ist nicht zu rütteln oder so. An diesen Wahrheiten müssen wir festhalten. Ja. Ich meine, das, was mich einfach verblüfft, ist diese. Diese bestimmte Form des Liberalismus, also sich gewisserweise technikoffen, das ist ja das Plädoyer bei Dürr und so in der gesamten Heizungsdebatte, technikneutral, das heißt technikoffen zu sein, aber dann bei den Finanzen, sich aufs Ängste festzuschreiben und irgendwie da das Natur, die Naturlogik und das Naturrecht wieder zu entdecken und hier muss man sich irgendwie mhm. festmachen, wären für meine Begriffe natürlich ein wirklich nicht nur offener und prinzipiell zu befürworten, sondern einfach nur realistischer Liberalismus im Moment alles offen lässt erstmal und alles verhandelbar machen muss. Ja. Im Rahmen des Möglichen. Und das ist dieser bekannte Keynesianische We can afford anything we can actually do. Und das Problem ist, das actually doing. Da steckt sehr viel drin, wissen wir jetzt. Politisch, technisch, gesellschaftlich. Mhm. Das actually doing ist das Problem. Ähm. Und ja, in diesem Sinne leider bewahrheitet sich das. Mal sehen, ob es in Europa ernst wird oder ob, wie man es mir ständig sagt, Adam, Sie meinen es nicht so ernst, Sie sind im Grunde pragmatisch. Sie verstehen auch ein bisschen was von VWL. Der Feld ist nicht ganz dumm. Die Texte lesen sich nur nicht so pragmatisch. Die lesen ne? sich nicht so. Mach und <laughs> ich stritten uns gestern darum. Und, und ich fragte, ich meine, wie kann man in der FAZ einen Aufsatz veröffentlichen, in dem es heißt, mit Schulden ist bekanntlich kein langfristiges Wachstum zu machen? Wie kann man einen solchen Text veröffentlichen? Und wie lässt das die FAZ zu? Seine Berater sind nicht doof. Worum geht es da? Und Bachmann hat dann aufgeführt vier prinzipielle Gründe, warum man mit Schulden tendenziell über staatliche Ausgaben tatsächlich Wachstum anfachen kann. Und das geht um Bildung und Forschung. Es geht um Infrastruktur. Sehr interessanter Punkt. Es geht um die Ermöglichung von Anballung. Also gerade nach dem liberalen Prinzip: Wie machen wir es ertragbar, dass Ressourcen an die, in die Hitzestellen hineinfließen? Und dann geht es um Aufholjagd. Also wenn, wenn Möglichkeiten da sind. Mindestens. Eins, zwei und drei sind sehr gute Gründe, glaube ich. Und ähm, für die Schuldenaufnahme bei Chips bin ich bekanntlich ein bisschen skeptischer. Und, ähm, und Bachmann meint ja, er versteht es doch vollkommen. Ich meine, der ist ein kluger Mann. Und die Frage, die Frage ist also, warum machen Sie solche dummen Sprüche? Und mhm. was ich Ihnen vorwerfe, ist, dass das nicht harmlos ist. Sondern worum es mir dann geht, ist gewisserweise der Schaden, den man damit an den öffentlichen und demokratischen Diskurs anrichtet. Denn das ist Volksverblödung. Das ist postfaktisch. Das ist, das ist das, was man den Populisten vorwirft. Ja. Und gerade die Liberalen werfen es der AfD vor, in Abgrenzung von der AfD. Und Vernünftigkeit ist gefragt. Und, ich will nicht und sagen, fordern sogar Finanzbildung genau, sehr häufig, genau. explizit als genau. Begriff. Und, und ich meine, ich will nicht sagen, dass es. Dass es einfach ist. Und wir haben es ja gemerkt in dem Austausch jetzt mit Tilo. Ich meine, Realismus im Moment schmerzt. Realismus ist nicht einfach im Moment. Aber wir sollten uns zumindest anstrengen und den Leuten nicht vorgaukeln, dass, dass Italien auf 60 und 3 runterkommt. Und das ist und das sogar als Prinzip etablieren, sondern das ist ein 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 Felsen, an dem die die Eurozone zerschellt, wenn man das ernst nimmt. Ja. Und ähm, wir können uns keine unernste Rede leisten im Moment. Und das, was man verlangen muss von gerade auch von liberalen Politikern, ist, die Leute wie es heißt mitzunehmen und zwar auf einer realistischen Reise. Das heißt, es ist ein ziemlich schwerer Vorwurf in diesem Sinne, ähm, äh, dass dadurch, dass dadurch einen ein Schaden angerichtet wird von der Mitte aus in, in äh, am demokratischen Diskurs. Unter anderem geht es mir natürlich auch unter, auf, um die Unterwanderung dieses blöden, zentristischen Populismuskritik, die ich einfach nicht mm. haben kann. Ich meine, eine, eine Frage, yeah. die äh, damit zusammenhängt, die auch gestellt wurde, ist, äh, sinngemäß wiedergegeben, führt diese Austerität? Yeah. Und ich würde jetzt hinzufügen, yeah. auch dieser, dieser verblödete Diskurs yeah. am yeah. Ende dazu, dass die AfD in ihrem Rechtspopulismus gestärkt wird? Ja, das kann sein. Ich bin da. Ich bin da das einzige, was mich darin hindert, ja zu sagen, ist, dass ich die sozialpsychologisierung der AfD-Wählerschaft auch wiederum prinzipiell ablehne. Das ist kein demokratischer Umgang. Ich halte es für eine selbst sich selbst erfüllende Diagnose. Ähm, ich halte es da mit der amerikanischen äh, Diagnose von What's Wrong with Kansas. Äh, äh, wir verachten sie und sie wissen es. <laughs> und sie verachten uns zurück. Mhm. Und diese Rede, dass gewisserweise über irgendwelche sozialökonomischen Effekte dann diese Wählergruppe behavioristisch dazu gemacht wird, irgendwo anders ihren Kreuzchen hinzumachen, das scheint mir nicht der richtige Ansatz, auch prinzipiell nicht, für eine demokratische Auseinandersetzung mit der AfD-Wählerschaft. Hilft es? Kann nicht helfen. Kann absolut nicht helfen. Ähm aber da gibt es, glaube ich, auch andere Wege. Ich, ich will jetzt nicht die Autorität deshalb bejahen, ja. aber selbst bei Austerität gäbe es Möglichkeit, sich mit der AfD-Wählerschaft auseinanderzusetzen. Also ich will die zwei Sachen voneinander etwas trennen, mhm. will aber damit nicht verneinen und ich halte es wirklich für... Ich, ich habe Veranstaltungen auch in Amerika beigewohnt, in denen hochstehende, bestdeutsche Vertreter verneint haben, dass gewisserweise die die Marginalisierung, die Prekarisierung großer Teile der Bevölkerung in Ostdeutschland in irgendeiner Weise dazu beitragen, Das finde ich, ich meine, das, das ist eine Verleugnung der Realität, offensichtlich. Weil du äh, gerade eben Keynes erwähnt hast, yeah. äh, kam die Frage auch danach, welche Bücher und Autoren deine ökonomischen äh, Denkschule, deine Sicht geprägt haben. Wenn du mal drei mit oder neben Keynes nennen müsstest, wer fiel dir da ein? Also unter anderem den richtigen Keynes lesen. Also ich finde, ich finde <laughs> die General Theory ist natürlich grundlegend, aber ich finde und ich, 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 ich erlaube mir diese, diese es sind vor allem die Essays in Persuasion also Keynes als politische Schriften der mhm. 20er Jahre sind für mich sind für mich der absolut essentielle äh, Bezugspunkt, weil man dort das, seine Politik auch ausbuchstabiert sieht und äh, das ist sehr wichtig. Ähm, ich meine, ich habe sehr viel von Wynn Godley gelernt äh, in Cambridge damals. Als Undergraduate hatte ich das Glück, von ihm gewisserweise unter die Fittiche genommen geworden zu sein. Er, er hat mich wirklich betreut. Und ich hatte, ich meine, ich war precoz. Pre, 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 ich habe schon als Gymnasiallast mir das islm modell reingezogen <laughs> und äh, mich schon damals, wie, wie man als naiv und junger Mensch tut, äh, mich gefragt, ja, wo gehen die Flüsse eigentlich hin? Das, das System ist ja offensichtlich nicht geschlossen. Es ist intertemporales Gleichgewicht oder ein Gleichgewichtsmodell. Was hat das mit Wachstum zu tun? Wo, wo bleiben die Bestände? Also wenn wir jetzt über Investitionen konkret reden oder Ersparnisse, wo bleibt das hängen? Und in, in, in diesem ISLM-Modell, also in diesem Keynesianischen Modell, interessiert diese Frage nicht, denn es geht immer nur um das Ausgleichen der Flüsse. Aber was Gottlieb mir die Grundbestätigung war: Ja, junge Person, Sie haben vollkommen recht. Das ist in der Tat eine nicht beantwortete Frage mhm. oder die durchaus schwerwiegende nicht beantwortete Frage. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ähm, da, da, äh, und das wäre jetzt ein Modell. Und man kann sein Modell mögen oder nicht, aber diese Grunderfahrung, gewisserweise einen Zweifel zu haben, von einem Mann seiner Intelligenz und Generosität das bestätigt bekommen, zu bekommen, und dann mit ihm das dann auch dazu weiterzudenken, war wirklich eine großartige Erfahrung. Und ich sage das bewusst auch, weil die Kritik an der tox toxischen Maskulinität in der Volkswirtschaftslehre absolut berechtigt ist. Es, gibt, es ist der Hauptgrund letztendlich, warum ich nicht Volkswirt geworden bin. Ich, 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 diese, to diese toxische Maskulinität äh, macht natürlich viele Frauen und, und andere auch zu seinen Opfern, aber sie arbeitet sich auch an Männern ab und zwar ganz massiv und ähm, das Spiel das der Kastra sehen wir auch in der deutschen Debatte ja das Spiel der Kastration ist <laughs> mindestens so mitrauschend wie alle anderen Spiele die man spielen kann und ähm, aufgrund meiner Bi Biografie die wir ein bisschen hier entschlüsselt haben kann man mhm. sich vielleicht äh, vorstellen warum ich das nicht mitmachen wollte <laughs> die dritte Figur ist ist eine äh, mit der ich mittlerweile bekannt bin auf die ich aber als äh, über, über Lektüre gekommen bin und das ist Sung-Shin äh, bei der BIS. Und seine, seine im Grunde, man könnte sagen, an Gottlieb anschließenden Versuche, äh, in, im Verständnis der Makrofinanzen abzugehen von einem Bild, das letztendlich geleitet wird von einem kurzfristigen Makromodell, wo bei der Zahlungsbilanz die entscheidenden Flüsse. Ähm, auf Handel basierend sind, hin zu einer, wie er es sagt, sehr, also eine, eine Sicht der Ausgangsmodell wäre eine Sicht, die aus den 50er und 60er Jahren kommt, also International Makro der damaligen Zeit. Man denkt sich die Volkswirtschaften als geschlossene keynesianische Volks, Volkswirtschaften mit einem Außensektor, mhm. der dann dazu addiert wird. Und ähm, das ist für China zum Beispiel ein durchaus brauchbares Modell, aber entspricht der Globalisierung nicht und gerade wider, widerlegt gewisserweise die Grundtendenz, die hinführt, und das ist ja bei Shin so genial ausbuchstabiert und so buchstäblich ausbuchstabiert, zur vernetzten Matrize der privaten Balance, Bilanzen. Also, dass man die, sich die Weltwirtschaft nicht als nationale Insel denkt, die dann irgendwie einen Tauschhandel betreiben, sondern von vornherein als Matrize ja. der privaten Bilanzen. Und was mich daran reizt, ist nicht nur. Die Substanz dieser Argumentation, die über, ja, absolut überzeugend ist und, und 2008 erklärt wie kein anderes Modell, sondern eben auch die für mich absolut fundamentale Erkenntnis, dass wir weiterdenken müssen, ständig weiterdenken müssen. Das heißt also, ich bin nicht. Ich, ich habe natürlich große Affinitäten zur Linken und lese meinen Marx wirklich regelmäßig um die Klassiker und, und immer wieder und, und ich schätze nicht nur über die Tatsache, dass einer meiner besten Freunde von links kommen. Es ist wirklich wahr. Das heißt, also mein intellektuelles Umfeld ist gesättigt dadurch, aber was, ich, was mich daran inspiriert, ist jeweils gewisserweise die Neuigkeit ihrer Argumentation, wie eine Linie läuft von Marx zu Lenin und Lenin sich so anstrengen muss, den Marxismus neu zu erfinden, wie dann auch die westlichen Marxisten der Zwischenkriegszeit das getan haben oder wie Jameson das in den 70er und 80er Jahren war. Das finde ich faszinierend. Und das Faszinierende an Shin ist, dass er gewisserweise aus dem Zentrum des Establishments die unglaublich radikalsten Dinge sagt, weil er im Grunde ich meine, diese These, dass der Kapitalismus aus der vernetzten Matrize der privaten Bilanzen besteht, ich meine, das schert sich ja wie Science Fiction an. Und er sagt das im BIS sitzend, einfach vollkommen kühl. Äh, ladies and Gentlemen, jetzt müssen wir so drüber nachdenken. Nichts mehr mit den Nationalen, nichts mehr. Ich meine. Und das, ich meine, das ist ja das, was Marx auch verstanden hat in den 50er Jahren in der British Library. Und ich will mich jetzt nicht, nicht gleichsetzen, sondern ich will nur sagen, das ist für mich die Inspiration, so zu denken, also alles möglichst zu verdauen, also egal, aus welcher Ecke es kommt. Und nicht jetzt, nicht jetzt wie zum Beispiel Streeck, ganz selbstbewusst und ganz direkt an klassischer marxistischen politischer Ökonomie der 70er Jahre ansetzend. Das, ich meine, das war ja zwischen uns im Grunde die die zentrale Differenz, dass er glaubt, aus diesem Modell heraus mit varieties of capitalism anzusetzen äh, über die Möglichkeit zu, zu reden, ähm, sich Zeit zu leihen, zu borgen, ohne sich die general equilibrium Frage zu stellen. Ja, wo kommt wer leid? Ja. Also wenn jemand sich das borgt, wer leid? Und das ist die Frage, die Shin auf einmal natürlich, die macht sie unausweichbar. Lass uns die letzten Fragen einfach der Zeit im Galopp nehmen. Ihr habt zwischendurch über das Klima gesprochen, ja. über Fleischkonsum und Rind. Da kam die Frage auf, was denkst du über den Veganismus und jetzt gar nicht ja. so groß philosophisch sonst noch was, sondern ich würde die Frage ökonomisch machen. Ja. Braucht es ökonomische Anreize, damit mehr Pflanzen statt mehr Tiere gegessen werden? Ja, und es braucht technologische Entwicklung, sodass die Leute wie ich, die die ab und zu wirklich diesen Geschmack von Fleisch haben wollen, das auch in irgendeiner Weise plausibel gesättigt bekommen. Und bei Burgern zum Beispiel sind wir mindestens so weit. Also, ich, 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 ich experimentiere unterdessen immer wieder mit Vegetarianismus und äh, Pescatarianism. Pes also, ich mm. esse dann Fisch. nur noch äh, Fisch aus Anbau, also nicht wild gefangen. Und, ähm, und ähm, also, das, was jetzt an an diesen neuen, an neuen, diesen Fleischsorten, diese synthetischen Fleischsorten möglich ist, das erfüllt diese, dieses Craving. Also das kann man den Leuten ja nicht wegnehmen. Wenn du wirklich dieses, dieses zerbratene Fleisch- und Blutgefühl und Taste im Mund haben willst, kann ich das nicht verneinen. Ich weiß genau, das schmeckt super gut und ich kann wirklich sagen, diese Impossible Burger sind zum Verwechseln, eigentlich. Also wirklich unglaublich. Wie ja. sollten die ökonomischen Reize aussehen oder könnten? Ein, zwei Ideen. Äh, auf der einen Seite muss man die Bauern aus diesen lukrativen Nischen rausholen. Äh, da muss unter anderem auch Ersatz geleistet werden, wobei natürlich das wirklich das absolut katastrophale Beispiel eines Sektors ist, das in den 30er Jahren aus dem Marktsystem hinausgenommen worden ist und seitdem gewisserweise eine Klientel, Lobby, Politik mm. und Wirtschaft betreibt. Wir sehen das jetzt in dem Versuch, über die Niederlande die, die, die grünen Pläne der EU auszuhebeln, die jetzt zum Glück gescheitert sind im Parlament, jedenfalls beim ersten Anlauf. Aber... Ähm, da, da muss eine absolut massive und sehr, sehr komplexe Arbeit gemacht werden in den Machtklienteln. Also man kann da nicht, glaube ich, mit revolutionären Ansätzen kommen. Man muss das Machtgeflecht entdröseln. Man muss seine Alliierten finden, mit denen man gewisserweise die Blockaden brechen kann. Man muss zum Teil einfach das Recht, das Recht ansetzen. Die Leute sind eine winzige Minderheit der Wähler. Man darf ihnen nicht erlauben, sich irgendwie groß zu machen. Man sollte sie auch nehmen und schämen. Man sollte sie wirklich ganz aggressiv angehen, zum Teil. Es ist klar, dass bestimmte Parteien, klassisch die zentristischen CDU-nahen mhm. Parteien, denen schmeckt das nicht. Meine, mein realismus sollte in keiner weise als gewisser weise kleinlaut gedeutet worden, werden. ich bin für eine sehr sehr aggressive politik der mehrheitsbildung im interesse des wandels. also diese these dass wir alle mitnehmen müssen ist absurd und unter anderem auch undemokratisch. es geht um eine mehrheit eine mächtige hegemoniale macht die das durchschiebt auch gegen widerstand. und wenn die bauern zum widerstand gehören dann werden die überrollt und man nimmt ihnen die subventionen weg. das ist natürlich sehr schwierig. Aber die Politik ist machbar. Die allermeisten, der, der allermeiste Strukturwandel in der Geschichte ist ja unter blutigen Verlusten gemacht worden. Und es kann sein, dass wir das jetzt auch brauchen. Das heißt, wir dürfen nicht simperlich sein. Wir müssen aber realistisch sein in dem, was geht und was nicht. Und welche, welche Preis wir bezahlen für jede Bewegung, die wir machen. Aber dass wir weg müssen vom Fleischkonsum und exzessiven Milchkonsum, ist absolut klar. Und, wir müssen, und so wie ich es sehe, denke ich, geht das nur über technologische Lösungen. Um gewisserweise die, also man, man arbeitet hinter den Kulissen an der politischen Ökonomie, wo es hart läuft, und dann auf der Konsumseite arbeitet man mit Anreizen, yeah. um es den, den Leuten schmackhaft zu machen. Und man arbeitet sich durch, durch die Nahrungskette hindurch. Und ich finde, ich meine, dass es keinen Wandel gibt, ist ja eine Illusion. Ich, ich erinnere mich an die Supermärkte in Deutschland in den 80er Jahren und das, was jetzt im Angebot ist, ist ja radikal anders als damals. Ja. Es war ja sehr ungewöhnlich, vegetarisch zu sein in Deutschland vor zehn Jahren. Gar nicht mehr. Das heißt also, Wandel ist möglich. Wir müssen ihn möglichst forcieren. Und wir dürfen uns nicht irgendwie einreden lassen, dass bestimmte Dinge unantastbar sind. Das ist wie bei der Schuldenbremse. Es darf auch irgendwie jetzt keine Schweinebremse geben. Verstehe. Äh, Okay. Äh, dann, dann machen wir die letzte Frage. Ja, was kann der Westen wirtschaftspolitisch von China lernen? Ich meine, das machen. schlagwortmäßig. Nee, nee, das nee, Aber ich meine, wir tun es bereits. Ich meine, wir lernen, sie, sie verhindern, sie, sie schaffen ja Fakten. Es ist ja unter anderem nicht die Frage, was wir lernen, sondern wie wir mit der Realität umgehen, die sie machen. Ähm, lernen ist dazu zahm. <laughs> ähm, wir könnten unter anderem anpassen, lernen, ja, ja wir, wir müssen uns anpassen. Ich meine, sie, sie stellen uns eine noch nie dagewesene billige Stromquelle hin in der Form von Photovoltaik. Wir müssen uns entscheiden, ob wir sie kaufen oder nicht. Es ist natürlich irgendwie schade drum um die europäische Industrie, aber wie gesagt, mit meinem Realismus, ich bin zwar kein Revolutionär, aber ich bin gar nicht simperlich. In dem Sinne, dass wenn es billige Photovoltaik aus China gibt, müssen wir uns schwer überlegen, welchen Preis wir bereit zu zahlen sind in Sachen Menschenrechte zum Beispiel. Denn große Teile davon werden natürlich in Xinjiang produziert. Was können wir bewegen? Wie können wir die Lieferketten in China unter Druck setzen? Es geht. Apple hat es vorgeführt. Die Frage ist, ob die Chinesen sich darauf kaprizieren, das zum Politikum zu machen. Dann haben wir große Probleme. Also möglichst dezent unter der Radar, Aber wenn Sie chinesischen Lieferanten sagen, ich hätte es lieber von irgendwo anders, lassen es sich ohne weiteres auch mit ihnen reden. Oder wir sollten zumindest probieren. Das wäre ein, ein Moment. Die Industriepolitik insgesamt ist ja im Grunde nur durch ihre Aktion in der Form, wie sie im Moment kennen. Selbst bei Altmaier 2019 war das ja offensichtlich der Fall. Es ist der China-Schock, der, der sich durch den Westen hindurch bewegt, der alles verändert. Was wir auch bei Ihnen sehen, ist eine ungeheure Betonung der durchaus elitären, aber vor allem massenwirksamen Hochschulausbildung. Ich meine, das, was wir das ist ja eine absolute Revolution, die wir in China erlebt haben in der letzten Generation und das, was die in wissenschaftlicher Ausbildung, und ich meine, an einer amerikanischen Uni ist, es ja, ist, der, ist, der, ist der naturwissenschaftliche Forschungsbetrieb ohne den chinesischen Studenten und, 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 und Kollegen einfach nicht denkbar. Mhm. Die machen ja einen riesigen Anteil des Humankapitals auch im amerikanischen, äh, also dem Kern des westlichen Systems aus. Und ähm, Davon sollten wir nicht nur lernen, sondern wir sollten das, da sollten wir wirklich versuchen, sie zu überbieten. Ich meine, wir sind ja viel reicher als China. Und dass sie in der Lage sind, in, innerhalb von zehn Jahren die, die, das Potenzial, die schiere Menge an auf Postgraduate-Level ausgebildete Forscher und Forscherinnen zu multiplizieren, ich meine, das sollte uns, das sollte uns beschämen. Ähm, und ich meine ich will nicht argumentieren dass das auf gleichem qualitativen Niveau ist aber ab einem bestimmten Punkt kannst du nicht mehr mit Quantitä äh, kannst du da nicht mehr zweifeln und die, die Ranking-Ergebnisse und die was wirklich bestechend ist sind die viel zitierten Inter also die am meisten zitierten internationalen Patente und wo die herkommen das ist wirklich das Zeug das auf internationalen Niveau ist ähm, wie die Chinesen das gesteigert haben das ist ja wirklich in der Geschichte noch nie da gewesen das ist ja für mich das, wirklich, das letztendlich wirklich Entscheidende an der China-Story für uns muss ja sein, dass wir mit einer Entwicklung konfrontiert sind, die es in dieser Form noch nie gegeben hat, kann es ja noch nicht gegeben haben, weil die Welt ja doch ein begrenztes Schachbrett ist. Und auf diesem Schachbrett gibt es Orte, Geopolitik und Menschengruppen, Gesellschaften, Sozialwissenschaft, Kultur, Ökonomie. In bestimmter und beschränkter Menge. Und die Entwicklung bisher war davon bestimmt, dass Asien über 150 Jahre abgehängt worden ist vom Westen. Total gegen den welthistorischen Lauf, denn bis Mitte des 18. Jahrhunderts war das Zentrum aller kommerziellen, kulturellen, intellektuellen Aktivität, wenn man rein quantitativ schaut, offensichtlich im Osten und auch qualitativ zu einem sehr erheblichen Teil. Das verändert sich jetzt. Und das ist nicht, wir machen immer wieder den Fehler, wenn wir das vergleichen mit irgendeiner davor, vor, die letzten 150 Jahre europäische Geschichte. Ich meine, es ist, als würde man verschiedene Teile des Schachbretts miteinander vergleichen und sagen, weil das jetzt hier auf der linken Seite läuft, kann ich mir daraus erklären, was auf der rechten Seite bei meinem Bauernangriff jetzt erklärt. Das ist absurd. Sondern es ist ein, ich meine, das, in diesem Sinne bin ich ja auch Trotzkist und bleibe Trotzkist. Es geht um die uneven and combined development, also die miteinander zusammenhängende, aber konstitutiv uneben verlaufende Entwicklung, hm. ist Schicksal, nicht irgendetwas, das wir uns aussuchen können. Das heißt also, wenn die Chinesen sich jetzt bewegt haben und die Inder nachziehen, dann bleibt ein großes Stück auf diesem Schachbett, nämlich Afrika, gewisserweise dessen Schicksal unentschieden. Aber die anderen Teile haben sich verschoben. Also, wenn wir was von China lernen wollen, dann einfach nur, es ist geschehen. <laughs> es ist geschehen und sie machen jetzt 31 Prozent des CO2-Ausstoßes aus. Das heißt, wir halten unser eigenes Schicksal im Westen nicht mehr in unserer eigenen Hand. Mhm. Damit ist es vorbei. Wir sind endgültig provinzialisiert. Wir müssen nicht warten, bis das chinesische Bruttosozialprodukt unseres übertrifft. Wir sind schon überholt mhm. in diesem Sinne, dass wir. Nicht mehr unser Schicksal bestimmen. Nun, die Chinesen bestimmen ihr Schicksal auch nicht. Also die Welt ist konstitutiv multipolar. Wir sind nicht mehr in den 90er Jahren. Und ich meine, wenn wir das irgendwie uns wirkt, wenn wir das wirklich intus hätten, das wäre das würde wirklich das wäre wirklich was Gutes. Ich meine auch kulturell, das wirklich also diese Bescheidenheit ist zu viel gesagt. Aber einfach nur wirklich wissen, wo man steht. Das war ja wirklich auch Bruno Latour, der für mich eine sehr große Inspiration ist, natürlich kein Volkswirt. Aber seine letzten Aufsätze gehen ja immer wieder um diese Frage: Wie kommen wir wieder auf die Erde zurück? Also, wie besinnen wir uns auf unseren tatsächlichen Standort? Nicht jetzt in irgendeinem urigen, heideckischen Sinne, dass wir uns jetzt irgendwie mit dem deutschen Boden verwurzelt fühlen, sondern. <laughs> Wenn ja, nur in dem bescheidenen Sinne, dass wir eben nur die Leute sind, die dort wohnen und nur in unserer begrenzten Menge. Und das ist das wirklich Entscheidende. Und ich meine, das kommt dann einer Verbeugung vor China gleich oder dann wird einem gleich irgendwie ein, ein Appeasement vorgeworfen. Nee, das muss nicht darum gehen. Wir können ganz selbstbewusst auf unseren eigenen Flecken bleiben. Und die Chinesen kommen sehr gerne zu uns und sie mögen unser Zeug. Und sie sind sehr interessiert. Sie können, nicht, sie können sich gar nicht vorstellen, wie es wie es so verrückt zugeht in Europa, aber vom, vom Lebensqualität her sind sie vollkommen überzeugt. Ich meine, man muss sich ja nur ein ansehen. Mhm. Ähm, wie, 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 wie massiv diese im Grunde Abhängigkeit der, der chinesischen Oberschicht vom, 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 also von der Aristokratie gewisserweise Europas noch ist. Aber das ist die Essenz. Also, das ist das, was wir wirklich. also Von China sollen wir erstmal einfach nur lernen, dass es China gibt. <lacht> <lacht> und als als nicht-triviale Errungenschaft wäre das schon gar nicht mal so da, schlecht. Dann lass uns das als äh, Schlusswort nehmen. Das okay. gibt dem mehr Bedeutung. Äh, lieber Adam, danke, dass du da warst. Das bitte, war bitte. Sehr interessant. Liebe Zuschauer, danke, dass ihr da wart. Äh, jung und naiv, alle Formate hier gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr Jung und Naiv unterstützen könnt, wisst ihr entweder schon oder fahrt ihr sonst in der Videobeschreibung, wer Jung und Naiv im letzten Monat unterstützt habt. Gibt es gleich namentlich im Abspann. Wir sind raus. Ciao, ciao.